Hallo alle zusammen, wie geht's euch? Pünktlich um 11. Das Corona um 9. Naja. Ja, stark. Ich sehe schon, ihr seid gut motiviert. Das freut mich. Ja, also herzlich willkommen wieder zu den Altklausur-Livestreams. Prüfungszeit rückt ja jetzt näher. Für einige ist jetzt leider schon vorbei. Ja, einige haben ihre Matheprüfung schon hinter sich. Aber gut, irgendwie mussten wir es legen. Ja. Genau, und heute machen wir eine Altklausur, Mathematik 1. Ich dachte mir, das ist ein schöner Einstieg, weil ich jetzt vorhabe, in der nächsten Zeit, nächste Woche, diese Woche, wie auch immer, oder auch noch in 2 Wochen, alle Themen weitestgehend abzuhandeln, die es gibt. Hoffentlich. Also erst einmal für alle, die jetzt neu im Studium sind, ist es, glaube ich, besonders wichtig, vor allem im Corona-Semester. Ist wahrscheinlich ein bisschen unproduktiver gewesen, als hätte man sich austauschen können in der Bib. Ja, deswegen werden wir ganz viel Mathe 1, Analysis 1, lineare Algebra 1 machen. Versuche das auch gut durchzumischen. Wir werden aber schon Anfang nächster Woche auch noch was für DGL machen, also für Differentialgleichungen für Ingenieure. Ist ja auch wichtig für Leute, die jetzt irgendwie im dritten Semester sind oder sowas. Analysis 2, Analysis 3 wird auch noch alles kommen. Aber ich dachte mir, fangen wir erstmal mit den Basics an. Ja. Dann haben wir lückenlos für alle was dabei. Genau. Und heute, wie gesagt, eine Mathematik 1 Klausur, Altklausur von der FH Münster. Also ich habe euch ja gesagt, ihr könnt mir Altklausuren zuschicken und von allen, die ich bekommen habe, habe ich mich jetzt für die entschieden, weil ich denke, dass ein ziemlich guter Einstieg ist. Leider kann ich sie euch aus rechtlichen Gründen nicht zur Verfügung stellen. Da habe ich extra nochmal abgeklärt. Es ist aber vollkommen in Ordnung, dass wir die machen. Genau, das ist kein Problem. Genau, und Mathematik 1 von der FH Münster, Fachbereich Maschinenbau. Meldet euch mal, wenn ihr da seid. Wäre natürlich ziemlich cool, ne? Wenn auch für diejenigen, für die wir den Livestream machen, ganz besonders eine Altklausur, dass sie heute auch gut vertreten sind. Aber es ist natürlich auch für alle was dabei, das habe ich mir nämlich extra so rausgesucht. Das sind Themen, da können viele von euch profitieren. Es geht vor allem jetzt, ich habe mir das überlegt, wir machen das in 2 Teilen. Ja, Teil 1 Analysis, Teil 2 Algebra. Ich finde, das ist ein super Einstieg für alles, was noch die nächsten Tage kommt. Und das, was wir im Analysis-Teil hier machen, in der Altklausur, das bezieht sich auf, ich scroll es mir hier durch, komplexe Zahlen, also ich habe es auch in die Videobeschreibung geschrieben, komplexe Zahlen, Grenzwerte von Funktionen, tatsächlich auch einer interessanten Reihe, finde ich, der vollständigen Induktion und dem Taylor-Polynom mit ja, Überprüfung der Güte. Also Fehler nenne ich es mal, obwohl das auch vielleicht ein bisschen missverständlich sein kann. Aber ich denke, das ist für viele interessant. Deswegen gucken wir uns das genau, heute zusammen an. Ja, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt zwischendurch, ja, einfach reinschreiben in den Chat oder wenn ihr Fragen habt. Und auch bitte mal mitrechnen. Also Schusselfehler können mir auch passieren. Ja. Aber ich denke, also in den meisten Fällen, wir haben es ja eigentlich immer gut geklärt. Ne? Wenn irgendwo ein Minus vergessen wurde, dann habt ihr gesagt, hey, ja, guckt ja nochmal genau hin und dann stimmt. Ja. Also alle gut zusammenarbeiten, ja, dann kriegen wir es auch ziemlich gut hin. Wir machen das hier in 2 Teilen, würde ich sagen. Erst mit dem Analysis-Teil, dann machen wir eine kleine Mittagspause und dann gucken wir uns einfach den Algebra-Teil an. Das sind noch 2 Aufgaben, aber einfach, dass die Streams nicht mehr so einen Umfang von 5 Stunden haben. Ja. Fallen wir noch alle um hier. Will ja auch keiner. So. Gibt es ein Video zu Potenzreihenentwicklungen? Nein, noch nicht. Naja, doch, also die Taylor-Reihe. Ne? Genau, also fragt ruhig sowas, ne? Bevor wir es anfangen. Ich versuche noch kleine Fragen zu beantworten, die hier im Chat sind. Ja, eine Taylor-Reihe, also die Potenzreihe einer Funktion ist eindeutig und die Taylor-Reihe ist eine Potenzreihe. Das bedeutet, wenn es eine Taylor-Reihe gibt, ist es auch die einzige Potenzreihe. Also ja, habe ich was dazu gemacht. Schau es dir gerne mal an. Ja, aber genau, und die Streams werden ja eh hochgeladen. Deswegen, wenn ihr gerade keine Zeit habt, anschauen. Und ja, freut mich. Danke fürs Vorbeischauen, ja. Wenn du keine Zeit hast. Genau, und jetzt bei vielen ist es jetzt so verteilt mit den Prüfungen. Deswegen, ich habe das versucht, auch immer so zu legen, dass natürlich der Stream vor eurer Klausur ist. Genau, vom Kit gibt es auch noch was Schönes. Ja, also nicht heute, aber einen anderen Tag auf jeden Fall.
Nice, RWTH ist auch wieder vertreten. Würzburg, sehr schön. Ja, und mit der Grenzwertaufgabe fange ich jetzt nicht an. Nee, ich mache das tatsächlich jetzt der Reihe nach. Ja. Aber wie gesagt, man kann sich ja den Stream später noch anschauen und dann durchscrollen, Fragen stellen. Ihr könnt ja jederzeit. So, ich gehe wieder nach oben zur Aufgabe 1. Ja. Ich würde sagen, Cottbus ist auch dabei. Stark. Grüße nach Cottbus. Ja. Hab ich studiert. Machen wir auch eine Altklausur demnächst. Die nächste Woche habe ich einem Kumpel versprochen. Los, jetzt starten wir mit FH Münster Altklausur Sommersemester 2020, Fachbereich Maschinenbau. Und da haben wir eine Aufgabe zu komplexen Zahlen. Ja. Genau, Aufgabe 1. Und ja, jetzt ist das hier ganz seltsam untergliedert. Aufgabe 1a und dann nochmal irgendwie klein 1, wie auch immer. Ja, ich werde auch das irgendwie ein bisschen vorlesen, mal grob zusammenfassen, worum es eigentlich geht. Ne? Auf jeden Fall ist es hier sehr unmissverständlich. Wir haben eine Gleichung mit komplexen Zahlen. Ja? Z plus 1 durch z hoch 2. Und dann geht es weiter, kommen noch ein paar Zs drin vor. 1 minus z mal i mal 1 plus z mal i. Genau. Und weil ich jetzt weiß, dass viele im ersten Semester mit komplexen Zahlen zu tun haben, fand ich das heute einen guten Einstieg mit dieser Altklausur, weil ich finde, das hat es auch schon ein kleines bisschen in sich. Also, es ist jetzt nicht so diese Standard-Polynombeispiele, na, wo man bei einem Polynom zweiten Grades, wie man es auch aus der Schule kennt, mit PQ-Formel arbeitet. Polynom dritten Grades, naja, kann man entweder was ausklammern, eine Nullstelle erraten, vielleicht ist was vorgegeben, so, ne? Hornerschema, Polynomdivision, so ein Quatsch. Hoch 4 gab es sowas wie na, bei den biquadratischen, wo nur z hoch 4 z Quadrat war, dann gibt es auch PQ-Formel. Also, das ist hier nicht einer von diesen langweiligen, einfachen Fällen, weil die sind auch schön, ja? Aber hier kommt das z an mehreren Stellen vor. Wir haben auch mal so einen Bruch, also z kommt im Nenner vor. Und auch mal sowas hier wie i mal z. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, naja, setzen wir doch einfach für das z sowas wie a plus i mal b ein oder ich mache es meist mit x plus i mal y. Spielt doch keine Rolle. Ja, jetzt habe ich nur in der Altklausur so gesehen, der Professor manchmal oder Dozent manchmal hier mit AB gearbeitet. Genau, das könnte man einsetzen. Ja. Sollte es ein z konjugiert geben, was jetzt nicht der Fall ist, dann heißt es ja nur, vom Imaginärteil von diesem b das Vorzeichen ändern, ja, ersetzen und damit weiterrechnen. Aber ich würde darauf weitestgehend verzichten. Erst dann, wenn gar nichts mehr geht. So. Deswegen eine super Aufgabe, hat mich sofort getriggert, als ich diese Altklausur bekommen habe. Dachte mir, ich hoffe, dass da was für alle dabei ist, denn die würde ich jetzt gerne machen. Und so war es auch. Genau. Ja. Ja. Auch die Corona-Frisur hat bei mir zugeschlagen. Genau. Es leckt ein bisschen. Ja, es kann sein. Ich habe gerade noch mal, hatte ja letzte Woche Internetprobleme. Und ich habe gerade eben noch mal einen Speedtest gemacht. Auf einmal ist er wieder bei 16 Mbit pro Sekunde. Es müsste gerade so die Grenze sein, dass ihr es flüssig sehen könnt. Aber zur Not, es wird ja aufgezeichnet. Deswegen müsstet ihr es nachher flüssig sehen. Ja, vielleicht spult mal kurz zurück, könnt ihr kurz mal testen. Okay. Aber solange ihr mich hört, ist ja alles perfekt. Und ich hoffe, ihr sitzt auch gerade mit Zettel und Stift oder mit eurem Pad daneben und versucht sie auch parallel zu rechnen. Ja, versucht, lasst uns das gemeinschaftlich machen. Genau, ich möchte jetzt mit euch diese Gleichung nach z umstellen. Also ich möchte alle komplexen Zahlen z gerne in der kartesischen Form rausfinden, für die diese Gleichung gilt. So ist es. Ich setze jetzt immer so ein, naja, ich versuche weitestgehend wenig vorauszusetzen. Ja. Ihr könnt euch allerdings auch gerne noch meine Playlist zu komplexen Zahlen anschauen. Da habe ich das alles nochmal aufgearbeitet, von den Grundlagen bis hin zu Euler-Form und noch ein bisschen weiter. Ja, komplexe Gleichungen lösen, komplexe Mengen skizzieren. Auch ein Online-Kurs, wenn das interessiert. Aber ich werde trotzdem alle einzelnen Schritte nochmal mit euch zusammen durchgehen. Ja. Und wenn Fragen sind, sofort reinhauen. Ja, die Bitrate runterschrauben, sagst du.
Ja, wir testen es nochmal. Gestern war die Upload-Geschwindigkeit noch doppelt so hoch. Vielleicht regelt sich es noch in der nächsten halben Stunde. Also sagt ruhig, wenn es gar nicht geht, ja, dann müssen wir ja irgendwas, uns noch einfallen lassen. Aber so, los geht's erstmal mit dieser Aufgabe. Wir wollen das Ganze nach Z umstellen. Und schreibt mir auch gerne immer eure Ideen, wie man hier am besten rangeht. Mein erster Gedanke ist, dass das Z hier irgendwo unten im Nenner steht. Und wenn ich nach Z umstellen will, dann darf es einfach nicht im Nenner stehen. Ja, das ist so das Erste, woran ich an dieser Stelle denken würde. Ich möchte es aus dem Nenner wegbekommen. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Wir könnten irgendwie multiplizieren. Da müssen wir darauf achten, dass irgendwas mit Quadrat steht. Ich würde sagen, lass uns erstmal innerhalb dieser Klammer alles zusammenfassen. Also das Ganze auf einen Bruch bringen. Dann lassen sich nämlich ganz einfach Zähler und Nenner trennen durch Multiplikation. Und genau, auf der rechten Seite, sehr gut, da kommt nämlich 1 plus z² raus. Gucken wir uns auch gleich an. Aber erstmal würde ich das hier in der Klammer zusammenfassen wollen. Meine Idee wäre, dass ich einfach mit dem Nenner mit dem Z erweitere. Also, dass wir quasi mal Z rechnen, ja, und im Gegenzug auch wieder durch Z. Ja. Also, wenn man es kürzt, ist man wieder bei Z. Das ist die Idee, damit jetzt die Nenner gleich sind, beide Male Z. Und wenn die Nenner gleich sind, dann mache ich gleich mal einen Schritt, mache ich den Schritt gleich mal zusammen, dann kann man das Ganze auf einen Bruch ziehen. Ja, denn wenn die Nenner gleich sind, werden die Zähler addiert. Gegenprobe, wir können es wieder rückgängig machen. Das durch dem ist Z, das durch dem ist das da. Ja, also ist genau das Gleiche. Und das Quadrat dürfen wir nicht vergessen. Darum kümmern wir uns gleich noch. Und da habe ich gerade gesehen, auf der rechten Seite auf jeden Fall, kann man zum Beispiel ausmultiplizieren. Eventuell erkennt ihr aber schon, dass hier die dritte binomische Formel drin steckt. Ne? A minus B mal A plus B. Das ist dann immer A Quadrat minus B Quadrat. Ja? Wir können aber auch das kurz testen. Das mal dem ist 1. Das mal dem ist I mal Z oder Z mal I, wie auch immer. Das mal dem ist dann das gleiche mit einem Minus. Und das mal dem, da haben wir nämlich Z Quadrat, I Quadrat und Minus. Machen wir mal vorsichtig. Sowas hier. Ja? Genau. Und die beiden hauen sich raus. Gerade dritte binomische Formel. Deswegen, das hätte man auch gleich einfach so benutzen können. Und jetzt ist wichtig zu wissen, i² ist gleich minus 1. Das ist genau die Besonderheit an den komplexen Zahlen. So hat das Ganze angefangen, auch historisch. Ne? Dadurch, dass man mit Wurzeln aus negativen Zahlen rechnen wollte, um damit neue Probleme zu lösen, ja, musste man sich was einfallen lassen, weil das war ein bisschen verpönt. Dachten alle, das ist ein bisschen bescheuert. Wurzeln aus negativen Zahlen geht doch nicht. Aber wenn man es als Symbol betrachtet, ne, später als Zahl definiert, dann funktioniert alles. Deswegen i² ist gleich minus 1. Das heißt, es ändert einfach das Vorzeichen. Auf der rechten Seite steht dann hier ein Minus, Minus, also ein Plus. Genau. Und auf der linken Seite, da würde ich sogar noch einen kleinen Schritt machen. Man darf laut Potenzgesetzen das Quadrat sowohl über Zähler als auch über Nenner ziehen. Also man darf Zähler und Nenner einzeln quadrieren. Genau, das ist der Punkt. Bis zu dem ich, das ist mein erster Gedankenschritt, ne? Ich möchte das Z aus dem Nenner wegbekommen. Das geht, einen Bruch habe, kann ich mit dem Nenner multiplizieren. Und dass auf der rechten Seite sich das gerade so glücklich fügt, dass es irgendwie genau das Gleiche ist, was auch hier steht, na, nur noch ohne Quadrat, das nutzen wir jetzt natürlich gleich aus. Ja, muss theoretisch nicht sein, aber ich denke, das war schon so ein bisschen beabsichtigt. genau. Ja, leckt leider sehr. Müssen wir mal gucken, ich weiß es nicht. Also ich habe, möchte natürlich nicht, dass das dadurch unterbrochen wird. Ich kann mal kurz auf Bearbeiten klicken vielleicht. Noch irgendwas, Nee, es ist einfach die, kann ich gerade nicht ändern. Sorry. Also wie gesagt, nachher wird es ja gut hochgeladen. Ton, solange der zu hören ist, ist ja super. Ne? Mit dem Bild werdet ihr dann einfach stückweise wird dann das Tafelbild vervollständigt. Na gut. Genau. Ihr könnt auch zurückgehen und es euch anschauen. Okay, super. Dann würde ich sagen, lasst uns weitermachen, diese Gleichung zu lösen. Also ist ja schon mal sehr praktisch, dass hier im Zähler einfach nur das Quadrat steht von der rechten Seite. Ja? Jetzt könnte man überlegen, einfach dadurch zu teilen. Ja? Was denke ich, man könnte überlegen, dadurch zu teilen, dann würde hier nämlich einmal wegfallen, bleibt noch eine 1 über als Faktor. Ja? So.
Und hier würde das Quadrat wegfallen. Allerdings, wenn wir dadurch teilen, ja, dann müssen wir darauf achten, dass es eine positive Zahl ist. Okay, aber einen Schritt nach dem anderen. Lass uns vielleicht erstmal den Nenner rüberziehen, damit wir keine Brüche mehr haben und uns dann über eventuell Teilen Gedanken machen. Ich persönlich bin immer ein Fan davon, so spät wie möglich zu dividieren. Denn jedes Mal, wenn man teilt, müsste man theoretisch eine Fallunterscheidung machen. Einmal das, wodurch man teilt, ist es 0 und einmal ist es nicht 0. Denn wenn es 0 ist, ja, dann darf ich ja nicht dadurch teilen. Und jetzt könnte man denken, in den reellen Zahlen 1 plus x², das ist immer was Positives. Also ich kann einfach teilen. Aber in den komplexen Zahlen kann es ja sein, dass z² gleich minus 1 ist und dann haben wir minus 1 plus 1 gleich 0 und dann würden wir durch 0 teilen. Das bedeutet, wenn ich jetzt dadurch teilen möchte, dann muss ich eine Fallunterscheidung machen. Ja? In den reellen Zahlen nicht und das finde ich auch sehr interessant bei der Aufgabe. Also Fall 1, also dass man eben darauf achten muss, dass eben beim Quadrieren auch negative Zahlen bei rauskommen können. So, der erste Fall, den ich mir angucken möchte mit euch, ist, dass genau dieser Term, der hier gleich 0 ist. Weil wenn er nicht 0 ist, können wir dadurch teilen und einfach weiterrechnen. Obwohl es natürlich auch sehr spannend wäre, ich muss kurz überlegen, wenn er nicht 0 ist. Ach so, wisst ihr, was wir machen? Wir machen erstmal, der ist nicht 0. Ich sehe nämlich gerade, geht ein bisschen schneller. Ja? Im Endeffekt müssten wir ja eh beide machen. Aber wenn er nicht 0 ist, dann können wir einfach dadurch teilen. Durch den hier. Ja, okay, ich schreibe das einfach mal hier hin, damit man noch nachvollziehen kann, was wir da gemacht haben. Teilen durch 1 plus z². Ne? Und wenn wir dadurch teilen, dann bleibt auf der linken Seite, da haben wir den Term jetzt zum Quadrat. Also einmal wird er wegfallen, weil einmal wir teilen dadurch, einmal fällt er weg von den beiden. Und auf der rechten Seite fällt der komplett weg, der Faktor, und überbleibt z². Und seht ihr das? Deswegen wollte ich das gerne zuerst machen, weil ich gerade sehe, dass der noch wesentlich einfacher zu lösen geht. Wenn wir jetzt nämlich auf beiden Seiten z² abziehen, ja, dann steht da nämlich 1 gleich 0, okay? Und sowas ist natürlich ganz offensichtlich Quatsch, ja? 1 ist nicht 0, das bedeutet, wir haben hier einen Widerspruch. Also, wenn z² plus 1 nicht 0 ist, dann kommt hier eine unsinnige Aussage bei raus. Die einzige Möglichkeit, die also noch überbleibt, also hätte auch sein können, dass wir Lösungen rausbekommen, ne? Das wäre dann so ein bisschen der spannendere Fall gewesen. Aber gut, wir beschweren uns nicht, wir nehmen die Aufgabe, wie sie kommt. Der zweite Fall ist eben, dass er gleich 0 ist, dieser Term. Und wenn er gleich 0 ist, dann dürfen wir nicht dadurch teilen. Dann ist einfach so, dass hier eine 0 steht, 0 Quadrat ist 0 und hier steht auch eine 0. Ne? 0 gleich 0 ist eine wahre Aussage. Jetzt müssen wir uns so fragen, für welche Zs passiert das? Na, für welche Zs kommt hier 0 raus? Und das ist aber ziemlich einfach beantwortet. Na, wir ziehen diese 1 rüber und ziehen dann noch die Wurzel. Und das ist nämlich genau der klassische Fall, über den wir gerade eben auch schon geredet haben. Da gibt es zwei Lösungen, plus minus i. Weil i ist ja per Definition Wurzel aus minus 1. Und wir haben gerade die andere Richtung benutzt, i Quadrat gleich minus 1. Na, also i ist per Definition Wurzel aus minus 1 und wenn man es natürlich quadriert, dann kommt wieder minus 1 bei raus. Das ist super wichtig, das ist die Grundlage der komplexen Zahlen. Ja? Genau. So. Ja. Nein, das ist nicht die einzige. Das ist die erste Aufgabe zu komplexen Zahlen. Ja, ich finde es ein super Start. Und wir können auch gerne kurz drüber reden. Vielleicht habt ihr noch Anmerkungen, Fragen dazu. Ja, Schlüsselfehler können passieren, aber ich denke, wenn alle drauf schauen, dann wird es minimiert. Ja, minimieren wir die Schlüsselfehler. Nee, aber ich denke mal, sollte eigentlich richtig sein. Ne? Das ist alles logisch nachvollziehbar. Alles Äquivalenzumformungen. Ja. Gut. Genau, zur Not spult ein klein wenig zurück, dann seht ihr es nämlich ruckelfrei. Wahrscheinlich ist einfach der Upload ist langsamer, als dass man es hier irgendwie in Echtzeit sieht. Aber genau, dann antwortet mir einfach kurze Zeit später, ist auch kein Problem. So, gute Frage von Kobi. Das in der Klammer müsste doch auch gleich 0 sein. Gute Frage, du meinst in dem Fall hier, ja? Ja, das ist richtig, da ist sowohl das als auch das 0 und damit haben wir eine wahre Aussage. Also check, die Gleichung wäre erfüllt, wenn das hier erfüllt ist und es ist erfüllt, wenn z gleich plus minus i ist. Genau, das heißt, z gleich plus minus i erfüllt diese Gleichung und damit auch diese Gleichung. Das hier, wenn die ungleich 0 sind, haben wir keine Lösung. Ne? Das heißt, das da unten sind die einzigen beiden Lösungen,
die wir rausbekommen konnten. Was hast du im zweiten Schritt mit der I gemacht? Ja, sehr gut. I Quadrat ist gleich minus 1. Das ist einfach die Definition von dem I. Und wenn man dann natürlich quadriert, kommt man wieder zu minus 1 zurück. Das ist ja ursprünglich die Idee gewesen, dass man Probleme lösen konnte, wenn man mit Wurzeln aus negativen Zahlen arbeitet. Auf sehr einfache und elegante Weise. Nur war niemandem früher klar, was das bedeuten soll. Man kannte keine weder geometrische Interpretation noch konnte man das irgendwie greifer machen, physikalisch oder irgendwie, sondern es wurde erst als technisches Hilfsmittel benutzt und dann später einfach von Hilbert einfach definiert. So, bam, das sind Zahlen jetzt einfach. Ne? Natürlich mit den Körperaxiomen, wie wir sie alle kennen. Ja, kennen sollten, weiß ich nicht, wie tief er jetzt da drin steckt, aber auf jeden Fall sind komplexe Zahlen jetzt mehr als nur ein Symbol. Es sind wirklich Zahlen. Ja? Genau, und das haben wir damit gemacht, einfach nur die Definition ausgenutzt. Wenn man alles ausklammert, du meinst ausmultipliziert vielleicht, braucht man keine Fallunterscheidung. Könnte sein. Könnte sein. Habe ich nicht getestet. Ja? Man könnte nämlich auch hier okay. Ja, vielleicht. Also wir können mal kurz den Spaß machen. Ne? Das bedeutet auf der Seite hier, wenn wir die binomische Formel benutzen, z hoch 4 plus 2z Quadrat plus 1. Und auf der anderen Seite haben wir z Quadrat plus z hoch 4. Und tatsächlich, die beiden löschen sich aus. Ja, sehr gut. Klasse, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da brauchen wir gar keine Fallunterscheidung. Sehr schön. Genau, seht ihr das? Also es gibt immer noch mal vielleicht einen etwas einfacheren, eleganteren Weg. Genau, und dann haben wir direkt die Lösung. Ja, das ist ja sogar noch ein klein bisschen schneller. Also vielen Dank nochmal für eure, dass wir hier zusammenarbeiten, ja, damit wir eben auch auf solche schönen Sachen kommen. Genau, ihr brauchtet die Fallunterscheidung nicht. Sehr gut, nice. Genau, also auch bei anderen Fragen, wir konzentrieren uns ja erstmal nur hierauf, auf komplex, also auf diese Aufgaben hier und alles, was damit zu tun hat. Wenn ihr andere Fragen habt, stellt sie mir später oder im passenden Livestream dazu. Ja, Differentialgleichung habe ich gerade gelesen, ich sage es nur nochmal kurz, kommt auch dran, aber darüber reden wir heute nicht. Ja, ich versuche das jetzt ein bisschen zu ignorieren, also nehmt es mir nicht übel. Ja, ich möchte nämlich zeiteffizient hier durchkommen. Warum bleibt beim Teilen durch 1... Genau, gute Frage, weil im Endeffekt steht hier sowas wie a Quadrat, also das ist natürlich blöd mit a, ne? aber nennen wir den mal a, ja? Genau, nennen wir diesen Term mal a und dann haben wir hier a Quadrat und wir teilen ja durch a und naja, wie es eben so ist mit den Potenzgesetzen, da bleibt nur noch ein einzelnes a über. Vorausgesetzt natürlich, dass das a ungleich 0 ist, aber das haben wir hier gemacht. Ne? Mit dem Teilen geht das dann, wenn es ungleich 0 ist, genau. Das war der Grund. Vielleicht ist es vielleicht wirklich intuitiver, wenn man es ausmultipliziert. Daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Ihr solltet beide Wege beherrschen. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Aufgabe. Ich wische mal ab. Ja, ihr könnt auch gerne wieder zurückspulen und euch das dann in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall ist jetzt eine andere Gleichung gefragt, die wir lösen sollen. Und da wäre auch ganz cool, wenn ihr mir gleich sagen könntet, also sobald ihr sie seht, in den Chat schreiben würdet, was ihr denkt, wie man die löst. Erstmal nur eine Idee. Ne? Genau. Jetzt habe ich abgewischt. Wo ist das I in der zweiten Zeile? Wir hatten das I, ne? Damit wurde multipliziert. Und das IZ minus, plus IZ minus IZ hat sich gelöscht und I Quadrat ist eine minus 1. Also gab es auf der rechten Seite kein I mehr. Ja. Da ist es hin. Jetzt müsst ihr einfach euch merken, I Quadrat gleich minus 1. Das ist das, also genau genommen, ist es wirklich das Einzige, was ihr wirklich wissen müsst. Alles ist genau darauf aufgebaut. Die ganze Mathematik wurde genau darum konstruiert, dass das so gut funktioniert. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Gleichung vierten Grades sogar. Und wie gesagt, schreibt mir noch mal bitte, was ihr denkt, wie man hier rangeht, um das zu lösen. Genau, was machen wir, um diese Gleichung zu lösen?
Genau, ihr braucht wahrscheinlich ein kleines bisschen Vorlauf, weil ihr ein bisschen zurückgespult habt, weil es ja ein bisschen mit dem Bild gehangen hat. Ja. Ich sehe das nämlich auch hier, manchmal kommt so ein kleiner Ladekreis jetzt schon wieder. Ich würde ja sagen, ob genau in dem Moment vielleicht auch Ton weg ist, aber. Genau, jetzt steht hier, gute Idee, quadratische Ergänzung. Das Ding ist, würde ich machen bei quadratischen Gleichungen. Ja, würde jetzt hier zum Beispiel z Quadrat stehen, ja, dann wäre das auch eine quadratische Gleichung in z Quadrat. Könnte man auch drüber nachdenken. Speziell aber hier würde ich nicht so rangehen wollen. Also erstmal ist es unangenehm wegen dem hoch 1 und dem hoch 4. Ist ja die Frage, wo dann, ja, müsste man sich ein bisschen konstruieren. Ich glaube, da macht man es schlimmer, als es eigentlich ist. Ja, mit dem Substituieren, genau, wäre dann möglich, wenn hier ein Z-Quadrat steht. Beziehungsweise habe ich mir mittlerweile abgewöhnt zu substituieren. Ich mache dann einfach die PQ-Formel für Z-Quadrat einfach. Ja. Kommt aufs Gleiche raus, nur man spart sich diesen Schritt mit der Substitution. Ja, nach Z-Quadrat umstellen, ein Z kürzen. Achso, das war noch davor. Genau, und jetzt Z ausklammern, sehr gut. Ah, Nullstelle erraten könnte man auch. Und eine sehr einfache Nullstelle ist Z gleich 0. Und deswegen, wenn das Z in jedem Summanden vorkommt, klammern wir es einfach aus. Also das ist ja wie Nullstelle erraten, Polynomdivision und Wronner-Schema. Nur eben, dass man, ja, nur viel einfacher, alles in einem Schritt, weil wenn es in jedem Summanden vorkommt, dann kann man es ausklammern. Ja? Und darauf würde ich immer zurückgreifen, weil es die einfachste Methode ist, den Grad eines Polynoms zu reduzieren. Klappt aber nur im Sonderfall, wenn wirklich jeder einzelne Summand ein Z beinhaltet. Und das ist hier der Fall. Na, hier kommt Z vor, hier kommt Z vor. Also nehmen wir es einmal bei beiden raus. Wir ziehen es aus dieser Klammer hier raus. Ja, haben ausgeklammert. Und damit können wir wieder diese alte Regel benutzen. Also faktorisieren, sehr gut. Na, ins Produkt aufschreiben mit Faktoren hier. Johann, eine gute Frage. Gibt es immer so viele Nullstellen, wie die höchste Potenz ist? Ja, Fundamentalsatz der Algebra. Das ist ein Polynom vom Grad 4. Also wissen wir jetzt schon, es gibt exakt vier Lösungen. Die können mehrfach vorkommen. Also es könnte doppelte, dreifache, vierfache Lösungen geben. Und wenn die Lösungen nicht reell sind, sind sie komplex. Zusätzlich wäre jeder Vorfaktor eine reelle Zahl. Ist hier nicht der Fall. Ne? 8i ist ein komplexer Vorfaktor. Wären aber die Vorfaktoren alle reell, dann würde zu jeder komplexen Lösung auch ihr komplex konjugiertes eine Lösung sein. Muss hier nicht der Fall sein, ja? Weil einer der Koeffizienten ja, eben keine reelle Zahl ist. So. Aber ich wollte noch mal kurz sagen, das waren so Fundamentalsätze der Algebra mal kurz und einfach runtergebrochen. Ja? Aber wir wissen, es gibt am Ende vier Lösungen. Und jetzt habt ihr schon gesagt, durch das Ausklammern kriegen wir direkt eine Lösung raus. Und zwar ein Produkt ist 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Das ändert sich im Komplexen nicht. Es funktioniert genauso wie in den reellen Zahlen. Das ist ein, wie heißt das? Ich glaube, Permanenzprinzip. Müssen wir mal nachgucken. Auf jeden Fall, es ist so ein Prinzip, man versucht, bei der Zahlenbereichserweiterung so viel wie möglich Rechenregeln und Gesetze beizubehalten. Und das kennen wir aus den reellen Zahlen. Also wäre es doch schade, wenn es in den komplexen Zahlen wegfallen würde. Tatsächlich sind es nur ein paar kleine Potenzgesetze, also ein paar Feinheiten, worauf man achten muss. Ansonsten, also die dann wegfallen, na, ansonsten ist alles wie in den reellen Zahlen. So, das heißt, eine der Lösungen ist schon mal z gleich 0. So, und jetzt müssen wir uns doch fragen, wann wird diese Klammer hier denn 0? Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal ein bisschen ja, Input geben würdet, was man hier machen kann. Beziehungsweise, wisst ihr was? Ich stelle das gleich mal um, ich ziehe die 8i auf die rechte Seite rüber. Dass ihr auch kurz nochmal Vorlauf habt, mir einfach noch ein paar Stichworte reinwerft, was man denn hier tun kann, um diese komplexe Gleichung zu lösen. Einfach mal in der Lernpause. Das ist schön. Jetzt raten, zum Beispiel 2 hoch 3 gleich 8. Ja, genau, wäre natürlich sehr praktisch zu wissen, oh, 8 ist ja dasselbe wie 2 hoch 3. Oh, eine hoch 3, eine hoch 3. Da ist vielleicht irgendwas Passendes vorbereitet worden für uns. Ja, z gleich 2 sagst du. Z gleich 2 passt leider nicht, weil also 2 hoch 3 ist eine 8, aber 8 ist nicht das gleiche wie minus 8i. So, jetzt schreibt mir mal, okay, eine Möglichkeit, z als x plus i y schreiben. Ja. Kann man machen, hilft uns an der Stelle jetzt aber noch nicht weit. Also darauf wird es am Ende hinauslaufen. Ja, irgendwas mit gaußsche Zahlenebene A und irgendwas mit 2i. Sehr gut, gut erraten.
Ja? Man kann es jetzt natürlich auch erraten einfach und sagen, naja, dann nehme ich jetzt 2i, weil 2i mal 2i mal 2i ist auch das. Jetzt könnte man es erraten und dann den Grad des Polynoms reduzieren. Möchte ich an der Stelle aber nicht machen, weil man im Allgemeinen ja auch nicht raten kann. Das geht noch grundlegender, sage ich mal. Ja? Ja, genau, genau, dritte Wurzel hat Alexander geschrieben. Perfekt. Und dann irgendwas mit Euler-Form, genau darauf wollte ich hinaus. So, wenn ihr mit komplexen Zahlen plus, minus, mal geteilt durchrechnen wollt, dann geht das in kartesischer Form. Kartesische Form heißt Realteil und Imaginärteil. Ne? Ich schreibe das mal oben hin, jetzt ich mal doch x plus iy oder a plus ib macht, wie ihr wollt. Ja? Der Summand ohne i, das ist der Realteil. Und der Faktor an dem i dran, das ist der Imaginärteil. Vorsicht, das i gehört nicht zum Imaginärteil dazu. Real und Imaginärteil sind beides reelle Zahlen. So, das ist die kartesische Form. Man weiß genau, wie viele Schritte gehe ich in x, wie viele Schritte gehe ich in y-Richtung. Ja? Es gibt aber auch noch eine andere Darstellungsmöglichkeit, die Polarform. Die arbeitet jetzt mit Radius und Winkel. Entschuldigung kurz, jetzt steht hier nämlich genau die kleine Fehlermeldung, dass hier irgendwie Stream-Status schlecht. Ja, das ist natürlich das Schlechteste, was uns hier passieren kann. Sagt mir ruhig, wenn es tatsächlich unertragbar wird. Ich versuche hier nur, genau, ja, um 11 war die Übertragung gut, um 11.14 Uhr eine Warnung. Die aktuelle Bitrate liegt unter der empfohlenen Bitrate. Ah ja, gut. Die Übertragungsqualität ist wieder gut, dann wieder nicht. Naja, sagt mir, wenn es nicht mehr möglich wird, aber wenn ihr meinen Ton hört und ein bisschen durch Zurückspulen das sehen könnt, ist ja gut. Läuft aber. Top, okay. Ich möchte auch den Fluss jetzt nicht unterbrechen, weil wir waren gerade so gut dabei. Das ist die kartesische Form. Ja? Damit lässt sich super plus minus mal geteilt durchrechnen. Es gibt aber noch die Polarform, die mit Radius und Winkel arbeitet. Ich kann auch einen Punkt eindeutig über den Abstand zum Koordinatenursprung und den Winkel ausgehend von der x-Achse betrachten. Diese Form, diese Polarform, da gibt es zwei spezielle Schreibweisen. Einmal die trigonometrische Form mit Sinus, Cosinus, einmal die Euler-Form mit dem E. Ja? Und die eignet sich vor allem gut für mal geteilt durch Potenzieren, also hoch 5 oder sowas, ne? Und Wurzeln ziehen, wie hier dritte Wurzel. Ihr seht das schon, bei mal und geteilt durch gibt es so eine Überschneidung. Da ist beides irgendwie gut geeignet. Nehmt einfach, was da gerade euch vorkommt. Ja? Aber auf jeden Fall, Alex hatte vorgeschlagen, lasst uns doch hier die dritte Wurzel ziehen. Und genau das will ich tatsächlich auch machen. Moment, ich wische das nochmal kurz weg. Ich möchte ein bisschen Platz sparen, da schreiben. Ich schreibe das gleich hier hin. Ja? Und damit wir das ganz einfach umsetzen können, wird empfohlen, diese komplexe Zahl in Polarform zu bringen. Dafür eine kleine Nebenrechnung. Also hier, ich mache mal gleich mal ist gleich hin, dann mache ich hier dieses, weiß ich nicht, Sternchen, ja, das kommt dahin. Das ist die Begründung dafür. Und wir brauchen auf jeden Fall Radius und Winkel von dieser komplexen Zahl z. Genau. Und dafür gibt es ganz einfache Formeln, die ihr bitte auswendig drauf haben müsst. Und zwar ist der Radius, der Abstand vom Koordinatenursprung, immer Realteilquadrat plus Imaginärteilquadrat und daraus die Wurzel. Da kann man, schaut euch gerne noch mal das Video von mir an, da habe ich das, die Darstellungsform, da habe ich das hergeleitet. Ja? Wenn ihr wissen wollt, warum das so ist, aber einfach gesagt, Satz des Pythagoras. Der Realteil ist 0, der Imaginärteil, aufgepasst, ist minus 8, ja? Nicht minus 8i. Denkt bitte nicht, dass i zum Imaginärteil dazugehört, das ist falsch. Ja? Manchmal lasse ich an dieser Stelle auch das Minus weg, weil durchs Quadrieren wird es ja eh positiv. Und wenn man es irgendwie, manche Leute geben es ja einen Taschenrechner ein, dann vergessen sie Klammern zu setzen. Also ich schreibe auch manchmal nur hin plus 8 Quadrat. Ja. Auf jeden Fall ist der Radius gleich 8. Und der Winkel, der bestimmt sich über das Argument vom Imaginärteil, das Signum vom Imaginärteil. Das wirkt ein bisschen komisch, weil es gibt verschiedene Formeln. Manche machen es mit dem Cosinus, manche mit dem Sinus, manche mit dem Tangens. Ich mache es mit dem Cosinus, weil das von allen Möglichkeiten, die es gibt, den wenigsten Aufwand bedeutet. Also auch wenn es jetzt seltsam für euch vorkommt, weil ihr das mit dem Tangens oft gemacht habt, vielleicht schaut es euch kurz mal an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich euch überzeugen kann, das ab sofort mit dem Arcus Cosinus zu machen, denn
Anstatt 5 verschiedenen Fällen wie beim Arcus Tangens oder 3 verschiedenen Fällen wie beim Arcus Sinus gibt es hier nur 2 verschiedene Fälle, die wir dank des Signums ganz einfach zusammenfassen können. Beachte aber bitte, oder beachte, dass bei dieser Rechnung ein Winkel im Intervall von minus Pi bis plus Pi rauskommt. Was in Ordnung ist, je nachdem, ob ihr es zwischen 0 und 2 Pi oder 0, also je nachdem, in welchem Bereich ihr es angeben müsst. Aber erstmal habt ihr einen Winkel und dann können wir immer noch mit Phasenverschiebung, Symmetrie und so einem Quatsch arbeiten, ja, um das hier schöner zu machen. Aber diese Formel ist ganz knackig und einfach zu verstehen, weil Signum bedeutet nur Vorzeichen. Ihr sollt vom Imaginärteil von diesem Y hier, ja, sollt ihr das Vorzeichen nehmen. Wenn hier ein Minus steht, steht auch hier ein Minus. Wenn hier ein Plus steht, steht hier ein Plus. Das ist die Bedeutung vom Signum. Also eigentlich eine ziemlich coole Sache. Dann kommt der Arcus Cosinus von, und jetzt ganz wichtig, Realteil. Der Realteil war 0 und der Radius ist 8. So, und jetzt könnt ihr es entweder in euren Taschenrechner eingeben, für die Leute, die einen benutzen dürfen. Manche Leute dürfen aber nur ein Tafelwerk benutzen. Ich persönlich benutze das Binomi, ist eigentlich ziemlich gut, finde ich. Und da steht nämlich auf der ersten Seite eine Funktionswertetabelle von Sinus und Cosinus. Die Idee ist, ja, das hier ist ja der Arcus Cosinus von 0, dass ihr einfach in der, dass ihr einfach hier bei dem Winkel zu 0 Grad geht und dann einfach guckt, was in der Cosinus, oder anders gesagt, ihr guckt in der, wenn ihr andersrum meint, ihr wollt den Arcus Cosinus bestimmen, ihr guckt in der Cosinuszeile nach der am ersten 0, die euch begegnet, wirklich von links nach rechts, das ist nämlich das Schöne, da müsst ihr dann gar nicht groß überlegen. Die 0 kommt mehrfach vor, ne? Aber ihr guckt von links nach rechts zur ersten 0 und guckt dann nach oben, welcher Winkel dazugehört. Das ist gerade, das haben auch einige schon geschrieben, 90 Grad Pi halbe. Und das Minus davor nicht vergessen, das kam ja gerade vom Signum. So, bevor ich mal angucke, was ihr da geschrieben habt, man kann da auch speziell bei dieser Aufgabe sehr viel einfacher drauf kommen. Und zwar, immer wenn ihr eine komplexe Zahl habt, die auf den Achsen liegt. Also sagen wir mal hier Realteil positiv oder Realteil negativ. Oder Imaginärteil positiv, Imaginärteil negativ. Also rein imaginäre Zahlen oder rein reelle Zahlen. In diesen Fällen braucht ihr diese kleine Nebenrechnung nicht, sondern es geht viel einfacher. Der Radius ist dann nämlich immer die Zahl, die hier steht. Wenn hier eine minus 8 steht, ist der Radius eine 8. Ja, Radius ist immer was Positives, lass das Minus weg. Also eine 8 Schritte nach oben. Hätten aber auch 8 Schritte nach links, nach rechts, also, oder hier minus 8 nach unten. Ne? Aber es sind auf jeden Fall immer 8 Schritte. Der Winkel, der ist immer ausgehend von der x-Achse. Der ist dann hier 0 Grad, hier ist er 90 Grad, hier ist er 180 Grad, 270 Grad, 360 Grad. Deswegen hätte man ihn auch erraten können, das habe ich nämlich gerade eben schon gelesen, hat Alex geschrieben, minus 90 Grad, na, minus Pi halbe, oder 270. Also ihr geht 90 Grad in diese Richtung, Minusrichtung. Ja. Das hier ist der mathematisch positive Uhrzeigersinn und das ist der mathematisch negative Uhrzeigersinn, also minus 90 Grad oder 270 Grad. Es kommt dasselbe hinaus. Das ist eine Drehung um 360 Grad. Ich gebe den jetzt aber in diesem Bereich an, weil ich versuche weitestgehend im Bereich von minus Pi bis plus Pi zu bleiben. Also von minus 180 Grad bis plus 180 Grad, das hat massive Vorteile für spezielle Rechengesetze. Ja, wenn man, kommen wir später vielleicht noch zu. Ich will nicht das zu sehr ausarten lassen, die Aufgabe ist ja eigentlich schon geschafft. Ja. Wie heißt die Formelsammlung? Ja, das ist das Binomi-Tafelwerk. Ich habe das auch unter meinen Videos verlinkt. Ja, wie so Affiliate-Link habe ich da gemacht. Weiß ich nicht, habe ja auch was dazu geschrieben. Also könnt ihr machen, ja, könnt ihr euch holen. Ich fand es ganz gut. Es ist nicht geeignet für Statistik, sage ich ganz ehrlich. Für alle anderen Sachen, Algebra und Analysis stehen ein paar coole Sachen drin. Besser wäre vielleicht sogar noch das gelbe Rechenbuch von Peter Vorland, finde ich richtig geil. Aber für eine schnelle Formelübersicht ist das eigentlich ziemlich praktisch. Kann man sich mal holen. Genau, warum nicht 3Pi halbe? Sehr gut, ist genau das Gleiche. Ich mache mal die Skizze da oben neu. Ich wollte ja damit nur andeuten, dass ihr speziell im Fall, wenn Realteil oder Imaginärteil 0 ist, sofort die Lösung hättet erraten können ohne Nebenrechnung. Aber ich mache es hier nochmal ordentlich, die Skizze, um die wichtigste Frage überhaupt zu beantworten. Das wird nämlich uns auch gleich noch begegnen. Also mathematisch positiver Uhrzeigersinn ist so hier, entgegen des Uhrzeigersinns, wie wir es von der Uhr kennen. Ne? Das ist der positive Uhrzeigersinn. Wenn nichts gesagt wird, meint man immer das damit. Ne? Wenn der Winkel irgendwie
45 Grad ist, dann meine ich 45 Grad hier lang. Wenn ich habe minus 90 Grad, dann gehe ich in die andere Richtung und zwar um 90 Grad. Das heißt, von hier ausgehend bis zur negativen imaginären Achse, was auch unserer komplexen Zahl entspricht. Wir könnten alternativ aber auch sagen, von hier nach hier sind es 3 halbe Pi. Pi sind 180 Grad, 180 durch 2 sind 90, 90 mal 3 sind 270. Also 270 Grad hier rum oder 90 Grad hier rum. Wir landen am selben Punkt. Das ist die sogenannte 2-Pi-Periodität von Sinus und Cosinus. Das müsstet ihr euch merken. Ja? Ist aber auch logisch, ob ich mir jetzt 90 Grad so rumdrehe oder 270 Grad in die andere Richtung. Ja, ich gucke am Ende in die selbe Richtung. Wow, du schreibst bei Furlan persönlich Prüfung. Muss ich an dieser Stelle sagen, ich mag seine Bücher sehr. Ich persönlich finde, liest sich gut, also Hochachtung. Was ist Signum? Ja, gute Frage, das hatten wir gerade, das ist das Vorzeichen. Ja, Signum, das Vorzeichen. Das Vorzeichen vom Imaginärteil. Wenn hier Minus steht, steht dort Minus. Wenn dort ein Plus steht, vorm I, ja, steht hier ein Plus. Das meine ich mit Signum. So, warum nicht so umformen? Z hoch 3 ist gleich Minus. Ja, kann man machen. Ist gleich Minus 8i. Und du sagst einfach, du formst die minus 8i weiter um. Genau, einfach weil es nicht in... Ja, das würde jetzt speziell hier funktionieren. Aber wir wollen ja darauf hinaus, dass wir erstmal alle drei Lösungen rausfinden wollen, die hier drinnen stecken. Nicht nur eine. Und es ist eben nicht immer möglich zu erraten. Ja, das muss man eben auch mal klar so sagen. Das würde sich jetzt hier natürlich anbieten. Wäre sehr praktisch, aber ich glaube nicht sehr nachhaltig von der Didaktik her. Gibt es eine Regel, die das Umformen von i Quadrat zu Wurzel aus minus 1 mal minus 1 verbietet? Denn i Quadrat ist offensichtlich ungleich 1. Ja, Potenzgesetze, müsst ihr aufpassen, gelten im Komplexen nicht alle. Ja. Darum gab es auch immer, das habe ich mich in der Schule immer gefragt, warum dann immer da stand, dass die Basis oder Diskriminante in dem Fall positiv sein muss. Genau. Also es gibt auch bei Potenzen, ja, muss die Basis positiv sein. Da denkt man sich, okay, warum? Ja. Klappt doch auch bei manchen negativen Zahlen. Aber es geht eben darum, um den Fall der komplexen Zahlen, dass da einige Rechengesetze nicht gelten und das muss man eben, ja. Genau, das ist genau der Fall, den du gerade angesprochen hast, Alex. Wie kann man das Winkelmaß vorher erraten? Ja, erraten, es gibt spezielle Winkel, sowas wie 0 Grad, 30 Grad, 45 Grad, 60 Grad, 90 Grad und deren Erweiterung in den zweiten, dritten, vierten Quadranten mit Symmetrie und Phasenverschiebung. Die kann man erraten, wenn man die Funktionswerte auswendig kennt. Das braucht ein bisschen Übung. Ne? Was ich aber jedem empfehlen kann, ist, diese vier Werte, über die wir gerade gesprochen haben, die erraten zu lernen. Einfach, weil der Radius ist dann diese Zahl, der Betrag davon. Ja? Das hätte ich jetzt auch ohne Rechnung gewusst, weil Realteil war 0. Das heißt, 0 Quadrat fällt weg, das Wurzelquadrat hebt sich auf. Ne? Und der Winkel, wie gesagt, startet immer bei der x-Achse 0 Grad, 90 Grad, also Pi halbe, 180 Grad, also Pi, 270 Grad, 3 halbe Pi oder andersrum sind wir dann bei minus Pi, ja, minus Pi halbe und ja, genau deshalb. Also vielleicht prägt euch diese vier Werte ein, die restlichen kann man dann noch schnell ausrechnen mit dieser Formel. Ne? Tafelwerk oder ich zeige euch auch gleich noch einen coolen Trick, wenn wir da hinkommen. Aber ich möchte noch kurz gucken, ob ihr... Ja, Videoqualität ein bisschen gesunken. Naja, wir geben unser Bestes. Bei mir ist die Qualität gut. Die Tangente fehlt. Was ist eine Tangente? Bei mir ist alles bestens. Ja. Freut mich, dass bei euch alles bestens ist. Ja, es schwankt jetzt so ein bisschen. Jetzt steht ja wieder sehr gute Verbindung. Eben war, keine Ahnung. Kümmern wir uns um das Wichtige, um das hier. Ja. Also geht es weiter mit, ja, wir wollten diese Aufgabe ja noch beenden. Der Grund, warum wir das umgeformt haben, war, weil wir gesagt haben, dass beim Ziehen der dritten Wurzel das erhebliche Vereinfachungen bietet. Auf jeden Fall ist die, vielleicht sollte ich diese Form nochmal irgendwo hinschreiben. Wer die Euler-Form nämlich gerade nicht auswendig drauf hat, der könnte vielleicht ein bisschen verwirrt sein, was wir hier gerade tun. Also ich habe ja nochmal gesagt, plus, minus, mal geteilt durch sind gut in kartesischer Form. Mal geteilt durch potenzieren. Wurzeln ziehen ist gut in Polarform. Und die
Polarform, die am wenigsten Schreibarbeit benötigt, ist die Euler-Form. Genau. Und die Euler-Form sieht ganz knackig so hier aus. Und seht ihr das? Wir haben Real- und Imaginärteil, Radius und Winkel. Real- und Imaginärteil waren vorgegeben und aus denen konnten wir R und Phi berechnen mit dieser Formel. Umgedreht geht es wieder, also wir können auch wieder zurückkommen, wenn wir darauf Lust haben, indem wir rechnen, x ist gleich r mal Cosinus Phi und y ist gleich r mal Sinus Phi. Das habe ich mir jetzt nicht einfach ausgedacht, ne? Man spricht hier auch von Polarkoordinaten, das werdet ihr später bei der mehrdimensionalen Integralrechnung noch ganz oft benutzen. Das muss man sich einfach auswendig einprägen, also ich habe es euch auch hergeleitet in einem Video dazu, das werden wir jetzt nicht machen. Jetzt an dieser Stelle für die Prüfung solltet ihr es auswendig drauf haben. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr es auch versteht, warum das so ist. Also euch nochmal das Video zur Herleitung anschaut. Ja. Genau, für die eine Richtung benutzen wir die Formeln, für die Rückrichtung benutzen wir diese Formeln. Also man kann sie ganz einfach ineinander umformen. Und das benutzen wir hier gerade. Wir haben R und Phi ausgerechnet, um es in die Form da oben zu bringen. Denn dann lässt sich super einfach potenzieren und Wurzeln ziehen. Das R war eine 8. Und das Phi, das müssen wir nur einsetzen, ist dann minus Pi halbe. Ich schreibe das jetzt mal so hier auf. Ne? Das heißt, das I steht oben im Exponenten, vorne steht eine positive Zahl. Wir wissen alles klar, das hier ist eine komplexe Zahl in Polarform, speziell in der Eulerform. So, und jetzt lässt sich halt super einfach die dritte Wurzel ziehen. Genau. Mal kurz überlegen, ob noch irgendwas geschrieben hat dazu. Ne, genau. Also diese Nebenrechnung war nur da, um diese Form zu erreichen. Und jetzt ist es halt super einfach, auf die Lösungen zu kommen. Moment, ich schreibe mal, ist ein bisschen verwirrend vielleicht, ich schreibe mal hier unten weiter. Ja? Also wir haben hier z hoch 3 ist gleich 8 mal e hoch minus pi halbe i. Ne? Ihr könnt auch hier oben weiter schreiben, wenn ihr Platz habt. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall in der Tafel besser lesen. Und jetzt kam vorhin die Idee, lasst uns doch die dritte Wurzel ziehen, ganz genau. Und um ein hoch 3 wegzubekommen, ziehen wir die dritte Wurzel und um die Rechnung durchzuführen, braucht man die Polarform. Das war die logische Kette, die uns an diesen Punkt hier gebracht hat. Und jetzt gibt es diesen sogenannten Satz von Moivre, der besagt, dass wir, also im Endeffekt sagt der Satz von Moivre nichts anderes als, dass wir stinknormale Potenzgesetze benutzen sollen. Wenn wir die Form kennen, ist der Satz von Moivre nur Potenzgesetze. Und laut Potenz- und Wurzelgesetzen dürfen wir die Wurzel aus jedem Faktor einzeln ziehen, was im Endeffekt bedeutet, dass wir die dritte Wurzel aus dieser 8 ziehen und im Exponenten von dem e rechnen wir mal ein Drittel. Es wirkt komisch, ne? Deswegen schreibe ich mal die dritte Wurzel um in, es ist das gleiche, hoch ein Drittel. Das ist auch eine wichtige Sache, die ihr fürs Ableiten und Integrieren braucht. Zweite Wurzel ist hoch ein Halb, dritte Wurzel hoch ein Drittel, vierte Wurzel hoch ein Viertel. Merkt euch das. Und laut Potenzgesetzen dürfen wir jetzt jeden Faktor einzeln hoch ein Drittel rechnen, also 8 hoch ein Drittel. Und dann nach einem anderen Potenzgesetz hier die Potenzen multiplizieren, also diesen Winkel mal ein Drittel rechnen. Und das sagt auch der Satz von Moivre. Mach einfach den Radius hoch ein Drittel und den Winkel mal ein Drittel. Fertig. Also, schreiben wir das auf. Wenn wir jetzt die dritte Wurzel ziehen, dann bekommen wir eine Lösung. Ich sage auch bewusst eine Lösung. 8 hoch ein Drittel. Also Radius hoch ein Drittel. Und Winkel, diese minus Pi halbe, mal ein Drittel. Ja, das sind aber stinknormale Potenzgesetze. Das ist keine mystische Sache, die wir hier benutzen. Es ist nur so, dass wir darauf achten müssen, das ist nicht die einzige Lösung. Ich werde das auch gleich noch ein bisschen modifizieren. Aber das hier ist zumindest eine Lösung, die auch schon vorher im Chat, hat jemand geschrieben, auf elegante Weise erraten werden konnte. Wer das hinbekommt, super. Wir gehen aber den allgemeinen Weg. Ja, kann man den nicht mal erraten. Und die dritte Wurzel aus 8 ist 2. Und wenn man hier einen Halb und ein Drittel multipliziert, dann sind wir bei 1 Sechstel. Genau, das ist der Punkt, an den ich erstmal mit euch kommen möchte. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt was dazu. Ist natürlich noch nicht die ganze Lösung. Ja, da geht es noch einen kleinen Schritt weiter. Aber schreibt mir bitte, wenn hier irgendwas unklar ist. Weil das ist so das Essentielle bei der Aufgabe, was wir gerade tun. Ja, darum nehme ich mir dafür besonders viel Zeit. Genau, also Exponent mal ein Drittel. Richtig, immer wenn ihr potenziert. Und Wurzeln ziehen ist ja auch nur potenzieren mit einem Bruch. Ja?
weil zweite Wurzel hoch 1/2, dritte Wurzel hoch 1/3. Und beim Potenzieren wird der Radius hoch 1/3 gerechnet und der Winkel mal 1/3. Einfach aus Potenzgesetzen. Keine mystischen, komplexe Zahlen, Shit, irgendwas. Ne? Einfach nur normale Potenzgesetze, wie man sie schon aus der Schule kennt. Nur eben, dass wir aus der Theorie jetzt wissen, dass das nicht die einzige Lösung ist, sondern dass es noch weitergeht. Aber erstmal warte ich eure Fragen ab. Aber die Periode von... Genau, das kommt noch. Genau, wie würde es aussehen in Polarkoordinatenform? Ja, schreiben wir gleich hin. Genau, schreiben wir gleich noch hin. So, auf jeden Fall, das ist erstmal eine Lösung. Und es ist vollkommen in Ordnung, eine Lösung in Polarform anzugeben oder in kartesischer Form. Beides ist richtig. Jetzt ist es nur so, dass es nicht nur eine komplexe Zahl gibt, die hoch 3 gerechnet den hier vorne ergibt, sondern noch zwei weitere. Also wenn hier steht z hoch 3 gleich irgendwas, ne, dann sagt uns der Fundamentalsatz der Algebra, es gibt genau 3 komplexe Zahlen z, die diese Gleichung erfüllen. Aufgepasst, wenn man eine dritte Wurzel zieht, kommt nur ein Ergebnis raus. Also es kommen hier nicht 3 Ergebnisse raus, ne? Sondern es ist nur so, es gibt 3 verschiedene komplexe Zahlen z, die diese Gleichung erfüllen. Daher 3 Lösungen. Ne? So wie mit dem Wurzeln ziehen im Reellen. Ne? Wenn ihr euch erinnert, wenn man sowas hat wie x² gleich 4, ne? Wenn man die Wurzel zieht, dann schreibt man nochmal ganz salopp x gleich plus minus 2. Im Endeffekt, wenn man die Wurzel zieht, Wurzel aus 4 ist 2, Wurzel aus x² ist Betrag x. Ja? Und jetzt, wenn man den Betrag auflöst, kommt die plus minus 2 zustande. Also ich mache das mal in Klammern, das ist jetzt unwichtig. Und hier ist es gleich, bei dem Ziehen der dritten Wurzel kommt nur genau eine Lösung raus, nicht 3. Allerdings gibt es zu dieser Lösung noch 2 weitere Zahlen z, die die Gleichung erfüllen. Und nur darum geht es ja, die Gleichung zu erfüllen. Also das hier ist eine der Lösungen. Ich nenne sie mal z0. Ja? Es hat auch einen Grund, warum ich sie 0 nenne. Ich könnte... Also warum ich sie jetzt Z0, Z1, Z2 nenne? Ich könnte sie auch Z1, Z2, Z3 oder Z100, Z101, Z102. Hauptsache 3 aufeinanderfolgende Indexzahlen. Das haben wir jetzt auch angeschaut in dem Video zum Wurzeln ziehen. Ich möchte jetzt nur kurz die Methodik erklären, warum es so super einfach ist, Wurzeln zu ziehen. Also erstmal eine Lösung. Und um auf die anderen Lösungen zu kommen, gibt es einen super genialen Trick. Wir benutzen jetzt nicht diese Formel, die da im Tafelwerk steht, sondern wir machen es einfach aus purer Logik heraus. Wenn ihr eine dritte Wurzel zieht, dann ist es so, dass die Lösungen, also diese 3 Lösungen hier, auch auf diesen Kreis im gleichen Winkelabstand verteilt liegen. Das bedeutet also, dass eine Lösung zum Beispiel, naja, ich weiß, okay, eigentlich weiß ich schon, ne? Wir haben hier 2 mal und dann e hoch minus pi sechstel. 180 durch 6 sind 30, minus 30 Grad, also ungefähr hier. Und jetzt weiß ich, ja, und ihr jetzt auch, dass der Winkelabstand konstant ist. Das heißt, die anderen beiden Lösungen werden nicht hier und hier liegen, ne? Wird ja nicht sein, hier so ein kleiner Abstand, nochmal ein kleiner Abstand und dann so ein Riesenabstand. Nein, der Winkelabstand ist konstant. Das heißt, hier wird noch eine Lösung liegen und hier wird noch eine Lösung liegen. Okay, ist ein bisschen blöd gezeichnet. Ich bin mir jetzt auch nicht... Wir werden es ja gleich ausrechnen. Aber ungefähr so, dass der Abstand gleich groß ist wie der Abstand, gleich groß ist wie der Abstand. Ja, das habe ich auch, wie gesagt, in dem einen Video zu den komplexen Zahlen nochmal hergeleitet, mit euch besprochen, warum das so ist. Wir nutzen jetzt einfach die Erkenntnis und wissen, dass der Winkelabstand gleich ist. Und jetzt kommt's. Jetzt ist nämlich genau der entscheidende Punkt, warum wir auf Formeln komplett verzichten können, wenn wir es verstanden haben. Ein voller Kreis sind 2 Pi, 360 Grad. Ja? Und was wir jetzt tun ist, wir wollen diesen vollen Kreis in 3 gleich große Teile zerlegen. Ja, hier, das, das und das. Das sind die Winkelabstände. Also geteilt durch 3. Der volle Kreis 2 Pi, 360 Grad, wird in 3 gleich große Teile zerlegt. Wenn ich die 5. Wurzel ziehe, mache ich geteilt durch 5. Bei der 7. Wurzel mache ich geteilt durch 7. Also ich teile immer durch die Wurzel, die ich ziehe. Und jetzt weiß ich, dass ich nur 2 Pi Drittel auf diesen Winkel drauf addieren muss und schon bin ich bei der nächsten Lösung. Ich muss nur im Winkel rechnen, hier, plus 2 Drittel Pi. Dann auch hier nochmal, um von hier nach hier zu kommen, plus 2 Drittel Pi. Und von hier nach hier auch nochmal, plus 2 Drittel Pi. Und wenn ich das 3-mal gemacht habe, bin ich auch meinen Kreis 2 Pi einmal rum, ne? Und bin wieder am Ausgangspunkt. Also ich muss nur auf diesen Winkel hier, auf den hier, 2 Drittel Pi drauf addieren und bin bei meiner nächsten Lösung.
gut, jetzt ein bisschen längere Erklärung, ja, aber nur damit ihr versteht, warum es wirklich ohne Formel super einfach ist, diese komplexen Lösungen rauszubekommen. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, ich muss hier ein Sechstel rechnen, also wisst ihr, was ich tue? Ich erweitere sie einfach kurz mit 2, da bin ich eigentlich bei 4 Sechstel. Ne? Und das heißt also, ich muss nur, also 2 Drittel ist das gleiche wie 4 Sechstel, ne? Ich muss nur 4 Sechstel Pi drauf addieren. Also auf die minus 1 Sechstel noch eine 4 Sechstel drauf addieren und damit sind wir dann bei 1 Sechstel plus 4 Sechstel sind wir bei, minus 1 Sechstel plus 4 Sechstel sind wir bei 3 Sechstel, also 1/2. Gut, jetzt habe ich es gleich gekürzt, ne? Hätte ich auch nicht machen brauchen. Moment, was habe ich gerade gesagt? 3 Sechstel, ne? Und auf diese 3 Sechstel addieren wir nochmal 4 Sechstel drauf und sind bei der letzten Lösung. 3 Sechstel plus 4 Sechstel sind wir bei 7 Sechstel. Und ihr könnt euch gerne den Spaß machen und nochmals 4 Sechstel drauf addieren. Dann werdet ihr sehen, seid ihr bei 11 Sechstel. Und 11 Sechstel, da könnt ihr ruhig mal 2 Pi wieder abziehen, also komplett den Kreis einmal wieder rückgängig machen. Also seht ihr das? Plus 2 Drittel Pi, plus 2 Drittel Pi, plus 2 Drittel Pi. Oh, ist das gleiche, als ob ich gar nichts gemacht hätte. So, das ist die Idee dahinter. Ne? Ja, jetzt gucke ich nochmal, was ihr da geschrieben hattet. Genau, vielleicht noch ein paar coole Anmerkungen dazu oder Fragen. Ja? Minus 2 Pi mal K im Exponenten. Ja, genau, dieses K, was in der Formel vorkommt, ist einfach dieser Zähler hier. Ne? Darum nehme ich 0, 1, 2 und nicht 1, 2, 3 oder ich könnte auch nehmen 7, 8, 9. Ja, vollkommen egal. Hauptsache drei aufeinanderfolgende Zahlen. Oder weiß ich nicht. 1, okay, ich will es kennen. Ist egal. Ja, so funktioniert es. Das macht uns sehr glücklich. Ich glaube, ich, egal was man nimmt, so wie das am besten klarkommt. Genau, plus 2. Genau, das ist vollkommen egal. Ja, also in diesem Fall immer 120 Grad weiter. Richtig. Ja, so ist es. Ja, das sind immer 120 Grad weiter zur nächsten Lösung, ganz genau. Das ist die Idee. Denn damit man 120 plus 120 plus 120 am Ende sich um 360 Grad gedreht hat. Genau, das ist die Idee. Das freut mich. Genau, der Livestream wird wie immer hochgeladen. Ja. Schreibt das ruhig in den Chat, wenn das jemand fragt. Genau, es wird automatisch dann hochgeladen. So, und jetzt ist die Aufgabe, also eigentlich ist die Aufgabe erledigt. Jetzt kam aber noch die Zwischenfrage, was wäre denn das trigonometrischer Form? Würde ich gerne aufschreiben. Ist zwar jetzt nicht in der Aufgabe gefragt explizit, aber tun wir es gerne. Die trigonometrische Form, also die mit dem Sinus Cosinus, die sieht so hier aus. Im Übrigen nennt man den Übergang von der trigonometrischen zur Euler-Form oder umgedreht, nennt man auch die Euler-Formel, genau. Und man schreibt einfach nur diesen Winkel ins Argument vom Cosinus und ins Argument vom Sinus rein. Seht ihr das? R mal Cosinus Phi plus I mal Sinus Phi. Genau. Und wenn ihr jetzt euch interessiert für die kartesische Form, ja, dann tut doch einfach, was hier oben steht. Ist ein bisschen jetzt durcheinander gekommen alles, ne? Aber hier oben steht es nochmal. Das sind die Polarkoordinaten. Wenn ihr wissen wollt, was Real- und Imaginärteil sind, dann braucht ihr nur R mal Cosinus Phi und R mal Sinus Phi zu rechnen. Also einfach nur hier ausmultiplizieren, kurz gesagt. Ja? Vielleicht wisst ihr das, Cosinus, weiß ich, da könnt ihr auch in eurem Tafelwerk nachschauen. Ja? Oder gerne gebe ich euch die kleine Eselsbrücke mit an die Hand, wer jetzt weder Taschenrechner benutzen darf, noch, weiß nicht, Tafelwerk darf man eigentlich immer, ne? Aber schaut mal, es gibt so eine coole Eselsbrücke, 0 Grad, 30 Grad, 45 Grad, 60 Grad, 90 Grad, ne, habe ich auch in den Videos dazu gemacht, sind quasi 0, also im Bogenmaß 0, Pi Sechstel, Pi Viertel, Pi Drittel, Pi Halbe. Ne? Und immer wenn ihr solche besonderen Winkel habt wie Pi Eintel, Pi Halbe, Pi Drittel, Pi Viertel, Pi Sechstel oder auch Vielfache, sowas wie Pi Zwölftel, lässt sich auch zerlegen, ne? Einfach die sowas, ne? Dann könnt ihr diesen coolen Trick benutzen. Das ist manche haben ihn in der Schule kennengelernt, ich habe ihn erst im Studium kennengelernt. Eine ziemlich coole Möglichkeit, sich die Funktionswerte von Sinus und Cosinus auswendig einzuprägen. Zumindest von den wichtigsten Winkeln, die in nahezu jeder Klausur drin vorkommen. Und zwar habe ich mir einfach gemerkt, das sind die wichtigsten Winkel 0, 30, 45, 60, 90 Grad, also quasi 0 Grad, 30 Grad, 45 Grad, 60 Grad, 90 Grad.
Die lassen sich mit Symmetrie und Phasenverschiebung auch immer wieder aus den anderen Quadranten in den ersten zurück verschieben. Machen wir gleich noch sowas, denke ich. Machen wir sowas. Auf jeden Fall ist die Eselsbrücke sowas wie, das ist Wurzel 0 halbe, Wurzel 1 halb, Wurzel 2 halb, Wurzel 3 halbe, Wurzel 4 halb. Seht ihr das? Das ist der Grund, warum ich mir das zum Beispiel sehr einfach auswendig einprägen kann. Und noch besser finde ich jetzt mit dem Cosinus, ist nämlich einfach nur rückwärts. Ja? Ist einfach nur gespiegelt. Dann fängt man an bei der 4. Wurzel 4 halbe, dann Wurzel 3 halbe, Wurzel 2 halb, Wurzel 1 halb, Wurzel 0 halbe. Ja? So, um jetzt einfach darauf zurückzukommen, was sind Sinus und Cosinus von Pi Sechstel, mal ohne hinzugucken, ja, versuchen wir es mal im Kopf. Pi sind 180 Grad. 180 durch 6 sind wir bei 30 Grad. Ja, 30 Grad. Genau, erstmal vielleicht noch dazu zu sagen, das Minus stört. Da könnten wir mit der Symmetrie arbeiten. Der Cosinus ist eine gerade Funktion. Das bedeutet, beim Cosinus darf man jederzeit das negative Vorzeichen weglassen. Beim Sinus hingegen wird das negative Vorzeichen nach draußen gezogen. Das ist eine ungerade Funktion. Wäre auch sehr praktisch, wenn ihr es euch auswendig einprägt. Und jetzt haben wir gesagt, 30 Grad. Ne? 0 Grad, 30 Grad. Wurzel 0, Wurzel 1. Ah, das bedeutet also, wir haben beim Sinus hier Wurzel 1 halb. Ne? Wurzel 1 bleibt 1. Und wenn der eine 1 halb ist, im ersten Quadranten, dann ist der andere Wurzel 3 halbe. Ne? Einfach habe ich mir gerade gemerkt, ne? 30 0 Grad, 30 Grad, also Wurzel 4, Wurzel 3. Ja? Und damit haben wir quasi die, genau, jetzt muss man natürlich noch mal 2 rechnen beides. Ja? Zweimal der Cosinus ist der Realteil, zweimal der Sinus der Imaginärteil. Damit hätten wir aber ganz einfach die kartesische Form bestimmt. Was jetzt nicht gefragt war, aber ihr wolltet das ja wissen. Deswegen haben wir es jetzt noch mal kurz angesprochen. Kann man das Minus nicht aus dem Cosinus ziehen, weil die Symmetrie... genau, also der Cosinus ist eine gerade Funktion. Das ist, wenn man den Cosinus aufmalt, ja, es ist im Grunde genauso wie mit x². x² ist ja auch eine gerade Funktion. Und der Cosinus, der ist symmetrisch zur y-Achse. Also alles, was sich im Negativen abspielt, passiert 1 zu 1 auch im Positiven. Seht ihr das? Es wird einfach nur ins Positive gespiegelt. Deswegen darf man hier negative Vorzeichen weglassen. Der Sinus hingegen ist eine ungerade Funktion, das heißt symmetrisch zur Ursprungsgeraden. Das heißt, wir ändern das Vorzeichen, wenn wir jetzt gleich mal den hier rübernehmen, ändern wir das Vorzeichen. Und ändern nochmal das Vorzeichen hier. Das heißt, es wird immer hier schräg hochgespiegelt. Einfach gesagt. Ja. Deswegen wird das Minus hier rausgezogen aufgrund der Symmetrie. Genau, und wenn du nichts benutzen darfst, perfekt, dann präg dir diese Übersicht ein. Das ist das Beste. Ja? Du brauchst keinen Taschenrechner, kein Tafelwerk und die wichtigsten Winkel, die kannst du damit machen. Und pass auf, ich schreibe sogar noch was dazu. Erstmal mit der Symmetrie, die wir gerade besprochen haben. Cosinus von minus Phi ist gleich Cosinus von Phi. Und beim Sinus war es ja gerade mit dem rausziehen. Ne? Und was ich mir auf jeden Fall auch auswendig einprägen würde, das gilt sowohl für Sinus als auch Cosinus, ihr dürft beliebig viele Pis drauf addieren oder abziehen. Müsst allerdings für jedes Pi, das ihr drauf addiert oder abzieht, einmal das Vorzeichen ändern. Weil jetzt jemand auch gerade was über Fourierreihen was gefragt hat, die werden in Zukunft auch kommen. Erstmal machen wir Altklausuren-Livestreams, das möchte ich gut durch die Prüfung bringen. Für den Sinus gilt dasselbe, habe ich jetzt noch nicht hingeschrieben, also es könnte jetzt auch hier ein Sinus stehen, ne? Steht auch hier ein Sinus. Das nennt man Phasenverschiebung. Und mit Phasenverschiebung und Symmetrie könnt ihr die entsprechenden Winkel aus dem zweiten, dritten, vierten Quadranten immer wieder in den ersten zurückführen und dann mit dieser kleinen Eselsbrücke auf die Funktionswerte kommen. Das heißt, ihr habt erstmal die wichtigsten Winkel im Kopf, ohne Taschenrechner, Tafelwerk oder irgendwas. Das ist meine Empfehlung. Gilt die Tabelle auch für den Tangens? Genau, gilt auch für den Tangens, weil Tangens ist Sinus durch Cosinus. Perfekt. Also habt ihr damit sogar noch den Tangens abgedeckt. Für alle Quadranten tatsächlich so. Na gut, beim Tangens, aber übrigens, Tangens ist eine ungerade Funktion, folgt aus der Symmetrie und ist nicht mehr 2pi periodisch. Also auch da gilt das nicht, ist nur pi periodisch. Aber es folgt auch hier raus. Also im Endeffekt, ja, alles was da steht, hilft euch für den Tangens weiter. Musst nur dein Wurzel ziehen durcheinander teilen.
beim Wurzelziehen. Ja, genau. Jetzt haben wir hier auch noch die Fälle, also ich weiß gar nicht, ob euch das so interessiert, ihr könnt das gerne selber machen, ja, braucht nur den Sinus und den Cosinus immer von dem hier. Vielleicht machen wir es kurz mal für den unteren, ne? Pi halbe 90 Grad, Pi halbe 90 Grad steht ja hier. Vielleicht noch mal kurz für den unteren, nur dass ihr mal noch wisst, wie man jetzt hier mit Symmetrie und Phasenverschiebung arbeitet, weil ich habe jetzt die Formeln da irgendwie so schnell hingeklatscht. Ja, wir könnten auch schnell weitermachen und einfach auf die Zeit achten, aber es geht hier viel mehr darum, ein grundlegendes Verständnis nochmal aufzubauen und euch ein bisschen Sicherheit vor der Prüfung zu geben. Ja? Und wenn euch mal sowas begegnet und euch denkt, nein, verdammt, warum, das steht doch nicht in meiner Tabelle drin, gar kein Problem. Ihr dürft jederzeit, sollte es negativ sein in der Klammer, das mit der Symmetrie beheben, oder solltet ihr mal im zweiten Quadrat, oder solltet ihr mal oberhalb von dem, also über 90, über 180 Grad sein. Also, naja, sowas hier zum Beispiel. Würde jetzt sowas stehen wie unterhalb, also so wie ein Sechstel, das wäre doch perfekt. Und darauf kommt ihr ziemlich einfach, indem ihr, ich gehe zur Seite, hier ein einzelnes Pi im Argument abzieht. Hier, wenn ich jetzt ein einzelnes Pi abziehe, wenn ich 6 Sechstel Pi abziehe, dann bin ich bei Cosinus von 1 Sechstel Pi. Der Wert, der auch in der Tabelle steht. Allerdings, wenn ich ein einzelnes Pi abziehe, wird das Vorzeichen geändert. Und da ist das Schöne bei dieser Phasenverschiebung, die wir hier tun, dass das für den Sinus ganz genauso gilt. Also auch hier gilt, wenn wir ein einzelnes Pi abziehen, dann ändert sich das Vorzeichen. Das ist nicht wie bei der Symmetrie, wo mal so, sondern das gilt für beide. Und jetzt ein Sechstel Pi könnt ihr wieder ablesen, das haben wir gerade eben gemacht, Pi Sechstel. Ne? Da seht ihr, da sind nur ein paar Vorzeichen verschieden. Okay, genau, jetzt kam noch irgendwie die Zusatzfrage, geben Sie alle Lösungen an, bei denen der Imaginärteil positiv ist. Jetzt muss ich mal gucken, was haben wir eigentlich gemacht. Wir haben hier eine Lösung rausgehabt und wir hatten hier drei Lösungen. Und klar, ihr könnt das erstmal in die kartesische Form überführen und schauen, wo der Imaginärteil positiv ist. Hier ist er ganz offensichtlich nicht positiv. Hier ist er auch nicht, ist er auch nicht positiv. Also im Endeffekt ist er nur bei, hier ist er positiv. Aber ihr könnt auch ohne die kartesische Form drauf kommen. Und zwar, das ist nämlich auch eine super interessante Übersicht, die hilft euch auch, wenn ihr mal kleine Beweise zu den Rechenregeln im Komplexen selber führen wollt. Das ist nämlich auch die Grundlage von der ganzen Herleitung. Wir haben doch immer hier xy dran geschrieben. Allerdings könnt ihr aufgrund dieser Polarkoordinaten sagen, auch x ist gleich der Cosinus. Auf dem Einheitskreis dann. Ja. Und der y ist der Sinus auf dem Einheitskreis. Und wenn der Winkel zwischen 0 und 180 Grad, also Phi liegt hier zwischen 0 und 180 Grad, Pi, oder hier im Bereich von minus Pi, Moment, von minus Pi bis 0, wenn ihr das so nämlich zerteilt, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass immer wenn der Winkel Phi etwas Positives ist, ja, dann befindet ihr euch im ersten oder zweiten Quadranten. Der Sinus hat immer ein positives Vorzeichen, der Imaginärteil ist positiv. Und wenn der Winkel Phi zwischen minus Pi und 0 liegt, also hier, dann ist der Sinus, hat der einen negativen Imaginärteil. Das heißt, ich hätte alleine schon hier an dieser Euler-Form die Frage beantworten können, welche dieser komplexen Zahlen einen negativen Imaginärteil haben. Da muss ich nur gucken. Hier ist der Winkel Phi minus Pi Sechstel. Ah, okay, minus Pi Sechstel ist in diesem Bereich, also der Imaginärteil ist negativ. 90 Grad, okay, gerade dieser, okay, das ist vielleicht so ein besonderer Fall, den man sich vielleicht auswendig einprägen kann, ist hier oben. Liegt aber auch im Bereich von 0 bis Pi, darauf wollte ich ja hinaus. Das bedeutet, dass der Imaginärteil positiv ist, also größer gleich 0. Ne? Und hier unten bei 7 Sechstel Pi, naja, da haben wir gerade gesagt, können wir auch ein, 7 Sechstel Pi, das bedeutet, wenn ihr es unbedingt in diesen Bereich zurückbringen wollt, dürft ihr jederzeit 2 Pi abziehen, ja, das geht natürlich auch. Denn immer wenn wir 2 Pi abziehen, landen wir am selben Punkt. Ja, ob wir 2 Pi abziehen, 2 Pi drauf addieren, wir landen am selben Punkt. Wenn ihr 2 Pi abzieht, bei 7 Sechstel Pi, dann landet ihr hier unten
im, ja, was haben wir da, wenn wir 2 abziehen, 7 Sechstel minus 12 Sechstel, sind wir bei minus 5 Sechstel. Okay, minus 5 Sechstel, das sagt doch alles. Minus 5 Sechstel ist hier in dem Bereich. Das bedeutet, wir befinden uns hier unten im Negativen. Der Imaginärteil ist kleiner gleich 0. Also ich will sagen, ihr könnt auch ohne kartesische Form eine Aussage dort treffen. Das sollte hier noch gemacht werden und damit ist diese Teilaufgabe tatsächlich abgeschlossen. Wow, tatsächlich, wir brauchen wieder, naja, schon ein bisschen länger, aber ich denke, das ist in Ordnung. Dafür reden wir ja auch ganz ausführlich über solche kleinen Tricks. Ich denke, das hilft euch mehr, als wenn wir jetzt einfach nur durch die Klausur durchrauschen. Ja. Stellt aber Fragen, na, wenn euch irgendwas noch unklar ist, wenn ihr gerne was wissen wollt dazu. Und fragt heute unbedingt nur erstmal zu dem, was wir gerade machen und die anderen Themen, die kommen noch in den anderen Tagen dran. Ja. Bin ich der Einzige, der alles Präsenzform schreibt? Oh, ja, gibt's echt noch Präsenz, ne? Ja. Krass, ich hätte gedacht, dass alles online ist dieses Jahr. Also bei vielen ist es so. Aber bei vielen wird es auch nicht gewertet, wenn es verhauen wird. Ihr dürft sogar. Ja, genau, das habe ich nämlich auch gehört, auch von den Ingenieuren, ne, dass sie dann oft. Da wird dann einfach gesagt, okay, benutze halt das Internet. Ja, mach mal die Prüfung einfach so, dass sie dann ein bisschen schwieriger ist, ne, dass man keine Zeit hat, im Internet irgendwas zu recherchieren. Kurze Anmerkung noch zu der Sache. Teilweise ist es an manchen Unis so, dass Phi nur Element von minus Pi bis Pi sein soll, was bedeuten würde, dass man den Winkel noch umformen müsste. Ja, da fragt bitte euren Dozenten, was für euch wichtig ist. Also gute Anmerkung. Manche wollen den Winkel zwischen minus Pi und Pi, so wie ich das mache, weil ich das sehr praktisch finde, auch für die Berechnung vom Winkel über diese Formel. Das würde sonst nicht gehen, wenn ich sie zwischen 0 und 2 Pi habe. Tatsächlich ist es aber eine Anwendungssache, was besser geeignet ist. Also je nachdem, ob ihr gerade, also wofür ihr gerade komplexe Zahlen braucht, ist es besser, den Winkel in dem Bereich anzugeben oder im Bereich von 0 bis 2 Pi. Euer Dozent oder Professor wird das wahrscheinlich festgelegt haben, ja? Fragt nochmal nach. Ich denke aber, dass es für viele in Ordnung ist, es war früher auch die Anweisung als Tutor bei mir, wenn die Leute das eben in dem Bereich machen wollen, ist es auch okay. Ja? Das ist nur eine Konvention. Das ist auch für das Anwendungsgebiet, wofür man gerade die komplexen Zahlen braucht, einfach nur wichtig. Für nichts anderes. Ja? Fragt aber nochmal nach, dass ihr wirklich keine Punkte verliert. Genau. Ansonsten könnt ihr jederzeit diesen Winkel plus 2 Pi oder minus 2 Pi rechnen. Oder einfach gesagt, der Vorfaktor von dem Pi, die minus 1 Sechstel, die 1 halb, die 7 Sechstel, die dürft ihr jederzeit plus 2 und minus 2 rechnen. So oft, bis ihr im gewünschten Bereich seid. Danke für die Anmerkung, Philipp. Was macht man, wenn bei dem R ein Imaginärteil dabei ist? Nein, das geht nicht. Das R hat niemals. R ist immer eine positive, reelle Zahl. Genau, ansonsten hättest du dich hier oben verrechnet. Das könnte passieren, wenn man aus Versehen zum Y das I dazu nimmt. Ja, das ist so ein klassischer Schlüsselfehler. Aber Real- und Imaginärteil sind beides positive Zahlen, reelle Zahlen. Zum Quadrat bleiben sie positiv und addiert dann auch. Und die Wurzel aus was Positivem bleibt aus Positivem. Also wir haben auch nicht Plus-Minus-Wurzel oder so ein Quatsch, sondern wir haben immer eine positive, reelle Zahl für den Radius. Genau, das ist wichtig zu beachten. Ja, aber unabhängig, ob ihr das jetzt zu Hause schreibt oder Präsenz, die beste Vorbereitung, denke ich, machen wir hier zusammen. Oder setzt euch danach nochmal hin, ja, schaut euch alles an, fragt mich gerne, wenn ihr wollt. Genau. Machst du doch was zu differenzieren? Ja, auf jeden Fall, in den nächsten Tagen dann. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns weitermachen. Damit haben wir auch noch indirekt die Frage jetzt beantwortet, welche, ich weiß nicht, ob es direkt beantwortet, aber nicht hingeschrieben, wovon der Imaginärteil größer gleich 0 ist, von welchen. Ja. Aber das hättet ihr, wie gesagt, machen können ohne die kartesische Form. Das kann man direkt am Winkel ablesen. Ja. Der Winkel sagt euch, das ist hier oben dieses Diagramm, ob ihr euch im, ja, in welchem Quadranten ihr euch befindet. Na gut. Schauen wir mal. Jetzt kommt noch eine Aufgabe zu komplexen Zahlen. Und dann, denke ich, haben wir das Thema erstmal gut abgerissen, weil wir dann überall mal reingeschaut haben in den wichtigsten Bereichen, denke ich. Ja. Klar, es gibt immer noch viele Aufgaben zu komplexen Zahlen.
die vielleicht noch wichtig sind für die Prüfung, sich anzuschauen. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal bei mir mit dem Online-Kurs, den habe ich jetzt vor kurzem erst fertiggestellt, bei komplexen Zahlen reinschauen. Habe ich alle Fälle mit drin, die es gibt. Genau, aber ansonsten ist das hier nochmal eine wunderschöne kleine Auffrischung. Also die Aufgaben sind echt gut. Immer echt gutes Training vor der Klausur. So, ich bitte, Sie können den Livestream noch, ja, ich werde immer hochladen. Genau, Scrap, die Formel geht nur für Pi zwischen Minus, für Phi zwischen Minus Pi und Plus Pi. Allerdings darfst du danach, wenn du es ausgerechnet hast, noch so oft 2 Pi drauf addieren oder abziehen, wie du möchtest und kannst dann in den gewünschten Bereich von 0 bis 2 Pi reinkommen. Ja? Also ich würde es erstmal auf die einfache Art machen, berechnen, wie ich es euch gezeigt habe. Und dann würde ich, wenn ihr wollt, noch den Winkel verschieben. Ja? 2 Pi Periodität, so oft plus 2 Pi oder minus 2 Pi rechnen, wie ihr wollt. Die komplexe Zahl bleibt dieselbe. Tja. Dürft ihr einen Taschenrechner in der Klausur benutzen? Das, ja, müsst auch abklären, ob ihr einen Taschenrechner nehmen dürft oder nicht. Jetzt kommt hier so eine Frage auch mit einer Potenz mit hoch 2016. Schau dir mal dazu mein Video zu den Potenzen an. Ich habe genau das gleiche mit hoch 2020 gemacht. Ja, oder 2021, ich fand es irgendwie witzig, das aktuelle Jahr irgendwie zu nehmen. Genau, ich habe vielleicht sogar genau dieses Beispiel, weiß gerade nicht. Oder ich glaube, ein bisschen komplizierter. Da habe ich das erklärt, darum machen wir das jetzt nicht. Ich möchte versuchen, hier in der Klausur zu bleiben. Ja. Aber ich gucke mal, kommt gleich noch was? Ja, das Grundprinzip wird auch gleich noch meine Aufgabe klar. Ja. Das ist egal, was der Exponent ist. Hoch 2016, hoch 2021, hoch 27, hoch minus 1, vollkommen egal. Stimmt. Ah, sehr gut. Ich habe noch gar nicht den Kurs komplexe Zahlen wieder eingefügt. Wow, danke. Werde ich nachher mal nachholen. Ja. So, dann kommt die Tage noch was zu Wirtschafts... Ja, natürlich. Also es kommt für nahezu alles noch was dran. Ja. Ihr müsst euch nur gedulden. Genau. Vielleicht bereitet ihr euch selber schon mal nochmal auf eure Themen vor. Umso einfacher wird es ja dann, wenn wir das hier zusammen erarbeiten. So, diese komplexe Zahl ist gegeben. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, dass wir das auf irgendeine Weise zusammenfassen müssen. Aber im Endeffekt ist nur gefragt, zeigen Sie durch nachvollziehbare Rechnung, dass, ja und jetzt steht hier die Lösung, also steht z gleich in Euler-Form. Also, wir sollen zeigen, dass das mit dieser Euler-Form, die vorgegeben ist, übereinstimmt. Ist sehr freundlich, ja, hätten aber auch einfach sagen können, bring diese komplexe Zahl in Euler-Form. Ja, das würde ich jetzt mal so umformulieren. Also wir fassen es weitestgehend mit Bruchrechnung komplexer Zahlen zusammen, bringst dann wieder in die Euler-Form, wie wir es gerade eben besprochen haben, und dann könntet ihr dem auch noch eine beliebige Potenz geben, dann sowas wie hoch 2016 von mir aus. Ne? Spielt dann keine Rolle mehr. Also das machen wir jetzt kurz. Ja. Bruch jeweils erweitern. Vielen Dank. Das heißt, genau, muss man nicht machen, ja, es geht tatsächlich auch anders, aber wir machen es mal so, wie die meisten das wahrscheinlich jetzt intuitiv gemacht hätten, und zwar das Ganze auf den Hauptnenner zu bringen. Man kann allerdings auch direkt hier das Ganze ausrechnen und zusammenfassen, aber ja, müssen wir jetzt nicht machen, ja. Nehmen wir die einfachste und intuitivste Weise, die ihr kennt, auch von den reellen Zahlen, und das geht über den Hauptnenner. Wir multiplizieren die beiden Nenner, ja, das ist der. Und dann einfach überkreuzt. Das I kommt hier dran, das Ding kommt hier dran. Wie man eben auch in der, weiß ich nicht, dritten Klasse Brüche mit Bruchrechnen kennengelernt hat. Nur eben, dass wir noch darauf achten müssen, dass I Quadrat gleich minus 1 ist. Das ist eben doch nicht mehr dritte Klasse. Ja? Die sechste Klasse vielleicht, weiß ich nicht. Aber man muss sich halt ein bisschen darüber hinwegsetzen mit dieses I, dass man da ein bisschen drauf klarkommt. I Quadrat gleich minus 1 einfach. Ne? So, und jetzt könnten wir oben zusammenfassen und unten ausmultiplizieren, ja, damit wir erstmal so ein, was haben wir hier, i Quadrat, ne? I Quadrat ist eine minus 1 und das mal dem ist 2i, genau. Dass wir erstmal so eine Art Standardform haben, wie man eben das vielleicht von der Bruchrechnung her kennt. Da spielt es keine Rolle, ob jetzt oben im Zehner noch was steht oder nicht. Uns stört das i unten im Nenner. So, und jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie man diesen Bruch ganz einfach auflösen kann. Also wie kriegt man das I aus dem Nenner raus? Das ist nämlich, was uns stört. Ohne das I im Nenner
wäre das Ganze wunderbar einfach. Ist auch so einfach, aber das stört uns halt noch. Ja? Also sagt mir doch mal, wie wir, oder mit welchem kleinen Trick wir das I aus dem Nenner eliminieren können. Dann sind wir unserem Ziel nämlich schon einen erheblichen Schritt näher gekommen und eigentlich fast schon das Ding gelöst. Ja, komplex konjugiert erweitern. Hammer. Dankeschön. Also die Idee ist, dass man im Zähler und Nenner mit dem komplex konjugierten des Nenners erweitert. Gut, das ist ein bisschen schnell jetzt gesagt, ne? Aber im Endeffekt meint man damit nur, ich mache das mal hier so, dass ihr den alten Zähler und den alten Nenner so lasst, wie sie sind. Also ihr verändert sie nicht. Jetzt kommt aber noch was dazu. Und zwar derselbe Faktor. Und zwar, wenn es unterschiedliche wären, dann wäre es ja Quatsch. Es muss schon derselbe sein, damit man ihn rein theoretisch wieder kürzen kann, um zum Ursprung zurückzukommen. So, und ihr habt gesagt, das komplex konjugierte des Nenners muss hier hin. Komplex konjugiert heißt, dass ihr von dem Imaginärteil, von der 2, von der plus 2, das Vorzeichen ändert. Wenn hier eine plus 2 steht, dann schreibt ihr hier eine minus 2 hin. Und wenn hier eine minus 2i steht, schreibt ihr eine plus 2i hin. Ne? Und wichtig nochmal, es muss derselbe Faktor oben im Zähler wie auch unten im Nenner sein. Der Grund, warum wir jetzt von dem Nenner das komplex konjugierte nehmen und nicht vom Zähler. Es gibt auch so manchmal, es wäre ja jetzt nicht verkehrt, auch von dem hier das komplex konjugierte dran zu multiplizieren. Macht nur wenig Sinn, ja? Weil wir dann das I nicht aus dem Nenner rausbekommen. Es gibt da nämlich so ein cooles Gesetz, was heißt Gesetz, das ist eigentlich bei den Grundlagen war das mit drin, das solltet ihr euch auf jeden Fall auswendig eingeprägt haben. Wenn man eine komplexe Zahl mit ihrer komplex konjugierten multipliziert, kommt immer raus Realteilquadrat plus Imaginärteilquadrat. Ohne Wurzel. Ja? Das ist, also im Grunde ist das hier Betrag von z hoch 2. Das ist ein super wichtiges Gesetz, naja, Gesetzeigenschaft, weiß gar nicht, folgt daraus einfach, ja, was ihr euch auf jeden Fall auswendig einprägen müsst und was wir hier benutzen. Und das Schöne daran ist, dass ich jetzt mir gar nicht erst die Mühe mache, hier unten auszumultiplizieren, sondern ich weiß genau, das ist komplex konjugiert zueinander. Es kommt Realteilquadrat plus Imaginärteilquadrat raus, unten im Nenner. Also irgendwie 1 Quadrat plus 2 Quadrat. Und seht ihr das, die minus 1, ich schreibe gar nicht minus 1 Quadrat mehr hin, weil durchs Quadrieren wird es doch eh positiv. 1 Quadrat plus 2 Quadrat, bam, fertig. Und ist mir egal, da plus, minus, welche Sortierung da auch immer da steht. Genau, das folgt daraus und deswegen nutze ich das auch an dieser Stelle direkt, ohne mir da jetzt irgendwie die Hände schmutzig zu machen und erst auszumultiplizieren. Vielleicht noch Schusselfehler mit Vorzeichen. Genau, das ist es. Dadurch haben wir das I aus dem Nenner wegbekommen. Das war der Grund, warum wir genau davon das komplex konjugierte dran multipliziert haben und nicht vom Zähler. Ja, wir wollen ja das I im Nenner wegbekommen. So, oben kommen wir leider nicht drum herum. Da müssen wir ganz brutal ausmultiplizieren. Da gibt es meines Wissens nach keinen guten Trick. Es gibt eine Formel, die im Endeffekt das Gleiche macht. Also wir müssen uns da jetzt leider durchquälen. Ja? Jeder Summand der einen Klammer mit jedem Summanden der anderen Klammer. Haben wir also minus 12i Quadrat noch. Ja, weil vorhin nochmal die Frage war, was ist eigentlich mit den Is passiert? Ja, vorhin hatten sich die Is rausgelöscht, so wie hier unten auch. Und i Quadrat wurde zu einer minus 1. Das benutzen wir auch hier an der Stelle. Mit anderen Worten, dieses i Quadrat ändert einfach nur das Vorzeichen. Ja, also aus einer minus 12i Quadrat wird eine plus 12. Und jetzt machen wir mal zwei Schritte mit einmal, damit wir ein bisschen vorankommen hier. 12, also plus 12. Minus 2 sind wir bei 10 und minus 4 minus 6 sind wir auch bei minus 10i, ja, fällt nicht weg. Und unten haben wir 1 Quadrat plus 2 Quadrat, das sind 5. Ah, und schaut mal, jetzt können wir den Bruch aufteilen. Jeden einzelnen Summanden dürfen wir durch die 5 teilen. Das ist auch ein Bruchrechengesetz. Ja. 10 durch 5 ist 2 und minus 10 durch 5 ist minus 2 und damit haben wir es geschafft. Das war noch nicht das Ende der Aufgabe. Ein bisschen missverständlich vielleicht, wenn ich es doppelt unterstreiche. Aber wir haben zumindest diesen unangenehmen Term in eine sehr einfache, komplexe Zahl in kartesischer Form überführt. Und jetzt können wir damit weiterarbeiten. Genau, wie lange geht der Stream eigentlich noch? Wir sind jetzt schon wieder fast bei anderthalb Stunden. Aber nur, weil wir die ganzen Zwischenschritte mit erklären. Ich habe es auch bewusst gemacht, dass ich heute den Stream in zwei Teile zerlege, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Einfach, dass wir auch gleich nach 2 bis 2,5 Stunden eine Mittagspause machen können. Ja? Genau, ich denke, das ist eine super Lösung. Also, mal gucken, was ihr noch geschrieben hattet. 1 plus 4 im Nenner, also 5, ganz genau. Wäre es nicht viel schneller gewesen, den i hoch minus 1 mit 1
mit I zu erweitern. Ja, das hätte auch funktioniert. Genau, man hätte das gar nicht machen brauchen. Sehr gut. Man hätte auch einfach den hier zu minus I machen können. Das folgt daraus, indem wir mit minus I erweitern. Was ich sehr interessant finde, weil das Multiplikativ-Inverse vom I ist gleich dem Additiv-Inversen. Ziemlich genial, klar. Dann hätten wir uns das sparen können und hätten nur das mit dem machen müssen. Genau, wäre noch schneller gewesen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Jetzt haben wir es auf dem umständlichen langen Weg gemacht. Naja, seht ihr, mir fallen auch nicht immer gleich die besten Möglichkeiten ein. Deswegen ganz gut, dass ihr es schreibt und ich erwähne es nochmal. Ja. Genau, dann können alle das am Ende nochmal zusammen für sich nochmal überlegen. Ja. Also auf jeden Fall, klar, das wäre schneller gewesen, sehe ich auch jetzt erst. Genau. Aber komplexe Zahlen sollten doch nicht Abi-Stoff sein. Nein, auf keinen Fall, also weiß ich nicht, bei manchen schon, ich hatte es nicht im Abi. Man darf nicht in Summen kürzen, richtig? Außer man macht es richtig. Man darf in Summen kürzen, wenn man aus jedem Summanden kürzt. Und wichtig auch nicht, wenn unten die Summe steht, dann geht es eben auch nicht. Man darf nur jeden Summanden des Zählers durch den Nenner kürzen. Also ja, in Summen kürzen ist erlaubt, wenn man es richtig macht. So, ja. Das ist die Idee. Ist auch ein cooler Trick später, um sich bei der Integralrechnung ein bisschen Vorteile zu ergaunern. Was machst du denn beim zweiten Schritt oben? Welcher zweite Schritt? Der hier, vielleicht von hier nach hier. Ausmultiplizieren. Ja. Genau, einfach Bruch erweitert, also ganz normal erweitert. Ja, überflüssig, man hätte es auch einfach so machen können. Ne? Egal. Ausmultipliziert. Und dann ist nämlich das Entscheidende, mit dem komplex konjugierten des Nenners zu erweitern. Auf die Weise hat man zumindest nochmal die Chance, uns das genauer anzuschauen. danke. Summen kürzen, ja, für die Schlauen. So, und jetzt möchte ich genau noch weiter darauf eingehen. Einige haben schon jetzt diesen Winkel rausgefunden. Ja. durch Prüfung gerasselt, nicht in Mathe. Einmal habe ich es, das ist eine witzige Geschichte, auch aus meinen BWL-Zeiten erzwungen, aber erzähle ich euch ein andermal. Das war eine witzige Geschichte. Nee, aber nie durch Leistung durchgefallen. Ja. ja, achso, ich gucke nochmal, was wir gerade eigentlich machen wollen. Zeigen Sie mit nachvollziehbarer Rechnung, dass das jetzt, also wir sollen davon einfach die Euler-Form bestimmen. Und dann haben wir gerade eben gesagt, also wenn die komplexe Zahl lautet, 2 minus 2i, na, das war der Stand. Dann brauchen wir davon Radius und Winkel, um die Euler-Form zu bekommen. Und jetzt könntet ihr entweder, weil ihr schon wisst, ihr kennt diesen Wert vielleicht auswendig, weil der irgendwie euch schon mal bekannt vorkam irgendwo. Ihr könnt aber auch wieder ganz stupide mit der Formel arbeiten, wie wir es schon besprochen haben. Realteilquadrat, Moment, ich mache es nochmal hier. Realteilquadrat plus Imaginärteilquadrat mit Wurzel. Also 2 Quadrat plus 2 Quadrat mit Wurzel, also Wurzel 8. Jetzt weiß ich aus der Erfahrung heraus, dass das nicht sehr günstig ist, sondern es wäre besser, dass man Wurzel 8 nochmal umformt. Ich möchte euch aber, naja, ich werde euch nicht ins offene Messer laufen lassen, ich erkläre es ja gerade, aber wir tun einfach mal so, als wüssten wir nicht, dass man mit dem da schlecht arbeiten kann und machen einfach ganz vergnügt weiter. Ja? Dann werdet ihr gleich sehen, es gibt eine Sache, die, wenn ihr nicht mit Taschenrechner arbeiten dürft, wird euch manchmal ein kleiner Stolperstein gestellt. Hätte man umgehen können, wenn man die 2 ausklammert, muss aber auch wieder auf eine Kleinigkeit achten. Wir machen einfach so hier weiter, ganz nach Schema F. So, der Winkel Phi hat erstmal das gleiche Signum wie der Imaginärteil. Also Imaginärteil ist hier, ne? Das ist Y. Das heißt, wenn hier ein Minus steht, steht auch hier ein Minus. Dann geht es weiter mit dem Arcus Cosinus von Realteil durch Radius. Und damit haben wir es. Jetzt, ja, Signum von Y ist einfach nur ein Minus. Also wenn hier ein Plus steht, steht hier ein Plus. Wenn hier ein Minus steht, steht hier ein Minus. Mich stört aber an der Stelle dieser Arcus Cosinus von 2 durch Wurzel 8. Denn wenn ich keinen Taschenrechner nehmen darf, ja, dann wird der hier auch nicht im Tafelwerk, also der wird mit Taschenrechner, klar, das ist ganz einfach, eintippen, fertig. Ne? Das Ergebnis, was er euch angibt, ist auch, was hier rauskommen muss. Aber im Tafelwerk steht der einfach nicht. Nicht 2 durch, also der steht schon da, aber nicht in dieser Form. Und ich gucke schon, ob jemand das mal geschrieben hat. Die Wurzel aus 8, die sollten wir noch vorher umschreiben, damit man das hier ein bisschen kürzen und schöner machen kann, um den Wert wieder im Tafelwerk zu finden.
Oder zumindest mit unserem kleinen Trick arbeiten können. So, die Idee ist, dass ihr die 8 zerlegt in ein Produkt von, sehr gut, Philipp hat schon geschrieben, in ein Produkt zerlegt von 2 Zahlen. So, dass ihr aus mindestens einer der beiden Zahlen die Quadratwurzel ziehen könnt. Also gut, da man aus 8 nicht die Wurzel ziehen kann, wird es höchstens einen Faktor geben, aber mal davon abgesehen, 8 ist das gleiche wie 4 mal 2. Ich hätte auch 1 mal 8 nehmen können, bringt mich aber nicht weiter. Ja? 4 mal 2 bringt mich weiter, denn laut Wurzelrechengesetzen darf ich die Wurzel aus jedem Faktor einzeln ziehen. Wurzel aus 4 ist 2 und Wurzel aus 2, naja, ist halt Wurzel aus 2. Ja? Und das mache ich genau aus dem Grund, weil, überlegt mal, wenn man das da unten einsetzt, kürzt sich was raus. Und das passiert eigentlich immer dann, wenn ihr hier so ein Vielfaches habt, wie eine 2. Manchmal macht man auch Spaß, da auch irgendwie eine 7 oder eine 20 hin, so, ne? Einfach um euch hier so ein bisschen zu ärgern. Deswegen hättet ihr auch die 2 ausklammern können, hättet das Problem nicht. Was aber nichts daran ändert, dass der Realteil eine 2 bleibt. Das ist so die kleine Gefahr daran. Auf jeden Fall, wenn man das kürzt, ja, dann hat man nur noch 1 durch Wurzel 2. Aber 1 durch Wurzel 2 steht auch nicht im Tafelwerk drin, zumindest in meinem nicht. In den meisten Tafelwerken steht es nicht drin. Da steht sowas wie 1, weiß ich nicht, hier, 1 halb, Wurzel 2 halbe, Wurzel 3 halbe und aber wo kommt denn 1 durch Wurzel 2 vor? Und tatsächlich ist der Trick, dass man jetzt einfach im Zähler und Nenner mit einer Wurzel 2 erweitert. Ja, ihr fragt euch sicher, warum oder ist es wirklich gleich? Ja, ist es tatsächlich. Wenn ihr hier oben und unten mal Wurzel 2 rechnet, na, ist ja gleich, wenn ich im Zähler und Nenner damit multipliziere, dann fällt aber unten die Wurzel weg, weil Wurzel 2 mal Wurzel 2 ist 2. Und oben eine Wurzel 2 dran ist halt Wurzel 2. Einfach, weil Wurzel 2 halbe jetzt im Tafelwerk drin steht. Jetzt könnte man sich fragen, was das soll, ist doch super sinnlos, warum schreiben sie denn den komischen Wert hin und nicht den? Ist doch viel, viel schöner. Nein, Mathematiker finden, dass es schöner und ästhetischer ist, wenn der Nenner rational ist. Also unten bitte keine Wurzel 2 stehen haben, sondern immer so erweitern. Das hat aber nichts, das ist eine optische Sache. Ja? Und der Grund, warum es eben nicht im Tafelwerk steht, ist Optik einfach. Ne? Und manchmal wollen euch eure Dozenten und Dozentinnen damit ärgern, weil es eben nicht im Tafelwerk steht und das zeigt eben auch, wer sich auf solche Aufgaben vorbereitet hat. Ist eine klassische Prüfungsfrage, ja, super, dass sie hier drin vorkommt, achtet bitte drauf. Genau, das ist das Einzige, was ich noch dazu sagen wollte. Und jetzt könnt ihr wieder mit der kleinen Übersicht arbeiten, die wir vorhin schon besprochen haben, mit einem Tafelwerk und einem Taschenrechner, um den Funktionswert rauszubekommen. Oder ihr wisst einfach, würde ich mich sehr freuen, dass der Arcus Cosinus von Wurzel 2 halbe gerade Pi Viertel, 45 Grad ist. Das wirkt so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Hä, woher weiß ich das jetzt? Es liegt daran, dass Sinus und Cosinus sich ja regelmäßig treffen. Na, guckt euch mal die Funktionsgraphen an, diese Verläufe. Die haben regelmäßig, treffen die sich, na, Schnittpunkte. Und der erste im ersten Quadranten ist der Schnittpunkt bei 45 Grad. Das liegt daran, dass, woran liegt das dann erstmal in der Definition, ne? Übers Dreieck zum Beispiel. Aber ich habe es mir gemerkt, weil die denselben Funktionswert haben. Auch der Arcus Sinus von Wurzel 2 halbe ist Pi Viertel. Ja? Darum kann ich ihn mir gut merken und ich würde mich freuen, wenn ihr euch das auch gut merken könnt. Das Minus kam vom Signum. Ja? Wenn hier ein Minus steht, steht hier ein Minus. Klar könnt ihr jetzt auch wieder 2 Pi drauf addieren, damit der Winkel im Bereich von 0 bis 2 Pi liegt. Mir ist jetzt aber vollkommen egal. Ja? Ich lasse ihn jetzt in dem Bereich, weil ich finde das irgendwie schön. Sollte mir der aber mal irgendwann nicht gefallen, würde ich keine Sekunde zögern und einfach 2 Pi drauf addieren. Ja? Auf die minus 1 Viertel noch eine 2 drauf addieren. Und damit haben wir die Euler-Form, wie wir sie vorhin besprochen haben. Radius mal e hoch i Phi oder Phi i, wie auch immer. Genau. Das ist die zugehörige Euler-Form. Es ist eine der Polarformen, die also die Radius und Winkel benutzt. Ja, diese Nebenrechnung hier, Sternchen, die haben wir gerade hier durchgeführt. Und das haben wir nur gemacht, um jetzt endlich das zeigen zu können. Also das war die Aufgabe, bring es in die Euler-Form. Beziehungsweise stand hier noch, zeige das und dann steht hier oben aber 7 Viertel Pi und nicht minus Pi Viertel. Das liegt aber genau daran, was wir gerade besprochen haben, dass man beliebig viele 2 Pis drauf addieren kann. Also 2 Pi mal K schreibe ich hin. Ne? Also K könnte eine 1, eine minus 1, eine 2, eine minus 2, eine 3, eine minus 3 sein. Ne? Also wir dürfen 2 Pi drauf addieren und abziehen. So oft wir wollen und wir bleiben bei dem
bei derselben Zahl, also bei derselben komplexen Zahl. Also man kann jetzt noch 2 Pi drauf addieren, wollte ich sagen, dann kommen wir zu den gewünschten 7 Viertel Pi. Ne? Aber damit ist die Aufgabe abgeschlossen. Also das ist es. Und ich finde schön, dass hier nochmal erstmal sowas drin vorkommt in Verbindung mit dem Überführen und dann nochmal kurz vor Ende dieser Stolperstein mit dieser Wurzel 8. Also muss man halt einmal gesehen haben. Ne? Ansonsten denkt man sich, was passiert hier eigentlich? Ja? Aber dafür ist es eben ein super Einstieg für alle, nicht nur Münster, für alle, ja, denke ich mal, die mit komplexen Zahlen zu tun haben. So, und danach Arcus Cosinus, ja, muss nicht das Minus Arcus Cosinus sein, weil b kleiner ist als 0, haben wir getan, ja, Minus. Ja. Genau, Wurzel 2 durch 2, richtig, Minus pi Viertel, kann man nicht einfach Minus 2 hoch Wurzel 2 schreiben? Warte mal, was? 2 hoch Wurzel 2? Das ist ein bisschen was anderes, ne? Genau, wir können nicht einfach Hochwurzel, also vielleicht ist das Zeichen, meintest du ein anderes Zeichen, aber nee, genau, Ja, man hätte vielleicht hier auch mit anderen Potenzgesetzen arbeiten können, ja, man könnte auch hier irgendwie quadrieren und also hätte auch hier Wurzel 4 draus machen können, hätte man hier Wurzel 1,5. Ja, das geht auch, also wenn das die Idee war, aber genau, also es kommt am Ende auf jeden Fall Wurzel 2 halbe raus, egal auf welchem Weg. Fun Fact, DIN A-Norm hat auch ein Seitenverhältnis, ach, wusste ich auch nicht. DIN A-Norm hat ein Seitenverhältnis Wurzel 2 halbe. Nice. Okay. Das ist interessant. Geht auch Tangens. Ja, man kann auch den Tangens machen. Problem ist, mit Tangens hat man 5 verschiedene Fälle zu betrachten. Wer Lust auf 5 verschiedene Fälle hat, soll es gerne tun. Oder wer mit dem Sinus, Arcus Sinus arbeiten will, kann 3 verschiedene Fälle machen. Feuerfrei, Leute, wie ihr Bock habt. Ich bin faul und möchte mit einer einzigen Formel arbeiten, die absolut immer funktioniert. Und da bleibt eben nur der Cosinus über. Macht aber, was ihr wollt. Ja? Da schreibe ich niemandem was vor. Dankeschön. Habe letztens meinen Schüler ein Video von dir verlinkt. Oh, nice. Und sie meinten, du würdest genau dasselbe sagen, was ich immer predige. Es sind oft die kleinen Fehler und Ungenauigkeiten, die Fehler verursachen. Exakt so ist es. Ja, Felix, ich sehe es. Exakt genauso. Ja. Ja, genau, darum reden wir hier auch über die kleinen Details. Wir sind schon bei 1,5 Stunden und haben die erste Aufgabe nicht fertig. Ja. Aber es ist einfach wichtig, ja. Denn was nutzt es uns jetzt durchzurauschen, in Rekordzeit die Prüfung zu machen, wenn dann doch die kleinen Dinge auf der Strecke bleiben, die euch in der Prüfung Punkte kosten. Ne? Es sei denn, ihr wollt es, dass wir durchrauschen, wir können auch mal so ein Speed-Ding machen. Gerne, ja, dann machen wir hier so richtig ein paar Aufgaben schrubben. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich auf einem guten Weg mit unserem Stil hier. Ne? Gut, dann machen wir mit der... Achso, genau, dann geht es noch weiter. Es gibt noch eine zweite Teilfrage dazu. Und zwar, wir sollen jetzt z² in kartesischer Form angeben. Also, was ich jetzt tun werde, ich werde mal kurz das bisschen wegwischen hier, ja, um Platz zu bekommen. Und die nächsten beiden Teilfragen gehen aber super einfach und schnell, deswegen, ja, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir so lange Zeit brauchen, aber nee, wie gesagt, ich denke, es ist gut so. Ja. Es geht ja darum, hier gemeinsam zu lernen. Wenn ihr jetzt lernt zu Hause, dann versucht er auch, jeden einzelnen Schritt zu verstehen und überall nochmal Tipps und Tricks euch rauszuziehen. Ne? Genau das machen wir hier. Ja, ich schreibe jetzt minus Pi Viertel, ihr könnt aber auch genauso diese 7 Viertel Pi nehmen. Ja, ist genau das Gleiche. Ja, das hatten wir herausgefunden. Und damit können wir auch ganz einfach die nächste Teilfrage lösen. Wir sollen jetzt diese komplexe Zahlen quadrieren und in kartesischer Form angeben. Also Aufgabenteil 2 ist, z² auszurechnen. Und ja, wenn ihr die, witzig, weil ihr könntet sagen, ihr nehmt das da hinten, ja, zum Quadrat und nehmt dann wieder mit der Euler-Formel, geht der über zu R mal Cosinus Phi ist der Realteil, R mal Sinus Phi der Imaginärteil. Aber warum so umständlich? Wir haben doch hier gerade schon die komplexe Zahlen kartesischer Form. Ne? Klar, jetzt sprengt es wieder ein bisschen die Regel von wegen, Peter hat doch gesagt, beim Potenzieren immer die Euler-Form. Jetzt nimmt er schon wieder die kartesische. Ja? Bei beliebigen Potenzen, sowas wie, ich würde sogar fast sagen, ab hoch 3 hoch 4 vielleicht, ja, oder würde ich in die Euler-Form wechseln,
Aber sowas wie hoch 27 oder hoch 2020, das machen auch viele. Ne? Nimm nur mal das aktuelle Jahr, hoch 2021 werden einige von euch in eure Prüfung haben. Ne? Da ist es natürlich sinnvoll, das hier hoch 2021 zu rechnen. Da wir jetzt aber den Luxus haben, dass es nur ein Quadrat ist, naja, nehme ich speziell jetzt diese kartesische Form. Einfach nur, um ein bisschen voranzutreiben. Schaut euch, wie gesagt, gerne nochmal die Videos von mir an zum Potenzieren. Ich habe nämlich so, ich glaube, hoch 2020 oder hoch 2021 habe ich genommen, bei einer komplexen Zahl, die ein bisschen unangenehmer sogar aussah als die hier. Ja? Also, deswegen machen wir das jetzt nicht. Wir multiplizieren es einfach aus mit der binomischen Formel. Der vorne zum Quadrat ist 4. Dann das mal 2. Sind wir bei 4, jetzt sind wir bei 8, das 8i. Und dann noch der hintere zum Quadrat. Das sind dann plus 4i². Und jetzt kommt schon wieder das vor, was wir schon besprochen haben. Wenn man i² ausrechnet, ist das minus 1. Das ist einfach aus der Definition heraus. Ja. Das heißt also, ein i² ändert das Vorzeichen. Das heißt, wir haben 4 minus 4 ergibt eine 0 und überbleibt minus 8i. Und damit haben wir es in Rekordzeit. Also haben wir es ein bisschen fixer, ein bisschen schneller ausgerechnet. Das ist die kartesische Form, die gefragt war. Ich habe extra gerade mal nachgeschaut. In der Aufgabe da stand, bring es in die kartesische Form. Ja, okay, ihr könnt natürlich das auch so hier schreiben. Ja? Also richtig übertrieben, einfach nur um rauszufinden, dass das hier ist der Realteil und das ist der Imaginärteil. Aber, oder AB hieß es hier, egal. Genau, das war die eine Teilfrage dazu. Ging, glaube ich, ein bisschen schneller. Fragt ruhig, wenn ihr euch verstört, aber ja, genau. Jamaika hat auch geschrieben, 8i. Ja, jetzt kommt die nächste Teilfrage und die finde ich ziemlich cool, weil sie auch hierauf aufbaut. Nur jetzt wird ein anderer Exponent gegeben. Geben Sie 1 durch z in trigonometrischer Form an. Wow, okay. Also z Quadrat sollte in kartesischer Form sein. Darum bin ich auch in kartesischer Form geblieben, weil hoch 2, das geht schnell auszumultiplizieren. Wenn ich jetzt sowas habe wie, mache z hoch 2016, ja, dann hätte ich natürlich das hier hoch 2016 gerechnet und wäre dann mit der Euler-Formel, hätte ich das umgerechnet. Na, nochmal, um auf Realteil zu kommen, immer Radius mal Cosinuswinkel. Schreibt es euch auch ein paar Mal auf. Ne? Das muss auch einfach flüssig von der Hand gehen. Da dürft ihr nicht eine Sekunde drüber nachdenken. Das sind Polarkoordinaten und die sind absolut wichtig für alle Ingenieure im späteren Verlauf des Studiums. Also da kommt ihr nicht drum herum. Also, viele so, oh, zum Glück, komplexe Zahlen sind durch. Und dann, was? Warum muss ich ein Integral berechnen? Warum muss ich beim Berechnen eines Integrals immer wieder das benutzen? Ja? Also das ist wichtig, wirklich wichtig. Und jetzt ist aber gefragt nach der trigonometrischen Form. Die trigonometrische Form ist genau das hier mit dem Radius und dem Winkel. Also Cosinus, Radius von Radius mal, in Klammern, Cosinus plus I mal dem Sinus vom Winkel. Das ist die trigonometrische Form. So, man nennt das die trigonometrische, weil sie die trigonometrischen Funktionen Sinus Cosinus beinhaltet. Das nennt man die Euler-Form, aber beide sind Polarformen, denn sie benutzen die Polarkoordinaten R und Phi. Ja? Nur einmal mit Euler und einmal mit trigonometrischen Funktionen. Daher diese verschiedenen Namen nochmal. Und wir sollen das hier ausrechnen und am Ende in diese Form bringen. Und jetzt benutzen wir genau das, was ich vorhin meinte. Wenn wir potenzieren, ja, können wir, was haben wir vorhin gesagt? Da hatten wir irgendwie die dritte Wurzel gezogen, ne? Also hoch ein Drittel gerechnet. Dann haben wir gesagt, wir rechnen Radius hoch ein Drittel, Winkel mal ein Drittel. Und da wir doch am Ende sowieso in diese Form gehen müssen, lass uns doch einfach gleich in der Polarform arbeiten. Also, so hier, umformen. Übrigens auch super wichtig zu verstehen fürs Ableiten und Integrieren später. Ne? Ein Bruch hat nur eine Bedeutung, oder ein Bruch kann man als Potenz umschreiben, als Minus im Exponenten. Und Minus im Exponent hat nur eine Bedeutung, Bruch oder Kehrwert. So, was ich damit sagen möchte ist, laut der Regel von dem Satz von Moivre, dürfen wir jetzt den Radius hoch minus 1 rechnen und den Winkel mal minus 1 rechnen. Wie vorhin, auch wenn ich irgendwie hoch 2020 habe, ja, dann rechne ich den Radius hoch 2020, den Winkel mal 2020. Wenn ich die dritte Wurzel ziehe, hoch ein Drittel habe,
Radius hoch ein Drittel, Winkel mal ein Drittel. Und wenn ich den Kehrwert mache, also hoch minus 1 rechne, dann werde ich den Radius hoch minus 1 rechnen und den Winkel, den werde ich mal minus 1 rechnen. Wie mache ich das? Ich mache das jetzt mal hier super umständlich. In der Prüfung würde ich diesen Zwischenschritt einfach rauslassen. Aber nur noch mal, dass ihr seht, was passiert ist. Ne? Radius hoch dem, Winkel mal dem. Einfach nur aus, hier machen wir sogar die Klammer hier zu, machen wir hier, Potenzgesetzen heraus. So ein Kehrwert bedeutet einfach nur das hier. Ja? Gerne könnt ihr den Nenner wieder rational machen, indem ihr mit Wurzel 2 erweitert. Mir ging es erstmal nur um das hier. Das ist das Wichtigste. Genau, deswegen der Satz von Moivre beim Potenzieren. Und was ich einfach getan habe, ist, ich habe dieses Kehrwertbilden, ich hätte auch den Kehrwert einfach ausrechnen können, ja, und dann in Polarform überführen. Aber warum soll ich das tun? Ich kann auch einfach als Potenz umschreiben und mit dieser Regel arbeiten, mit der ich dann sowieso schon in der entsprechenden Form bin. Ja. Versucht den Weg des geringsten Widerstandes zu wählen. Und was man jetzt machen kann, wie gesagt, mit Wurzel 2 erweitern, das ist optional, ja. Ich fand es jetzt schön, weil der Nenner wieder rational wird, aber lasst es weg, okay? Wenn es nicht explizit gefragt wird, macht es nicht, wenn ihr es nicht braucht. Es ist kein Muss, ja? Ich mache es jetzt aber, weil ich das schön finde. So, und jetzt ist die Aufgabe aber, bring es nicht in Euler-Form, sondern in Polarform. Und da haben wir gerade eben gesagt, das geht ziemlich einfach mit der Euler-Formel. Wir müssen nur das E ersetzen hier, ne? Cosinus vom Winkel plus I mal Sinus vom Winkel. Wer sich jetzt immer noch wundert, warum ist das denn so? Es sieht ja richtig abgefahren aus. Ja, nicht ohne Grund. Das hat auch sehr lange gedauert, bis Leute drauf gekommen sind, bis Euler das entdeckt hat. Aber er hat das über die Potenz reingemacht. Ja, das ist ein cooles Werkzeug aus der Analysis. Das ist nur mit Plus, Minus mal geteilt durch und den kleinen Begriff der Konvergenz arbeitet. Also schön im Sinne von den Anfängen der komplexen Zahlen, wo man ein bisschen vorsichtig war. Und mit grundlegenden Dingen das hier nachgewiesen. Für euch bitte einfach auswendig einprägen, wenn es interessiert, schaut sich nochmal das Video dazu an. Ja. Und jetzt müssen wir nur Cosinus und Sinus bestimmen. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich lese mal in der Zeit durch, was ihr noch geschrieben habt. Noch was trinken, ja. Sonst falle ich euch ja noch um. Ist ja süß, dass ihr an mich denkt. So. 10. Klasse, wow. Wusste ich gar nicht, Alex. Aber cool, dass du dabei bist. Freut mich umso mehr. Ja, oh, gute Frage. Bapoleon, ist der Radius das gleiche wie der Betrag? Ja. Ja, so ist es. Der Radius ist gleich der Betrag der komplexen Zahl. Und der Winkel ist das Argument der komplexen Zahl. Sehr, sehr wichtiger Zusammenhang, sehr gut. Wenn mal jemand fragt, bestimme das Argument. Und du denkst dir, was für ein Argument, was willst du von mir? Soll ich mit dir argumentieren? Nein, du sollst den Winkel bestimmen. Ja? Manchmal kommt noch der Hauptwert. Hauptwert ist dann einfach nur der Winkel im Bereich von minus Pi bis plus Pi oder von 0 bis 2 Pi. Müsst ihr nach der Konvention euren Dozenten fragen. DozentInnen fragen. Ja, Mittagspause kommt bald. Ja, ich hatte so angepeilt nach 2 Stunden. Gucken wir mal, wie wir jetzt vorankommen. Ne? Aber wir versuchen das ungefähr 50-50 aufzuteilen. Ich kann euch sagen, der zweite Teil nachher wird wesentlich, wird wahrscheinlich sehr viel schneller gehen. Darum machen wir es nicht zu lange jetzt. Okay, und jetzt gehen wir weiter mit diesem Winkel. Wir haben vorhin gesagt, Sinus und Cosinus, die treffen sich regelmäßig. Witzigerweise bei Pi Viertel, die haben denselben Funktionswert. Deswegen kann ich ihn mir gut merken. Wenn ihr das noch nicht so drauf habt, dann überlegt euch diese Übersicht. Versucht euch die auswendig einzuprägen, die wir vorhin angeschrieben haben. Pi 180 Grad. 180 durch 4, 45 Grad. 45 Grad, ne? Und achso, ich wollte es gerade ausrechnen. Wie dumm. Gar nicht, brauchen wir gar nicht. Ich wollte gerade die Regel machen mir mit 45 Grad. War doch 0, 30 Grad, 45 Grad. Also Wurzel 0, Wurzel 1, Wurzel 2. Damit ist das Wurzel 2 halbe. Bei dem fängt es andersrum an. Wurzel 4, Wurzel 3, Wurzel 2. Also auch Wurzel 2 halbe. Jetzt wollte ich gerade Wurzel 2 halbe draus machen, ja, um das in kartesische Form zu bringen. Nein, das war gar nicht gefragt. Die Aufgabe war, bring es in trigonometrische Form. Mit einem Radius größer als 0. Okay, der Radius ist per Definition immer etwas größer gleich 0. Danke dafür, für diesen Hinweis. Ja. Gut, ob ihr das jetzt hier noch mit der Wurzel 2 erweitert habt oder nicht, das ist Geschmackssache, könnt ihr auch weglassen. Und dann steht da noch ein Winkel, oh, Alpha, sorry, ich nenne ihn ja Phi, ne?
Ja. Alpha zwischen 0 und 360 Grad. Oh, okay. Der Professor wollte, dass es zwischen 0 und 360 Grad ist. Da sind wir mit unseren Pi Viertel, also mit unseren entspricht 45 Grad, ziemlich gut dabei. Ansonsten wären wir jetzt noch im Negativbereich zum Beispiel. Ne? Hättet ihr so oft 2 Pi drauf addieren können, so oft 360 Grad drauf addieren können, bis ihr erstmalig im Bereich seid. Das ist in Ordnung. Ja? Ich kann es nicht oft genug sagen. Oh, Chris, vielen Dank, mein Lieber. Sehr schön, danke. Ja, dann, ja, gerne. Mir macht es ja auch Spaß. Ja. Danke für die Unterstützung. Gut, Leute, dann beenden wir das Ganze jetzt, indem wir recht schnell noch die C machen. Die ist super schnell gemacht. Und dann machen wir noch die Grenzwertaufgabe und dann denke ich, machen wir eine Pause. Oder gucken wir mal. Wir gucken einfach mal. Ich will jetzt hier nicht einfach das beschreiben. Komm, wir machen noch die nächste Teilfrage. Die Aufgabe C, die passt hier unten hin, weil sie so einfach und schnell geht. Da wundert mich echt nach solchen Klopperdingern, warum auf einmal sowas gefragt wird. Wer weiß, also Z ist gleich A plus BI. Ich schreibe I mal, keine Ahnung, ich mache, wie ich Lust habe. Ist das Gleiche. Und gesucht ist Z mal Z, das Produkt konjugiert, minus Z konjugiert mal Z konjugiert. Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil jetzt steht hier 4 Punkte dafür. Ne? Eigentlich ziemlich lächerlich. Das Ding ist nämlich, es gibt Rechengesetze fürs komplexe Konjugieren. Und die Rechengesetze besagen, dass das gleich ist. Also das hier ist gleich dem. Dass ihr, also ihr dürft jeden Faktor einzeln komplex konjugieren. Das geht auch bei einem Plus, Minus, Mal geteilt durch. Ja? Ihr dürft es einzeln komplex konjugieren. Deswegen sehe ich die Herausforderung nicht, weil wir ziehen zwei gleiche Dinge voneinander ab. Eventuell könnte ich mir vorstellen, dass damit jetzt nicht gerechnet wurde, dass ihr das benutzt, dieses Rechengesetz. Ja? Also was ihr auch hättet machen können, wäre zum Beispiel sagen, Z mal Z ist Z Quadrat. Ja? Und deswegen Z Quadrat konjugiert und hier Z konjugiert Quadrat, was hier im Endeffekt immer noch das gleiche ist. Also hier, ne, das ist Z Quadrat konjugiert ist gleich Z konjugiert Quadrat. Ist halt ein bekanntes Rechengesetz. Wenn man das nutzt, kommt man sofort zum Endergebnis. Aber um 4 Punkte für die Prüfung zu rechtfertigen, wenn ich mal gucke, da hatten wir vorhin, ja, das hat man viel mehr Arbeit gehabt für so 4 Punkte. Also ich weiß jetzt nicht genau. Was man machen kann, ja, man könnte das noch einsetzen und so ein bisschen den Anschein vortäuschen, dass man ja doch noch irgendwelche aufwendigeren Rechnungen gemacht hat, dann setzt einfach für zx plus y an und für das konjugiert setzt ihr das hier ein, okay? Das machen wir jetzt nicht, da kommt am Ende, ja, weiß ich nicht, löst sich eben auf, wenn eine binomische Formel benutzt, im Endeffekt kommt da 0 raus. Ja, wow, was für eine Überraschung, das sagt uns schon das Standardrechengesetz. Deswegen will ich das hier nicht weiter ausführen. Das ist es einfach, okay? Wir lösen die Aufgabe. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, warum es so viele Punkte gab. Genau. Dann machen der Professor ist ein Gönjamin. Ja, auf jeden Fall. Das war eine sehr dankbare Aufgabe. Ja, das machen wir. Also da muss man jetzt. Brauchen uns ja nicht beschweren, dass es so einfach ist oder so viele Punkte für wenig Arbeit gibt. Ne? Das kommen wir dann noch hin. Nee, wir nehmen das natürlich dankend an. Ja? Und sagen, gut, für die Scheißaufgaben davor, na gut, so schlimm man jetzt nicht, aber man hat schon gemerkt, man muss es halt richtig verstehen, um die Aufgaben zu lösen. Ja, das so zumindest. Und dafür am Ende nochmal so ein paar leichte Punkte, das finde ich ganz fair, finde ich gut. Nach der Pause kann ich nicht sagen, wir gucken erstmal, wie weit wir bis zur Pause kommen. Wahrscheinlich will ich nicht direkt jetzt nach 2 Stunden Schluss machen, vielleicht sind es 2,5 jetzt. Also ich möchte unbedingt noch die Aufgabe 2 jetzt fertig machen. Also diesen Analysis-Teil weitestgehend abhandeln. Leider schaffen wir das Taylor-Polynom erst nach der Pause, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir schaffen jetzt noch Grenzwerte, 2 Grenzwerte auszurechnen. Einmal von einer Funktion, einmal von einer Reihe und eine vollständige Induktion. Da bin ich mir ziemlich sicher, das kriegen wir noch hin. Gucken wir mal, wie es läuft. Ne? Wenn ihr Fragen habt, sagt einfach Bescheid. Wow, geil, Facharbeit 11. Klasse, ne? Freut mich. Ja, freut mich wirklich. Und ihr könnt mir auch jederzeit Bescheid sagen. Ja, macht mich sehr glücklich, wenn auch Schüler einschalten bei solchen Altklausuren von Unis. Ja, schaden kann es nicht. Also es sind auch super interessante Themen tatsächlich. Ja,
Also möchte ich direkt mit euch weitermachen, hier einen Grenzwert zu berechnen. Auch den fand ich ziemlich cool. Also man kann ja so, also viele lästern ja gerne über FH und so, von wegen Niveau soll geringer sein. Nein, das stimmt gar nicht. Also im Endeffekt müssen alle das Gleiche verstehen. Vom BWLer bis hin zum Maschinenbauer oder vielleicht noch bis zum Physiker. Ja? Klar kann es sein, dass in den Prüfungen manchmal ein paar Sachen vereinfacht sind, ein bisschen weniger Rechenaufwand bei einigen Aufgaben, aber das trifft auch nicht immer zu. Also das kann man nicht so sagen. Ja? Deswegen, ich finde das so manchmal, sich drüber lustig machen, gar nicht gerechtfertigt, ob jetzt TU oder FH. Ich kenne Leute von der TU, die würden genauso bei sowas strugglen wie jeder andere auch. Also deswegen sehe ich da kein Problem. Ja, lasst uns diesen Grenzwert ausrechnen. Das Erste, was ihr bei jeder Grenzwertrechnung machen solltet, bei Funktionen, also vielleicht auch mal, wenn es um Zahlenfolgen geht, vielleicht auch noch, aber es geht hier ganz offensichtlich um Funktionen, wäre cool gewesen, wenn es dabei gestanden hätte. Ich denke es mir jetzt aus der Logik heraus, weil es auch die mit Sicherheit die Methode ist, mit der man es dann lösen soll. Also wahrscheinlich soll das x andeuten, es handelt sich um eine reellwertige Funktion. Besser wäre gewesen, es steht da, ist nämlich nicht ganz korrekt formuliert, aber es ist klar, was gemeint ist. Und das Erste, was ihr tun solltet, wäre dieses Pi Viertel, dagegen, wo der Grenzwert hingeht, erstmal für jedes x einzusetzen, denn der bestmögliche Fall ist, dass da sofort ein Endergebnis rauskommt. Dann werdet ihr sofort mit der Aufgabe fertig. Gut, bei 5 Punkten gehe ich mal nicht davon aus, dass das so ist. Ja? Aber man kann es ja probieren. Und es ist auch wichtig für alles Folgende, denn wenn es keiner von diesen krassen Sonderfällen ist, sondern wenn da sofort ein Ergebnis rauskommt beim Einsetzen, dann würde jegliche von diesen krassen Umformungen, die wir uns gleich anschauen, zu einem falschen Ergebnis führen. Ja? Also ihr müsst es einsetzen, das ist das zwingende Notwendige. Wenn wir Pi Viertel oben einsetzen, dann haben wir Pi Viertel minus Pi Viertel ist 0. E hoch 0 ist 1, ne? Irgendwas hoch 0 ist immer gleich 1. Außer 0 hoch 0, nicht definiert. Außer in Potenzreihen, das ist per Definition gleich 1. Also wir haben jetzt sowas wie E hoch 0 ist eine 1. Tangens von Pi Viertel, Tangens ist gleich, das hatten wir vorhin schon mal, hat jemand angesprochen, ist gleich Sinus geteilt durch Cosinus. Das ist die Definition davon. Und wenn ich jetzt Tangens von Pi Viertel habe, ist das gleich Sinus Pi Viertel durch Cosinus Pi Viertel. Oh, den hatten wir auch schon ein paar Mal. Sinus und Cosinus haben bei Pi Viertel denselben Funktionswert. Ob ihr jetzt wisst, dass es Wurzel 2 halbe ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn ihr wisst, dass es derselbe Wert ist, dann ergibt es gekürzt gleich 1. Also auch das ist eine 1. Damit haben wir 1 minus 1 gleich 0. Schade. Aber hat noch nichts zu bedeuten. Wenn unten jetzt eine 5 rauskommt, na, 0 geteilt durch 5 wäre ja auch eine 0. So, wie fangen wir damit an? Also Sinus und Cosinus, gut, jetzt wäre es vielleicht doch wichtig, das rauszufinden, was es ist. Sinus Pi Viertel gleich Cosinus Pi Viertel gleich Wurzel 2 halbe. Und wenn ich den jetzt mit sich selber multipliziere, ist ja derselbe Funktionswert, habe ich 2 Viertel, also 1 halb. Gut, 1 halb hier vorne. Und hier habe ich Pi Viertel durch den. Pi und Pi kürzt sich, 2 und Viertel kürzt sich, auch 1 halb. Also 1 halb minus 1 halb, machen wir es kurz, ist gleich 0. Und damit haben wir diesen klassischen Fall 0 geteilt durch 0. Und das ist einer der 7 unangenehmen L'Hôpital-Fälle. Es gibt 7 Stück. Ja? Schaut euch gerne mal mein Video dazu an. Ich habe mal eine Liste mit allen Fällen gemacht und wie man sie löst. Ein locker L'Hôpital, natürlich, also, aber es kann auch sein, das hatte ich nämlich auch schon erlebt, dass mit Absicht das kein L'Hôpital-Fall ist, einfach nur um euch das Glatteis zu führen. Wer jetzt also sagt, sieht komisch aus, ich mache L'Hôpital, ja, und es ist aber nicht, dann kommt man mit L'Hôpital nämlich zum falschen Ergebnis, weil die Regel ja nicht angewendet werden darf. Wenn man sie trotzdem anwendet, kommt Quatsch raus. Wir wissen jetzt aber 0 durch 0, das heißt, wir dürfen Zähler und Nenner getrennt voneinander ableiten. Ich mache es mal hier nochmal hin. Oh, Platz. Und Regel von L'Hôpital besagt, leite den Zähler ab, leite den Nenner ab. Getrennt. Nicht Quotientenregel. Ganz, ganz wichtig. Leite den Zähler ab und leite den Nenner ab. Und dann mach den gleichen Grenzwert nochmal, da kommt das gleiche Ergebnis raus. Also wenn das ein Ergebnis liefert, dann ist es auch das Ergebnis von dem ursprünglichen. So sagt L'Hôpital. Witzigerweise, das hat mir jetzt letztens jemand beim letzten Livestream erzählt, der war gar nicht, ich glaube, wie war das? Bernoulli hat es rausgefunden, L'Hôpital hat es abgekauft, glaube ich, ne? Das ist so ein witziger Fun-Fact. Wenn ich mal nachschauen, aber ich glaube, so war das. Und wenn man jetzt, okay, wenn man die Regel jetzt benutzt, dann leitet man erstmal den hier ab.
schreibt mir doch mal kurz hin, vielleicht was der Tangens abgeleitet ist oder wie ihr hier vielleicht rumtricksen würdet, um die Ableitungen hinzubekommen. Der Etern zum Beispiel ist ziemlich einfach abgeleitet. E hoch, was auch immer, bleibt so, wie er ist. Das ist das Besondere daran. Aber die Kettenregel besagt, sollte jetzt hier drinnen noch eine Funktion stehen, also wenn da mehr steht als x, und das tut es ganz offensichtlich, dann leiten wir das auch nochmal ab. Pi Viertel abgeleitet ist 0, minus x abgeleitet ist minus 1. Und diese innere Ableitung, diese minus 1, wird als Faktor drangehangen. Ich schreibe es mal davor. Das ist ganz wichtig. So, vielleicht wisst ihr, genau, sehr gut. Sehr gut, der Tangens abgeleitet, da gibt es verschiedene Formen. Wir nehmen das, was uns auch immer am besten gefällt. Im Endeffekt ist es hier egal. Ihr könnt mit Quotientenregel ableiten und kommt auf 1 plus Tangens Quadrat, wenn ihr den Bruch noch auflöst. Ist cool, ne? Man leitet die Funktion ab und was passiert ist, sie wird quadriert und plus 1 gerechnet. Ihr könnt alternativ aber auch mit dem trigonometrischen Pythagoras arbeiten und das so umformen. Das kommt auf die Aufgabe an, was gerade besser ist. Manchmal kommen noch wie Kosinustermen vor. Dann ist es natürlich sehr praktisch, den zu nutzen, damit sich das irgendwie einmal wegkürzt. Spielt hier aber nicht so die große Rolle. Ich nehme jetzt mal den hier oben, weil ich ihn irgendwie, weiß ich nicht, das ist auch eine Geschmackssache, Tagesform. Manchmal mache ich lieber so, manchmal so. Heute finde ich den hier irgendwie schöner. So, und unten steht Sinus geteilt durch Sinus mal Cosinus. Unten steht Sinus mal Cosinus. Jetzt könntet ihr hier mit Produktregel ableiten. Das ist in Ordnung. Ich möchte aber gerne hier was an den Rand schreiben, was nicht nur hier hilft, sondern auch für den Fall, wenn ihr mal sowas wie Sinus x mal Cosinus x integrieren sollt. Kam jetzt manchmal in den letzten Wochen die Frage, bei den Kommentaren auf YouTube hier, wie man das integriert mit partieller Integration. Super einfach möglich. Eine partielle Integration, umstellen, fertig. Aber es geht noch einfacher, noch viel einfacher. Und den Trick möchte ich auch hier nutzen, weil auch der uns die Produktregel erspart. Und zwar nutzen wir die Regel für den doppelten Winkel aus. Das ist nämlich gleich 1/2 mal Sinus 2x. Das habe ich mir jetzt nicht einfach ausgedacht. Das steht auch in jedem Tafelwerk. Man kann es auch, wie war der Beweis? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, war gar nicht so schwer. Doch, es ging auch recht einfach, glaube ich, zu beweisen. Müsste ich mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall, im Tafelwerk steht, wenn jetzt hier noch eine 2 davor ist, kommt dann Sinus 2x raus. Ich habe die 2 quasi gleich hier runtergezogen, weil damit es gleich in der passenden Form ist. So, und ich will gerade sagen, dass hiermit zu arbeiten und abzuleiten es einfacher geht, weil wir keine Produktregel brauchen. Und auch wenn ihr diesen Term integrieren wollt irgendwann mal, bei der Integralrechnung irgendwann, ne, ist es sinnvoll, den erst umzuformen und dann einfach direkt zu integrieren. Braucht ihr keine partielle Integration mehr. Also ich tue das hier gerade nur, um uns Zeit zu sparen und, kleiner Wink mit dem Zaunfall, was später so auf uns zukommen kann. Moment. Es muss ja die Ableitung hier hin. Ne? Kann aber bis es trocknet noch kurz die Zeit nutzen, die Umschreibung hier oben hin machen. Genau, 1/2 mal Sinus von 2x. Minus, ja, jetzt könnte man auch hier so dieses 2 durch Pi zur Seite ziehen, also das x vom Bruch runterschubsen, weil ich irgendwie gerade schön finde. Aber wie gesagt, abgeleitet oben haben wir dann und unten abgeleitet haben wir, Sinus abgeleitet wird zum Cosinus. Und die Kettenregel hat zwei Aussagen. Zum einen, alle inneren Funktionen bleiben unverändert. Die dürft ihr nicht irgendwie verändern. Es muss 2x bleiben. Die Kettenregel hat aber noch die zweite Teilaussage, und zwar, wenn hier mehr steht als x, und das tut es ganz offensichtlich, müssen wir das noch ableiten und als Faktor davor oder dahinter hängen. Die Ableitung ist 2 und 2 mal 1/2, das löscht sich aus, das schreibe ich gar nicht mehr mit hin, das wird zu 1, darum ist der Vorfaktor weg. Und hinten, 2 durch Pi, minus 2 durch Pi ist ein konstanter Faktor, der bleibt beim Ableiten stehen und x abgeleitet ist 1, mal 1, genau wie hier, schreibe ich einfach nicht mit hin. So, das ist es. Genau, lass uns das noch kurz beenden. Also ich gucke mal, ob ihr noch Fragen speziell dazu habt. Ansonsten könnt ihr auch danach kurz noch fragen. Ja. Machen wir jetzt genau das Gleiche. Also wir führen das Ganze fort, als ob das hier der Anfang der Aufgabe wäre. Was haben wir vorhin gesagt? Schritt Nummer 1 bei jeder Grenzwertaufgabe, setzt diesen x-Wert für jedes x ein. Wenn wir Glück haben, kommt ein Zahlenwert raus. Wenn nicht, machen wir weiter. Wenn wir Pi Viertel einsetzen, haben wir hier e hoch 0 ist 1, also eine minus 1. Hier
kommt eine 1 raus. Ah, und da sehe ich schon, dass wir fertig sind, weil Tangens von Pi Viertel, haben wir gesagt, ist 1. 1 Quadrat bleibt 1. Ja, die Reihenfolge ist wichtig, erst Tangens, dann Quadrat. Bleibt 1. 1 plus 1 ist 2. Also haben wir hier eine minus 2 stehen, ja? Und hier eine minus 1. Das heißt, oben haben wir schon mal eine minus 3. Weil minus, machen wir es mal einzeln, minus 1, minus 2. Und daran weiß ich schon, dass wir jetzt fertig sein müssen. Denn es gibt keinen L'Hôpital-Fall, der oben im Zähler eine minus 3 stehen hat. Ja? Vielleicht ist es noch so ein Sonderfall wie minus 3 durch 0, wo man sagt, oh, durch 0 im Grenzwert geht ja gegen unendlich, ne? Oder minus unendlich. Aber im Endeffekt kommt jetzt das Endergebnis und nicht irgendwie noch eine weitere Rechnung, sagt mir allein der Zähler. Und wenn ich Pi Viertel einsetze hier, dann habe ich 2 mal Pi Viertel ist Pi Halbe. Cosinus Pi Halbe ist 0. Super wichtig. Ich habe mir gemerkt, Sinus Pi Halbe ist 1. Und immer, wenn einer von beiden 1 oder 0 ist, 1 oder minus 1, ist der andere 0. Also Sinus Pi Halbe wäre, Sinus Pi Halbe wäre 1, also ist der Cosinus Pi Halbe gleich 0. Und damit haben wir minus 2 durch Pi noch über. Ja, damit ist der Drops eigentlich gelutscht. Ne? Wir haben jetzt hier eine minus 3. Minus, minus cancelt sich raus. Das Pi-Doppelbruch wird nach oben gezogen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir 3 halbe Pi. Cool. Ja, schreibt ruhig, was ihr davon haltet. Eine Anmerkung, eine Frage dazu. Ich lese mal kurz, was ihr geschrieben habt. Naja. Ja, schade, dass gestern die Prüfung war, ne? Also wir, ich versuche, ja, naja, verschiedene Prüfungszeiträume, man kann das nicht allen leider recht machen. Aber für die Zukunft ist ja hochgeladen. Quotientenregel benutzt man nicht, weil Regel von L'Hôpital sagt, Zähler und Nenner getrennt ableiten. Niemals Quotientenregel machen. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Zähler und Nenner getrennt ableiten. Nicht die Ableitung von dem Ganzen machen, ja? Ist eben der Satz von L'Hôpital. Bernoulli. Nächste Woche Matheprüfung. Ja, ja, genau. Das ist ja alles perfekt hier. Ja, Zeitdruck. Mit Zeitdruck klarzukommen, man kann sich halt vor der Prüfung kann man trainieren mit Uhr. Ja? Dass man sagt, man schafft sich selber Zeitdruck. Setzt euch noch Mitbewohner in das Zimmer, der die ganze Zeit Chips isst, um euch verrückt zu machen. Keine Ahnung. Ja, genau. Erhöhte Schwierigkeit. Aber ja, jetzt machen wir es alles in Ruhe. Bei der Vorbereitung alleine nochmal genau, versucht ein bisschen mit Uhr zu machen. Fourier-Transformationen kommen wir auch noch irgendwann dazu. Nicht jetzt, ist nicht in der Prüfung. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns weitermachen, weil keine Fragen dazu sind. Genau, damit wir hier die Aufgaben. Sind wir nämlich schon bei knapp über 2 Stunden. Genau, Zeitdruck sollte man wirklich nicht unterschätzen. Denn ich habe es auch oft erlebt, dass Leute einfach Sachen perfekt konnten in der Ruhe und dann in der Prüfung eine Kleinigkeit einen rausgehauen hat. Ja, aber genau dafür sind diese ganzen kleinen Dinge, wie vorhin, ne, bei den komplexen Zahlen. Dass man Wurzel 8 zerlegt in 2 mal Wurzel 2. Das muss halt irgendwann, weil man hat das schon 1000 Mal gemacht. So, ne? Weiß ich nicht, markiert es euch jetzt nochmal fett mit dem Stift oder so. Schreibt es euch nochmal auf. Voll gut, freut mich. Danke dir, Marco. Genau, und jetzt haben wir noch eine Reihe. Und die finde ich besonders witzig, weil mir war erstmal nicht klar, ob es sich um komplexe... Also ich bin mir immer noch nicht klar, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es... Ach, im Endeffekt ist auch egal. Also ich schreibe es mal auf, dann seht ihr, was ich meine. Genau, das geht hier von k gleich 2 bis unendlich. Und dann haben wir da irgendwelche komischen Sachen stehen wie k mal minus pi hoch k minus 1. Entschuldigung, hoch k. Das k minus 1 kommt nämlich hier unten irgendwie vor. Und dann haben wir nämlich noch ein k-Fakultät mal i hoch k minus 1. Also die fand ich erstmal auf den ersten Blick interessant. Ja. Ich würde es auch nicht immer direkt als schwer verteufeln, weil es meistens eine sehr einfache Möglichkeit gibt. Genau, unendlich ist das auch immer. Keine 8, die sich ausruht.
Ja, es gibt meistens mal einfache Möglichkeit, das irgendwie zusammenzufassen. Habe ich es richtig abgeschrieben jetzt? Ja, habe ich. Und die Aufgabe können wir jetzt machen. Also, das Erste, also ich versuche immer zu erklären, wie ich da rangehe. Na? Denn auch meistens ist es auch irgendwie so wie trainiertes Rad. Man hat schon so viele Aufgaben gemacht und hat so ein gewisses Muster im Kopf. Na? Man weiß, wo es ungefähr hingehen soll. Und das müsst ihr euch eben antrainieren. Darum reden wir ja auch darüber. Also, woran ich zum Beispiel denke, ist, also was mir zuerst auffällt, ist eine Fakultät. Fakultäten sind erstmal nicht so schön. Jetzt steht in der Aufgabe, berechne den Grenzwert. Und ich so, okay, wie soll ich denn den Grenzwert einer beliebigen Reihe berechnen? Dafür gibt es keinen Trick. Wenn man das könnte, da könnten wir, weiß ich nicht, könnten wir ein Millionen-Dollar-Problem lösen. Ja? Einfach gesagt. Aber es gibt nicht den Trick, um Reihen zu berechnen. Ja, es gibt also, wenn man den berechnen soll, muss es eine spezielle Reihe sein. Sowas wie geometrische Reihen, wunderbar einfach, gibt eine geniale Formel. Teleskopreihen, genial. Ja, kann ich einfach Grenzwert machen und zack, habe ich Endergebnis. Einfach gesagt jetzt, ja. Teleskopreihen, geometrische Reihen, aber das hier mit einer Fakultät und dann noch so vielen Hoch-Ks und noch einem einzelnen K, nee, das auf gar keinen Fall ist das. Also in keinem Fall ist es eine von diesen Reihen. Das heißt, es muss eine Reihe sein, die so bekannt ist und so, also, ne, dass man einfach weiß, worauf man hinaus will. Und dann kommt der nächste Gedanke, Moment mal, ich kenne doch eine Reihe, die hat irgendwas mit Hoch-K und unten K-Fakultät. Die sieht so hier aus. Die fängt bei der 0 an, geht bis unendlich und dann habe ich x hoch K durch K-Fakultät. Diese Reihe, die ist mir bekannt. Das ist nämlich die Potenzreihe der E-Funktion. Und wenn ich mir jetzt mal das vergleiche, dann sehe ich, okay, Moment, hoch K habe ich, K-Fakultät habe ich. Einzige, was mich stört, ist dieses einzelne K, was ich irgendwie eliminieren muss, und dieser Exponent, dieses I. Ist mir auch nicht ganz klar, ist das eine komplexe Zahl, soll das jetzt eine Wurzel minus 1 sein? Ich denke schon. Ja, ich denke schon, ansonsten wäre das hier. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, das wird es das wahrscheinlich sein. Wenn nicht, können wir es auch umgehen. Ja, wir müssen es nicht als Wurzel minus 1 als imaginäre Einheit betrachten, weil es stand nämlich auch nichts da. Aber ich gehe davon aus, es wird der Aufgabe keinen Abbruch tun, ob wir es jetzt nehmen oder nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das gemeint ist. So, worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir aber das K nur an zwei Stellen wollen. Und dass der Index nicht bei 0 anfängt, ist erstmal semi-schön, aber das kriegen wir auch geregelt. Auf jeden Fall stört mich das hier und das hier, so um die Gedankenkette voranzubringen. Und das kriege ich ganz einfach weg. Ich kann nämlich zum Beispiel, weil K-Fakultät ist ja nichts anderes wie K mal K minus 1 mal K minus 2 und so weiter bis hin zur 1. Also im Endeffekt K mal K minus 1 Fakultät. Und seht ihr das? Das K von da oben steckt bereits im Nenner drin. Das heißt, ich kann hier einmal direkt kürzen. Ja? Und komme auf, ja, also wie gesagt, das K, wenn ich jetzt aber sowas habe wie K geteilt durch K-Fakultät, K durch K kürzt sich weg und K minus 1 Fakultät bleibt unten im Nenner stehen. Damit habe ich dieses eine Problem tatsächlich schon direkt behoben. Ja, um die anderen Kleinigkeiten müssen wir uns noch kümmern. Zum Beispiel, also damit das alles am Ende so dort aussieht. Was machen wir eigentlich mit diesem I? Das ist so auch einer meiner größten Ärgernisse hier. Ja? Wie gesagt, selbst wenn es nicht keine, nicht die imaginäre Einheit I sein soll, wo ich aber fest von ausgehe, kann man es genauso einfach mit Potenzgesetzen, mit dem Pi da oben irgendwie zusammenfassen. Ja? Aber wesentlich trickreicher und auch spannender und auch schöner finde ich es tatsächlich. Also mit Sicherheit ist es das. Ja? Deswegen, das muss eigentlich eine Aufgabe stehen, so solche Sachen, aber wir wissen, was der Gedanke war. Das I einfach nach oben holen. Und das geht ganz einfach, indem wir entweder mit dem komplex Konjugierten von dem I erweitern oder indem wir einfach hier Potenzgesetze nutzen. Ja, wir könnten zum Beispiel uns eine K minus 1 dazu denken. Es ist ein ziemlich wichtiger Trick, den ihr auch bei geometrischen Reihen braucht. Manchmal sowas wie 1 durch 5 hoch k. Ja? Und dann müsst ihr wissen, ah, Moment mal, ich muss ja irgendwie das in q hoch k umformen. Also ich muss es hinbekommen, dass der Exponent außen steht. Und hier ist es der gleiche Trick. Also wir denken uns denselben Exponenten dazu, weil 1 hoch was auch immer bleibt 1. Und dann können wir das k minus 1 rausziehen, was uns erheblich die Aufgabe vereinfacht. Denn wir wissen, das haben wir vorhin gesagt, deswegen schreibe ich eigentlich mal hin, ja nicht, dass jemand, der jetzt neu dazukommt, sagt, hey, was machen wir hier? Geht hier um komplexe Zahlen. Ja? Das ist die imaginäre Einheit I jetzt hier.
Dann haben wir vorhin gesagt, dass das Multiplikativ-Inverse gleich dem Additiv-Inversen ist. Also das bedeutet, wir können auch ganz einfach, wenn wir jetzt mit i erweitern im Zähler und Nenner, na, i Quadrat gleich minus 1, dann kommen wir eben auf diese Darstellung. Das heißt, dass dieser Term rutscht plötzlich nach oben in den Zähler. Ja? Also hier minus i hoch k minus 1. Und das Einzige, was uns wirklich noch stört, und das ist jetzt plötzlich dieses minus pi hoch k, denn wichtig ist doch nur, dass die Exponenten und der Term von der Fakultät, dass die gleich sind. Na gut, dann ist es, soll es halt nicht k sein, sondern k minus 1. Mir doch egal, Hauptsache es ist gleich. K minus 1 Fakultät, k minus 1 im Exponenten. Dann würde ich doch lieber noch dieses k hier wegbekommen. Und das geht ganz einfach, indem man auch wieder Potenzgesetz nimmt, indem wir einfach ein einzelnes minus pi, einen einzelnen Faktor abspalten. Seht ihr das? Potenzgesetze, wenn die Exponenten, wenn die Basen gleich sind, können wir die Exponenten addieren. Also tatsächlich, dieses Zerreißen dürfen wir tun, das ist erlaubt. Und das mache ich aber aus dem einfachen Grund, damit diese Exponenten und dieses Fakultätding hier, dass die gleich sind. Dass ich das jetzt wunderschön zusammenfassen kann und gleich mit der E-Reihe arbeiten kann. Also jetzt habt ihr mal meinen kompletten Gedankengang nachvollziehen können, wie ich an diese Aufgabe rangehe. Natürlich, das zu erklären dauert irgendwie 20 Mal länger, als wenn man es einfach schnell aufschreibt. Ja. Aber diese Gedankengänge solltet ihr in der Prüfung auch drauf haben. Das ist die eigentliche Aufgabe. Nicht das Ausrechnen ist ja quasi nur wie ein, ich lege euch hier Stolpersteine in den Weg, damit ihr mir zeigen könnt, wie ihr diese Probleme bewältigt. Also, ne? Darum auch so kleinschrittig mit so kleinen Aufgaben, das ist die Idee. Kannst du bitte nochmal erklären? Ja, kann ich machen. Gute Anmerkung. Die Idee, um das i aus dem Nenner wegzubekommen, ist mit dem Komplexkonjugierten des Nenners zu erweitern. Das Komplexkonjugierte des Nenners, also Komplexkonjugierte von i, ist eine minus i. Wir dürfen also minus i im Zähler und Nenner dran multiplizieren, ohne dass sich was verändert. Hat aber den Vorteil, dass wir jetzt unten haben, i mal i ist i Quadrat und i Quadrat ist eine minus 1. I Quadrat ist eine minus 1. Das bedeutet also, wir haben hier minus minus 1 wird zu einer plus 1, also bleibt da eine minus i über. Und das ist halt aber so elementar, dass ich es mir an eurer Stelle mir auswendig einprägen würde. Klar könnt ihr jedes Mal diese kleine Rechnung machen, ja. Aber bitte prägt euch ein, Kehrwert von i ist, also ne, Multiplikativinverse von i ist gleich Additivinverse von i. Das wäre ziemlich gut. Wie kommt die i hoch k minus 1 plötzlich in den Zähler? Das haben wir, und zwar habe ich dieses 1 durch. Guck mal, das ist ja im Grunde 1 durch i, ne? 1 durch i. Den haben wir umgeformt zu nur i. Das ist der Grund, warum es auch einmal oben steht. Also ich mache das jetzt immer in Bezug auf den gesamten Term. In Bezug auf den ganzen Term steht es im Nenner. Und nach der Umformung steht es im Zähler. Eintel, ne? Und eine 1 oben das i. Das ist der Grund. Und genau, im Detail nochmal die Erklärung war das hier. Mit dem komplex konjugierten des Nenners erweitert. Ja, genau. Gut, danke der Nachfrage. Das ist wichtig. Fragt mich bitte. Dafür sind wir ja hier. Man kann es mit Partialsummen lösen. Könnte man sicherlich. Ich möchte es auf diese Weise lösen. Ich möchte jetzt hier oben weitermachen. Also es geht hier unten weiter. Ja. Und was ich jetzt gerne tun möchte, ist, ich ziehe dieses minus pi aus der Reihe raus. Das darf ich machen. Ist ein konstanter Faktor. Der hat nichts mit dem k zu tun. Ja. Und jetzt sind wir im Grunde schon fast mit der Aufgabe fertig. Guck mal, ich möchte jetzt nur nochmal dieses Rechengesetz von hier benutzen. Also das ist ein anderes Rechengesetz, stimmt. Hier war, wenn die Basen gleich sind, werden die Exponenten addiert. War ein Potenzgesetz, was ihr wissen müsst. Und wenn die Exponenten gleich sind, dann dürfen wir die einzelnen Basen dann hier multiplizieren. Das heißt, minus i mal pi bedeutet also i mal pi. Und unten die k minus 1 Fakultät. Und jetzt haben wir doch unser Ziel erreicht. Wir wollten, dass der Exponent und das Ding von der Fakultät, dass die gleich sind für die E-Reihe. Jetzt sieht es noch nicht ganz so aus. Irgendwie, es sollte ein k sein. Es sollte bei der 0 starten, nicht bei der 2. Aber das ist so der letzte kleine Schliff. Den gemeinen, schweren Teil haben wir hier bei diesen Nebenrechnungen gemacht. Jetzt wird es super einfach. Ich gucke mal, ob ihr das schon das Stichwort geschrieben habt. Ansonsten sage ich es gleich. Ich frage nur die Frage, warum erweitert man mit minus i durch minus i und nicht einfach mit, kann man auch machen. Ja, du hast recht, man kann auch mit i durch i erweitern. Ich wollte es jetzt nur
getreu dem Motto machen, immer mit dem komplex konjugierten des Nenners, weil das ja bei anderen Aufgaben auch so ist. Klar, speziell hier, wenn man ein bisschen nachdenkt, ich kann auch I durch I nehmen. Ja. Es sollte nur nicht abweichen von dem allgemeinen Schema, wer jetzt vielleicht noch nicht so sicher ist. Das war der Grund. Ja. Aber du hast recht, gut, dass du es hinterfragst. Das zeigt mir, dass du es so verstanden hast, dass man das auch manchmal eleganter lösen kann. Foyer mit mehreren, ja, Foyer kommt noch. Indexverschiebung, das wollte ich hier hören. Das freut mich. Indexverschiebung, genau. Was man machen darf, ja, ist folgendes. Wenn ihr jetzt k gleich 2 einsetzt, dann ist doch das erste, was man hier, die erste Zahl, die man hier hat, eine 1. Ne? Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte, dass es weiterhin dieselben Zahlen bleiben. Nur eben, ich möchte, dass hier oben ein K steht und unten auch ein K-Fakultät, einfach damit es wieder dem hier noch einen Schritt näher, noch einen Schritt ähnlicher ist. Jetzt muss ich mich aber fragen, was muss denn jetzt das K sein, damit ich auch, wenn ich eine 2 einsetze, bin ich bei 1, ne? Was muss ich jetzt hier starten lassen, damit ich auch eine 1 habe? Naja, bei 1. Ist jetzt ein bisschen nicht sehr mathematisch gewesen, ich erkläre es auch nochmal auf einem schöneren Weg. Es geht nur darum, dass die Indizes, also wenn man es eingesetzt hat, dass denn dieselben Summanden sind. Und das ist ja offensichtlich erfüllt, weil ich setze eine 2, also 2, dann habe ich eine 1, eine 3, dann habe ich eine 2. Ne? Genauso, eine 1, eine 2 und so weiter. Was hier aber genau passiert ist, ist die Indexverschiebung und die funktioniert folgendermaßen. Ihr könnt jedes vorkommende K hier drinnen, jedes, also ihr müsst auch jedes, ihr könnt euch nicht einzelne aussuchen, jedes K, das es gibt, das und das, um 1 erhöhen, habe ich gemacht, seht ihr das? Um 1 erhöht, bin ich auf K gekommen. Wenn ich aber diese Ks um 1 erhöhe, muss ich diese Grenze um 1 verringern. Das ist so, es muss sich ausgleichen, wie so eine Bilanz quasi, ne? Wie ist denn mit der Waage? Ja. Also, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich hier das K um 1 erhöhe, ja, dann muss ich es hier verringern, damit ich am Ende wieder, damit sich das ausgleicht. Ja. Im Endeffekt sollen es dieselben Summanden sein. Und das müsst ihr euch merken, das heißt Indexverschiebung. Wenn ich von unendlich 1 abziehe, bleibe ich bei unendlich. So, und jetzt bin ich fast am Ende. Eine 0 brauchen wir noch, dann können wir die E-Reihe benutzen. Und die 0 kriegen wir hin. Ja, klar, Indexverschiebung wäre möglich. Aber wisst ihr was? Lasst uns doch einfach diesen nullten Summanden, also mit der Indexzahl 0, lasst ihn uns doch einfach dazu nehmen. Dann guckt mal, das hier sind alle Summanden von 1 bis unendlich. Uns fehlt der Summand mit der Indexzahl 0. Was ich jetzt tue ist, ich nehme mir diese 0 dazu. Ja, ich nehme sie dazu, was ja erstmal falsch ist, denn das ist ja ganz offensichtlich verschieden. Die haben zwar unendlich viele Summanden gemeinsam, aber der hier hat einen Summanden mehr als der hier oben. Und zwar mit der Indexzahl 0. Und der eine, der hier zu viel vorkommt, den ziehe ich einfach wieder ab. Ja, dieser eine, der zu viel vorkommt, ziehe ich einfach wieder ab. Dann sind die nämlich wieder gleich. Und zu viel vorkommt tut der mit k gleich 0. Also ich mache hier noch, ich schreibe es auch ganz provokant so hier auf, ne? Damit ihr genau seht, wo es herkommt. Der mit der Indexzahl 0. Jetzt verstehe ich auch, was mit diesen Partialsummen gemeint war. Ich denke, das sollte in diese Richtung gehen, dass man, im Endeffekt haben wir gerade hier, haben wir Partialsummen genommen. Also wenn das jetzt die Intention war, dann hatte ich das so eigentlich vor. Ich wusste nur nicht genau, worauf du hinaus wolltest. Genau, und wir werden auch gleich mal kurz, was ihr davon haltet, kurz besprechen. Aber irgendwas hoch 0 ist gleich 1, bei Potenzreihe 0 wäre selbst 0 hoch 0 gleich 1, ganz wichtig. 0 Fakultät ist auch 1, also das ist ein 1. Und das hier ist unsere lang ersehnte Exponentialfunktion. Und das, was hier steht, ist I mal Pi, ne? Das steht im Exponenten, I mal Pi. Und jetzt könnte man das so stehen lassen, e hoch ip minus 1. Und auch wieder so ein Indiz, warum ich denke, dass es wahrscheinlich Wurzel aus minus 1 ist, weil e hoch ip, das hatten wir vorhin schon, um das in kartesische Form zu bringen, brauchen wir nur den Cosinus von dem Pi und den Sinus von dem Pi. Also im Endeffekt ist dieser ganze e-Term nichts anderes wie Cosinus von Pi plus I mal Sinus Pi, das ist gerade die Euler-Formel. Sinus Pi ist gleich 0 und Cosinus Pi ist gleich minus 1. Minus 1 minus 1 ist minus 2. Minus 2 mal dem dort vorne, machen wir es kurz, ist gleich 2 Pi. Finde ich ein wunderschönes Ergebnis und deswegen auch wieder ein Grund mehr zu glauben, dass das eigentlich ursprünglich eine imaginäre Einheit sein sollte. Cool.
Was hattet ihr für Fragen? Eine wilde Aufgabe. Ja, mir hat sie auch sehr gefallen. Also das macht schon ein bisschen was her, ne? So viele Grundlagen, die man in nur einer Aufgabe wiederholen kann. E hoch I Pi gleich minus 1, ne? Das ist ganz wichtig. Ja. Könnte man auch nochmal im Einheitskreis erklären, wenn man sagt nämlich Pi, also man befindet sich auf dem Einheitskreis, so, ne? Alles hier mit Radius 1. Und jetzt hat man im Winkel Pi, das bedeutet 180 Grad. 180 Grad von hier ausgehend sind wir hier. Ja, darum eine minus 1. Da war noch eine Frage gerade. Warum K-Fakultät? Warum? Ja, das lag an der Indexverschiebung. Wir haben jedes K, also ich wollte unbedingt erzwingen, dass es so aussieht wie da oben, damit ich diese Reihe nutzen kann. Das ist, wenn es, also es war keine bekannte Reihe, aber die Aufgabe lautet, bestimme den Grenzwert. Und dann denke ich mir, okay, ich kann doch aber nur von Reihen, die ich kenne, einen Grenzwert ausrechnen, weil es gibt nicht Grenzwerte von Reihen, es gibt nicht diesen universellen Trick. Wenn es so wäre, wären wir, weiß ich nicht, dann hätten wir Probleme gelöst, von denen ich euch gerne mal ein andermal erzähle. Ja? Unglaubliche Sachen hätten wir dann schon gelöst. Aber das geht einfach nicht. Es muss also zu etwas Bekanntem zurückzuformen sein. Meine Idee war vielleicht erst eine geometrische Reihe, aber da hat mir das K-Fakultät einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, das sieht doch so ähnlich aus wie das. Also habe ich alle meine Anstrengungen auf mich genommen und versucht, das dahin umzuformen. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Ja? Kann man so im Kopf grob abschätzen, was die Schritte sind? Das solltet ihr vielleicht auch trainieren. Erst mal Gedanken machen, bevor es losgeht. Aber ja, also ich weiß nicht, wenn man vielleicht das Ziel vor Augen hat, ist es eben schon recht einfach möglich, denke ich, zu erreichen. Ja, warum K-Fakultät? Genau, Indexverschiebung haben wir um 1 erhöht, das K. Ja, wir wollten, dass es so aussieht wie dort. Mussten aber, wenn wir das K hier um 1 erhöhen, dort um 1 verringern, damit es wieder ausgleicht. Ja, wie so eine Waage. Naja, dann machen wir gleich vielleicht. Genau, The Big Void hat es nochmal gut zusammengefasst. Dankeschön. So viel. Genau, ist ja auch kein Problem. Deswegen machen wir es auch so ausführlich, ja, und rasen hier nicht durch, damit wir die ganzen Grundlagen nochmal gemeinsam wiederholen. Ich denke nämlich, dass es wesentlich wertvoller für euch ist und auch für alle anderen, die jetzt nicht gerade an dieser Uni hier sind. Ja. Muss ich für solche Aufgaben viele Potenzreihen auswendig lernen, damit ich, gute Frage, nein. Die wichtigsten Potenzreihen auch für alle Leute, die etwas mit Taylor-Entwicklung zu tun haben, sind die geometrische Reihe. 1 durch 1 minus q und die Exponentialreihe. Also ich denke nicht, dass, also die andere steht ja da oben, ne? Ich schreibe sie nochmal hin. Ich denke nicht, dass ihr mehr noch auswendig drauf haben müsst. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, also ich habe, glaube ich, habe ich gerade noch eine drauf, für den Logarithmus vielleicht noch. Ja, aber eigentlich nicht. Eigentlich sind das die wichtigsten. Ansonsten fragt nochmal euren Dozenten, was eigentlich, wo er vielleicht oder sie das denkt, dass das wichtig wäre. Quotientenkriterium wird gefragt, würden wir benutzen? Genau, Quotientenkriterium benutzen wir, wenn nach Konvergenz gefragt ist. Hier war nicht nach Konvergenz gefragt, sondern es wurde vorausgesetzt, es konvergiert und berechnet den Grenzwert. Ja? Und selbst wenn da steht, überprüfe die Konvergenz und bestimme gegebenenfalls den Grenzwert, könnt ihr Folgendes tun. Ihr könnt auch einfach gleich ausrechnen und sagen, ja, kommt doch was raus. Scheint ja wohl zu konvergieren. Ja? Konvergenz heißt nur, es kommt genau ein endlicher Wert als Ergebnis raus. Das heißt Konvergenz, nochmal einfach gesagt. Ja? Und es tut es, die Reihe konvergiert. Also ich brauche hier kein Kriterium. Aber ja, Quotientenkriterium könnte man nehmen zum Überprüfen der Konvergenz. Aber ich glaube, naja, ist ungefähr gleicher Aufwand, nur dass wir gleich das Ergebnis haben. Und beim Quotientenkriterium kriegen wir nicht das Ergebnis. Ja? Nur eine Aussage über die Konvergenz, ja oder nein. Die Geo-Reihe, wir haben eine harmonische Reihe und die Leibniz-Reihe. Ja, die sind wichtig. Die habe ich erstmal so ein Video gemacht mit Übersichten über die wichtigsten Reihen, aber das sind die einzigen, wo ihr dann auch Grenzwerte ausrechnen könnt. Teleskopreihen natürlich noch, ja. Gut, jetzt, ich glaube, reicht an der Stelle erstmal. Also ja, okay, danke schön. Ich habe nämlich eben noch dran gedacht, aber jetzt nicht mehr klar. Ansonsten, sehr gut. Klappt es nicht, weil wir können ja nicht durch Null teilen und auch genau, würden sich auch bis zur Divergenz sonst aufschaukeln, wenn sie größer werden, betragsmäßig. Können wir mal eine Teleskopreihe machen? Ja, aber nicht jetzt, aus Zeitgründen.
Genau, ich kann auch gerne auf meinen Online-Kurs verweisen, folgenreihen Differenzengleichungen. Ich würde es aber auch so mit euch machen, das ist jetzt kein Problem, das ist nur wegen der Zeit. Wir sind schon bei 2,5 Stunden und wir müssen unbedingt noch wenigstens diese Induktion machen. Ne? Damit wir das auch schlüssig hier, damit wir das abschließen können. Das muss ja irgendwie einen Sinn haben, wer sich später die Livestreams anschaut, soll irgendwie konsistent sein. Hätte gerne noch das Taylor-Polynom gemacht, weil es wunderbar zur Analysis passt, aber dann machen wir es halt danach. Wen juckt's, ja? Aber die Induktion zumindest, damit wir nachher keinen zeitlichen Nachteil haben. Das Endergebnis haut hin. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, es sei denn, ihr sagt, das haut nicht hin. Ihr könnt mal bei Wolfram Alpha eingeben. Habe ich auch nicht gemacht, aber bin mir ziemlich sicher, das klappt. Wie kommst du? Wir können auch kurz drüber reden, solange ihr das mal. Geht's mal Wolfram Alpha ein. Die Reihe. Warum nicht? Ja. Solange gucken wir uns mal die Fragen an. Wie kommst du von e hoch 1 Pi? Ja, ah ja. Das hier, das heißt Euler-Formel. Jeder, der es mit komplexen Zahlen zu tun hat, der braucht das. Wenn du es nicht mit komplexen Zahlen zu tun hast, brauchst du es nicht. Ja. Es ist einfach, genau, das ist dieser Zusammenhang, wie man drauf kommt, mit Hilfe von Potenzreihen. Aber da wir den Beweis nicht jedes Mal machen wollen, prägen wir es uns einfach auswendig ein. Ja. E hoch i Phi ist gleich Cosinus Phi plus i mal Sinus Phi. Elektrotechniker hassen es wahrscheinlich, das immer wieder zu hören. Das ist besonders wichtig. Ja. Merkt euch das. Das ist einer der wichtigsten Zusammenhänge von komplexen Zahlen. Warum i mal Pi hoch 0 gleich durch 0 Fakultät? Weil hier bei den beiden Reihen, ja, es geht ja hier weiter. Wir wollten unbedingt, dass die Reihe bei 0 startet. So. Aber wenn ich die nur bei 0 starte, habe ich ja einen Summanden dazugenommen. Diese Reihe hat einen Summanden mehr als die Reihe. Und zwar den Summanden mit dem Index k gleich 0. Das heißt, die sind nicht gleich. Das und das sind nicht gleich. Hier, der Wert ist größer als der. Da gibt es einen Summanden mehr. Und damit das aber wieder gleich ist dem hier oben, muss ich diesen einen Summanden, der hier zu viel ist, abziehen. Das tue ich hier, Minus, ich ziehe ihn ab. Und wie lautet der Summand, der hier zu viel ist, der hier aber nicht vorkommt? Naja, das ist genau der, wenn man k gleich 0 einsetzt. Darum, siehst du das? Einfach eingesetzt. Den habe ich dann abgezogen, genau. Damit die wieder gleich sind, aber ich hier die Potenzreihe von der E-Funktion nutzen kann. Okay, dann werden wir das Ganze abschließen. Mit einer vollständigen Induktion. Und dann gibt es eine kleine Mittagspause. Wow, ich bin natürlich wieder weit übers Ziel hinausgeschossen. Wahrscheinlich ist einfach, also meine Theorie ist, dass ich wahrscheinlich so grundlegend die Vorstellung habe, dass ich so 2, 3 Stunden ist okay. Ja. Das Aufsplitten in 2 Livestreams, dann ist es eher so wie, naja, dann, also an, dann erklären wir einfach Dinge genauer. Ja. Kommen am Ende auf die gleiche Zeit raus. Schaffen irgendwie gefühlt die Hälfte der Aufgaben, aber Dinge sind genauer erklärt. Aber wenn ich drüber nachdenke, dann finde ich das eigentlich ganz gut. Ja? Also wenn ihr jetzt alle was dagegen habt und ihr durchrauschen wollt, gerne. Ich baller das auch gerne mit euch runter. So. Aber ich denke, für euch ist es eben wertvoller. So, Fourier und Laplace kommen später noch, also nicht heute. Kinematik. Was genau mache ich hier eigentlich? Ja. Aber es könnte dir sehr hilfreich sein. Ne? Das ist ja die Idee. Die Pause kommt gleich nach der Induktionsaufgabe und dann ja, wird es vielleicht entspannter, weil es dann irgendwie ein anderes Thema ist. So, und zwar ist die Aussageform Produkt k gleich 0 bis n. Es ist ein großes Pi, ne? Das steht für ein Produkt. Summzeichen steht für, wir machen plus, 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 plus. Produktzeichen steht für, die einzelnen werden multipliziert. Mal, 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 mal. Sind Faktoren dann. Ja? Und um auf die einzelnen Faktoren zu kommen, setzt man nacheinander für das k die Zahlen 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter ein, bis man das n erreicht. Und interessanterweise, zumindest unter Vorbehalt erstmal, soll das immer gleich 2 hoch n plus 1 sein, geteilt durch n plus 2. Also für jede natürliche Zahl n soll das hier irgendwie funktionieren. Das steht irgendwie noch dahinter, beweise das für alle natürlichen Zahlen. Ja, mal gucken. Ich
Weiß es ja auch nicht. Aber wenn da schon steht, beweise das, dann gehe ich mal davon aus, wird schon stimmen. Genau, und wir können das, also man könnte es bestimmt irgendwie auf dem direkten Weg zeigen, was ein bisschen crazy wäre. Aber die Aufgabe lautet direkt, benutze die vollständige Induktion. So. Und die vollständige Induktion ist eine Beweismethode, die auf dem fünften Peano-Axiom beruht. Die natürlichen Zahlen sind oder werden zum Beispiel definiert über fünf Axiome, die Peano sich ausgedacht hat. Also quasi so das, also die grundlegendsten Bausteine, die man irgendwie braucht, um da irgendwas zu definieren. Also man versucht dann natürlich immer so viel wie möglich wegzulassen. So, und das fünfte Peano-Axiom, das Induktionsaxiom, trifft eine Aussage, also lautet wie folgt, also ungefähr sinngemäß, wenn eine Aussageform für die kleinste und für jede natürliche Zahl, die Aussageform erfüllt, auch der Nachfolger dieser Aussageform erfüllt, dann folgt daraus, dass alle natürlichen Zahlen diese Aussageform erfüllen. Mal einfach gesagt. Das bedeutet, wir gehen jetzt in drei Schritten vor. Schritt 1, wir zeigen, dass es für die kleinste nur mögliche Zahl funktioniert, für die kleinste natürliche Zahl. Setzen wir voraus, dass es eine feste, aber beliebige Zahl n gibt, die das erfüllt und beweisen, dass auch der zugehörige Nachfolger die Aussageform erfüllt. Und dann folgt laut diesem fünften Peano-Axiom, dass alle natürlichen Zahlen diese Aussageform erfüllen. So, genau, ist diese Aussage dann. Ja. Ja, die ist eigentlich ganz, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ne? Machen wir die mal. Wir beginnen mit Schritt 1. Wir zeigen, dass das hier für die kleinste natürliche Zahl erfüllt sein soll. Jetzt kann man sich drum streiten, ist die kleinste natürliche Zahl die 0 oder die 1? Die Informatiker sagen 0, die Leute aus der Zahlentheorie sagen die 1. Könnte man auch sagen, es gibt eine DIN-Vorschrift, die sagt, 0 ist eine natürliche Zahl. Ich würde es einfach danach richten. Also guckt in euer Skript, ja, da steht es auf jeden Fall. Ich würde es hier dran ausrichten, das kleinste k ist eine 0, also ja, wird wahrscheinlich das auch für n gleich 0 klappen. Wenn nicht, dann nehmen wir n gleich 1. Ja? Aber wird schon funktionieren. Und wenn wir jetzt die 0 einsetzen, machen wir das mal hier, dann bekommen wir, ach so, genau, nur mal zum Verständnis, es ist ein Produkt, wie gesagt, ne? Alle einzelnen Dinger, die hier rauskommen, werden multipliziert, sind Faktoren. Und die kleinste Zahl, die wir für das k einsetzen, ist 0. Und die größte Zahl, die wir für das k einsetzen, ist auch 0. Viele verstehen es falsch. Eigentlich steht sowas hier da. Ja? Von k gleich 0 bis k gleich n. So war das früher geschrieben. Ich habe mal ein altes, für meine Bachelorarbeit ein altes Paper gelesen von Riemann, höchstpersönlich. Und der hat das früher so geschrieben. Ja? Und du denkst, also ja, logisch, verstehe, was du meinst, aber ein bisschen übertrieben, weil das hat man halt früher so geschrieben. Heute lässt man es weg, aber viele sind dann eben verwirrt und denken sich, hä? Warum wird das denn auch für das k eingesetzt? Naja, weil es auch ein k ist. K sind alle Zahlen von da bis da. Ja, k ist so, sind mehrere Zahlen. Aber hier ist es so, dass die kleinste Zahl, die wir für das k einsetzen, eine 0 ist und die größte Zahl, die wir einsetzen, auch eine 0 ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir setzen nur die 0 für das k ein. So, jetzt mache ich es mal super ausführlich hier, wie man es eigentlich gar nicht machen bräuchte. Na, jetzt kommt eine 1 raus. So, und die Aussage wäre jetzt für n gleich 1 erfüllt, wenn auch auf der rechten Seite eine 1 rauskommt. Ich mache mal aus Platzgründen hier weiter. Wenn wir jetzt, n gleich 0 dort oben einsetzen, haben wir 2 hoch 0 plus 1 durch 0 plus 2. Also 2 hoch 1 bleibt 2, 2 durch 2 tatsächlich ist auch eine 1. Und da die beiden gleich sind, check, Induktionsanfang ist geglückt. Gut, wenn das hier nicht gleich sein sollte, dann ist entweder die Aussage falsch oder wir haben uns irgendwie verrechnet. Weil wenn da schon steht, zeige das mit voll, beweise das hier mit vollständiger Induktion, dann wird es ja wohl nicht beim kleinsten n schon scheitern. Ja? Also in dem Sinne, das wird schon klappen. Dankeschön. Ah, Alex, du hast sogar, wow, du hast sogar die mit den Quantoren die Schreibweise rausgesucht. Dankeschön. Genau, das ist das fünfte Peano-Axiom. Und das nutzen wir hier gerade aus. Genial. Jetzt kommt der zweite Schritt, Induktionsvoraussetzung. Hier ist es ganz wichtig, da habe ich mit einer Logikerin mal drüber gesprochen, dass wir jetzt, das wird auch den Logikern das jetzt recht zu machen, darauf achten sollen, ein festes, aber beliebiges n zu wählen, das diese Aussage erfüllt. Das ist unsere Voraussetzung. Ne? Induktionsanfang, Induktionsvoraussetzung. Und um das auszudrücken, schreibt ihr hin, sei.
sei n, und jetzt schreibt er das hier hin, Element n. Ja, wenn hier steht n größer gleich 5, schreibt auch hier n größer gleich 5 hin. Na, immer übernehmen. Und ja, das bedeutet, es gibt eine feste, aber beliebige, oder eine beliebige, aber feste Zahl n, ja, die jetzt exakt das dort oben erfüllen soll. Wisst ihr was, ich mache das mit Farbe, weil hier kommen viele durcheinander bei der vollständigen Induktion, weil sie nicht genau wissen, wie sie es aufschreiben müssen. Ich mache es mit Farbe. Rot steht jetzt für die Induktionsvoraussetzung. Also k gleich 0 bis n, 1 plus k durch k plus 2 ist gleich, ist ein bisschen langweilig, ne? Es wird nur abgeschrieben. Aber immerhin, gibt sichere Punkte in der Prüfung. Also, wir nehmen uns jetzt laut Induktionsaxiom eine beliebige, aber feste Zahl n heraus, für die die Aussage erfüllt sein soll. Das ist wichtig. Ja? Das ist wichtig, ja. Genau, wenn es leckt, immer noch kurz zurückspulen, ja, ist wahrscheinlich meine Verbindung. Aber hatten wir ja vorhin schon. Spring kurz zurück, leb kurz in der Vergangenheit, dann soll es flüssig laufen. So, was wir jetzt zeigen sollen, ist, dass wenn es für diese feste, aber beliebige Zahl funktioniert, auch für deren Nachfolger funktioniert. Wenn wir das beweisen können, folgt aus dem fünften Peano-Axiom, dass für alle natürlichen Zahlen die Aussage erfüllt ist. Das bedeutet, wir machen genau das Gleiche jetzt, also zu zeigen schreibe ich hin. Also das ist das, was wir am Ende als Ergebnis rausbekommen wollen. Zu zeigen ist, dass das Gleiche auch für den Nachfolger gilt. Ihr werdet jetzt einfach jedes vorkommende n ersetzen durch n plus 1. Das ist super einfach. Ja, ihr müsst gar nicht krasse Rechnungen machen. Ihr macht einfach, aus n macht ihr jetzt ein n plus 1. Okay? Die k's lasst ihr unberührt. Auf gar keinen Fall hier eine plus 1 dranhängen. Auch so ein klassischer Fehler, den ich gerne in meiner Prüfung sehe. Nein, auf keinen Fall machen. Und hier oben, wenn ihr da eine n plus 1 draus macht, dann wird, gut, da könnt ihr direkt aus plus 1 könnt ihr eine plus 2 machen. Ne? Das ist ja in Ordnung, oder auch aus einer n plus 2 eine plus 3. Es geht um den Nachfolger. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr habt jedes n ersetzt durch den zugehörigen Nachfolger n plus 1 und hier auch gleich zusammengefasst. Das sollen wir zeigen. Wenn wir das beweisen können, folgt nach dem fünften Peano-Axiom, dass wir alles richtig gemacht haben. Die Aussage haben wir dann aber die Aufgabe erfüllt. So, und jetzt kommt genau dafür, um diesen Zusammenhang zu beweisen, der Induktionsschritt oder Induktionsschluss. Und jetzt wird es ziemlich einfach, also bisher war es ja nur Abschreiben, aber jetzt wird es einfach, wenn ihr eine Kleinigkeit beachtet. So der absolut häufigste Fehler bei Induktionsaufgaben, der passiert jetzt. Also super gut aufpassen, ja, dann passiert euch nicht mehr. Was heißt nicht mehr, will jetzt niemand was unterstellen hier. Ja. Auf jeden Fall, ihr startet mit dem erstgenannten von dem zu zeigen hier, ne, mit dem hier. Damit startet ihr. Da muss man auch noch nicht viel drüber nachdenken, das ist einfach nur simples, blödes Abschreiben. Da muss man kein Mathematiker für sein, um bis hier hinzukommen. Das war ja lediglich Abschreiben und hier mit n plus 1 ersetzen. Jetzt kommt aber der häufigste Fehler überhaupt. Ich muss mal gucken, ob ihr noch eine Frage dazu hattet. Machen wir es ein bisschen spannender. Stimmt die? Okay. Genau, hoffentlich ist die okay. Schauen wir uns mal an. Die Idee ist, dass ihr jetzt dieses Produkt zerlegt. Oh, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Kacke gemacht hier. Warte mal, ich mache mal ein bisschen ordentlicher. Ja. So. Die Idee ist jetzt, dass ihr Folgendes macht, dass ihr dieses Produkt oder auch mal die Summe, je nachdem, was es ist, Produkt oder Summeninduktion, von dem Induktionsschritt, von dem hier, dass ihr das zerlegt, so dass die Induktionsvoraussetzung zum Vorschein kommt. Denn ihr müsst wissen, ihr könnt die Aufgabe nicht abschließen, ohne die Induktionsvoraussetzung benutzt zu haben. Das ist zwingend notwendig, dass ihr sie braucht. Ja, das ist ja gerade darin begründet. Vorausgesetzt, das gilt für n, dann folgt daraus, es gilt auch für n plus 1. Also wir müssen das hier nutzen. Ja? Also versucht ihr, dieses Produkt so umzuformen, dass dieses Produkt zum Vorschein kommt. Und das geht super einfach und deswegen schreibe ich mal ganz provokant schon mal dieses rote Produkt hin. Ja? Und ergänzen dann gegebenenfalls hinten noch eine Kleinigkeit, damit das wirklich gleich ist. Also ganz offensichtlich ist das und das nicht gleich. Ja, das ist falsch, wie es da steht. Da kommt noch was dahinter. Aber was dahinter kommt und in welcher Form das dann noch hingeschrieben wird, das müsst ihr halt, das ist halt so der häufigste Fehler, darüber müssen wir kurz reden.
Vielleicht habt ihr ja schon eine Idee. Ich versuche es ein bisschen rauszuzögern, dass jemand schon mal die. Vielleicht habt ihr schon mal die Idee, wie man es machen kann. Da kommt noch was hinten dran. Im Endeffekt, ich versuche es kurz abzureißen. Ich hatte ja schon vor kurzem auch noch mal ein paar Videos hochgeladen zur vollständigen Induktion. Hier sind, also sind ja alles Faktoren. Wir setzen die 0 ein. Ja? Also wenn wir jetzt hier die 0 einsetzen, haben wir 1 plus 0 durch 0 plus 2. Ne? Dann kommt ein Malzeichen, weil es ja Faktoren sind. Und wir setzen die 1 ein. 1 durch 1 plus 2. Und so weiter und so fort. Und das Ganze geht so lange weiter, bis man bei erstmal bei dem n ist, also bei 1 plus n durch n plus 2. Und dann geht man noch einen Faktor weiter. Jetzt wird es ein bisschen eng hier. Man macht das Ganze noch mit dem n plus 1. So. Und was ich damit eigentlich nur sagen möchte, ist, dass all diese Faktoren hier bis hin zu, dass man n plus 1 eingesetzt hat, das ist gerade das blaue Produkt. Und wenn ihr das rote Produkt haben wollt, also nur bis zum n gehen wollt, ja, dann ist es das hier. Und wenn ihr das mal vergleicht, dass dieses rote Produkt, ja, steckt vollständig in dem blauen Produkt drin. Nur das blaue Produkt hat genau einen Faktor mehr. Und zwar den Faktor mit der Indexzahl n plus 1. Mit dem n plus 1. Ne? Das heißt also, um von hier nach hier zu kommen, mal gucken, ob es jemand geschrieben hat, dann sage ich es einfach. Genau, mal. Sehr gut. Man multipliziert einfach den hinteren noch dran. Wenn man also das rote Produkt mal dem hinteren macht, ja, dann kommt man zum blauen Produkt. Ich weiß, ich hatte das super umständlich und lang, also ich hoffe nicht umständlich, aber ich habe es wieder ein bisschen lang erklärt. Ja. Aber nur, dass ihr nochmal ganz genau versteht, was hier eigentlich passiert. Und viele machen halt den Fehler, sie machen es einfach nicht ganz richtig. Viele machen zum Beispiel sowas wie, dass sie nur mal n plus 1 schreiben, sowas. Ne? Nein, man muss das n plus 1 hier für jedes vorkommende k einsetzen. Und dieser entstehende Faktor, der kommt dann hier hin. Wenn es ein Summenzeichen ist mit Plus, bei einem Produktzeichen mit einem Mal. So, aber jetzt wird es wieder super einfach, ja, wie versprochen. Darum habe ich es auch farblich gemacht. Das Blaue ins Blaue, das Rote ins Rote. Ich mache es jetzt auf dem direkten Weg. Erkläre auch gleich noch, dass man es eventuell anders, minimal anders machen könnte. Aber es ist in Ordnung, dass ihr das tut, weil wir gleich Äquivalenzumformungen benutzen. Das Blaue ins Blaue, das Rote ins Rote. Darum ist es super einfach, sich auch hier an der Stelle zu merken. Also bis dem zu zeigen, war es ja nur abschreiben. Induktionsschritt war nur mal kurz drüber nachdenken, den Fehler bitte nicht machen. Also hier drauf achten bitte. Und jetzt wird es auch wieder einfach. Ihr habt zwei verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, eine schöne Möglichkeit ist die, die ihr auch in den Übungen wahrscheinlich gemacht habt, Tutorien, Vorlesungen. Die geht folgendermaßen, das ist so quasi, wenn man jetzt als Professor oder so ganz cool sein will, dann formt man die rechte Seite so lange um, bis die linke Seite bei rauskommt. Das ist so der Standardweg. Das ist auch bei Ungleichungen wichtig, ja? Und bei Teilbarkeitsinduktion zum Beispiel. Aber speziell im Fall von Summen- und Produktinduktionsaufgaben kann man auch das Endergebnis schon mal auf der linken Seite einsetzen. Und anstatt jetzt die rechte Seite, wenn man so cool ist, das so umformt, dass die linke bei rauskommt, kann man auch Äquivalenzumformungen nutzen. Also man kann diese Gleichung platt machen. Man kann Rechenoperationen anwenden auf beiden Seiten und am Ende zeigen, dass linke und rechte Seite wirklich gleich sind. Im Sinne von 0 gleich 0, 1 gleich 1, n gleich n. Ja? Wenn man das zeigen kann mit Äquivalenzumformungen, dass die beiden gleich sind, folgt daraus auch, Bedeutung von Äquivalenzumformung, dass das hier genauso eine wahre Aussage sein muss und damit ist die Induktionsaufgabe beendet. Also, wem es nicht gefällt, ihr könnt gerne die linke Seite auch, also ich glaube, es macht ja auch gar nicht so viel Unterschied. Ne? Im Endeffekt ist es wahrscheinlich egal. Ja? Ich möchte euch nur die Freiheit geben, Äquivalenzumformungen zu benutzen, weil ich das Gefühl habe, dass viele, die noch nicht so fit sind, damit einfach wesentlich besser zurande kommen, ne? Auch weniger Schusselfehler machen. Deswegen zeige ich euch das. Ja? Funktioniert die Induktion für Summen analog? Ja, genau. Funktioniert alles analog, nur statt einem Mal ein Pluszeichen. Und auch das, was jetzt kommt, alles wieder gleich.
Genau. Und was ich euch jetzt empfehle, was ihr müsst es nicht machen, wem das wirklich nicht gefällt. Guck mal, ich überlege mich gerade, ich glaube, das ist so eine spezielle Aufgabe, wo tatsächlich der Weg vom Prof genauso entspannt ist wie das. Was man machen könnte, wäre hier zum Beispiel das zu erweitern, das irgendwie versuchen, zu dem umzuformen. Ich glaube, da kommen wir in jedem Fall auch gar nicht drum herum. Also wir müssen den, glaube ich, sogar so erweitern. Jetzt haben wir so eine wunderschöne Aufgabe. Jetzt haben wir das Luxusproblem, dass alle Wege funktionieren und ich euch gar nicht so zeigen kann, warum die Äquivalenzumformung so viel besser ist manchmal. Naja, in jedem Fall sollten wir das hier auf einen Bruch bringen. Ja? Vielleicht fangen wir so an. Ich glaube, das ist das Unverfänglichste und Einfachste. Genau, ich mache mal einfach hier weiter. Ich schreibe mal hier den nochmal ab, ja, den vorderen Faktor, und fasse diese Brüche zusammen. Damit wir das auf denselben Nenner bringen können, erweitern wir mit n plus 3. Also n plus 3 durch n plus 3, ja, ist ja eine 1. Ist ja richtig. Klappt ja. Das heißt also, n plus 3 steht auf dem linken Bruch im Zähler und n plus 1 auf dem rechten Bruch im Zähler. Und wenn die Nenner gleich sind, dürfen wir laut Bruchrechengesetzen das zusammenfassen. Ich habe jetzt gerade diesen einen Schritt übersprungen, also erweitert und die Brüche zusammengefasst. Aus dem einfachen Grund, dass wir jetzt hier also praktisch schon die Lösung stehen haben fast. Ne? Das ist ja nichts anderes wie n plus n, also 2n. 3 plus 1 ist 4. Naja, jetzt mache ich ja doch, wie der Prof das eigentlich macht. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, jetzt bietet sich's gerade an. Das ist einfach, ach, Mensch. Genau, worauf ich hinaus wollte, eigentlich könntet ihr auch sagen, hier steht eine n plus 3 im Nenner, dort steht eine n plus 3 im Nenner. Ach, wisst ihr was, wir machen es trotzdem so. Bah, egal. Ah, ist mein Mikrofon abgefallen. Moment, Moment, Moment. Habe ich mir ein Mikrofon abgerissen? Hallo, hallo. Ja. Jetzt mache ich mir einfach. Muss ins Mikrofon brüllen. Ich mache mir oben ein bisschen Platz, ja. Hier oben, das sollte reichen. Und dann schreibe ich es einfach nochmal auf. Entscheidet ihr einfach, auf welche Art ihr das dann zerlegen wollt. Wichtig ist nur, und das ist das wirklich einzig Wichtige, was ihr verstehen müsst, ihr müsst zeigen, dass linke und rechte Seite gleich sind. Was ihr jetzt für eine Methode benutzt, das ist vollkommen egal. Da müsst ihr euch nicht an diesen ausgetrampelten Pfaden von Dozenten und Übungsleitern halten, sondern ihr dürft auch frei daran gehen, wie ihr wollt. Zum Beispiel, was jetzt der Dozent gemacht hätte, ja, bin ich mir ziemlich sicher, er würde hier oben eine 2 ausklammern, dann könnte 2 und n plus 2 kürzen. Eventuell machen wir das nämlich auch, weil dann ist nämlich die Aufgabe eigentlich schon erledigt. Was ihr aber auch machen könnt, ihr könnt einfach sagen, ihr multipliziert auf beiden Seiten mit n plus 3, fällt der hier weg. Ja? Dann könntet ihr noch sagen, ihr teilt durch 2 hoch n plus 1, bleibt hier eine 2 über. Im Endeffekt müssen wir das trotzdem hier oben machen wahrscheinlich und müssen es eh ausklammern. Naja, jetzt haben wir echt die Qual der Wahl. Beide Wege sind gleich schnell und führen zum selben Ergebnis. Ich zeige euch eben nur diesen einen. Naja. Hätte man ja nicht absehen können. Ihr habt es nicht gesehen, dass es so einfach war. Na gut, auf jeden Fall n plus 2, n plus 2 kürzt sich weg. Und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt könnten wir noch die Zweien zusammenfassen, weil wenn die Basen gleich sind, können wir die Exponenten addieren. Seht ihr das? N plus 1 plus 1 ist gerade die gewünschte n plus 2. Also auf der linken Seite steht dasselbe wie auf der rechten Seite. Deswegen check, wahre Aussage, Induktion ist geglückt. Naja. Guckt euch gerne mal die Videos von mir an zur vollständigen Induktion. Manchmal zum Beispiel bei der geometrischen Reihe. Ja, ich glaube, das war so ein schönes Beispiel, endlichen geometrischen Reihe mit der Formel. Da war es irgendwie schöner, das, glaube ich, platt zu machen, fand ich. Naja. Eure Entscheidung. So, was habt ihr noch geschrieben dazu? Dankeschön. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr, dass ich euch weiterhelfen kann. Voll gut. Geil, du hast noch nie Induktion gehört. Das freut mich wirklich. Also, ich erkläre mal ganz kurz, was hier passiert ist, ne? Um eine Aussage für alle natürlichen Zahlen hier zu beweisen, ja, nutze das fünfte Peano-Axiom. Wenn es für die kleinste natürliche Zahl funktioniert und dann noch zu einer beliebig aber festgewählten Zahl, für die es klappt, auch der Nachfolger funktioniert, klappt es für alle natürlichen Zahlen. Weil wir haben gerade bewiesen, dass es auch immer für den Nachfolger klappt, ne? Wenn es für die 1 klappt,
Wenn es für die 0 klappt, klappt es auch für den Nachfolger, die 1. Und wenn es für die 1 klappt, klappt es auch für den Nachfolger, die 2. Und wenn es für die 2 klappt, klappt es auch für den Nachfolger, die 3. Und die 4 und die 5 und die 6 und die 7 für alle natürlichen Zahlen. Dieses Axiom an sich kann man nicht beweisen. Das ist aber so fundamental und logisch, dass sie es einfach sagen, ja okay, ist halt logisch. Ne? Das sind die Axiome, sie sind so grundlegend, dass man sagt, ja natürlich, was auch anders. Wir müssten ja schon richtig bescheuert sein, wenn es nicht so wäre. Aber bis zu unserem Verständnis von Logik. Okay, jetzt trifft dann die Philosophie ab, glaube ich. Aber freut mich voll, dass es, verständlich war, auch wenn du davon noch nie was gehört hast. Das ist der Beweis davon, dass diese Formel für alle natürlichen Zahlen klappt. Die Induktion, es geht auch anders. Domino-Prinzip, ja, Susi, danke. Genau so, Domino-Prinzip, ja, das ist es. Wie, genau, ein Stein, der umfällt, stößt den nächsten an, den nächsten, den nächsten, den nächsten. Das ist es. Muss der Induktionsanfang immer kleinstmögliche Zahl? Ja, okay, muss nicht. Also es kann auch, wenn du bei 5 anfängst, ja, dann bedeutet das, dass du die Formel am Ende auch nur bewiesen hast für alle natürlichen Zahlen größer gleich 5. Dass sie auch für die darunter gilt, hast du dann einfach nur nicht bewiesen. Ja. Deswegen nimmt man die kleinste natürliche Zahl. Also eigentlich richtet ihr euch hier ran, ja. Und wenn da steht alle natürlichen Zahlen, müsst ihr kurz im Skript schauen, so, was ist für euch die kleinste natürliche Zahl. Ich habe jetzt mal vorausgesetzt, die 0 hat jetzt gut gepasst. Ja, gibt eine DIN-Vorschrift, die sagt, 0 ist eine natürliche Zahl. Ach, im Endeffekt ist es dann auch Anwendungsgebiet. So, jetzt sind wir bei knapp 3 Stunden. Ich setze mich kurz hin hier. Okay. Und ja, leider haben wir, das ist leider, nur 2 Aufgaben geschafft. Die hatten es aber ordentlich in sich. Ich hatte gehofft, noch eine dritte Aufgabe zu schaffen, obwohl ich ursprünglich, ich habe mir das schon denken können, dass wir, okay, ich bin fair, ich dachte, wir sind nach 2,5 Stunden an dieser Stelle. Jetzt sind wir bei, nach 3 Stunden an dieser Stelle. Ist okay, nach der Pause, wir machen eine, weiß ich nicht, müsste ich immer sagen, weiß nicht, anderthalb, wir machen eine Stunde Mittagspause einfach. Ja, es geht 15 Uhr weiter und dann werden wir noch eine Aufgabe zu Taylor machen. Das ist auch noch Analysis, hätte ich gerne gemacht, aber es muss gut sein jetzt mal. Und dann machen wir noch 2 Aufgaben zur linearen Algebra. Damit denke ich, haben wir einen super Start in die Livestream-Woche gemacht. Also, dass jeder mal erstmal was hat für seine Prüfung, worauf er sich freuen kann, ich weiß nicht. Heute in Mathe 1, morgen dann Analysis 1, übermorgen mal ein bisschen Algebra, nächste Woche Differentialgleichung, Stochastik auf jeden Fall. Gibt auch Mathe 2, also höhere Mathematik, dann 2 und 3 und für Physiker und Kurvenintegrale, Parameterintegrale, was das Herz begehrt, aber ich dachte mir, wir fangen erstmal ganz entspannt an. Ja, yeah, Taylor-Polynom, geil. Das machen wir dann, wie gesagt, gleich nach der Pause, wird die nächste Aufgabe sein. ja, das freut mich, Leute, das macht mich sehr glücklich. Ja, zu rein und folgen, das wird auch noch in den nächsten Tagen kommen. Kommt immer mal wieder was, ne? Also macht euch da keine Gedanken. Genau. Guckt euch den zweiten Teil gerne später an. Wir beginnen dann mit Taylor. Also 15 Uhr geht's weiter, ich stelle gleich den Link rein. 15 Uhr geht's weiter, wir machen Taylor und dann machen wir 2 Aufgaben zur linearen Algebra. Dann haben wir nämlich die wichtigsten Grundlagen für die Woche gelegt. Okay. Wir machen vorsichtig erstmal heute Morgen, übermorgen Livestreams, dann mache ich Montag mal Pause, muss ich zum Arzt, dann Dienstag und dann gucken wir einfach mal. Also wir versuchen so viel wie möglich zu machen. Ja. Genau. So, dann bevor wir jetzt die 3-Stunden-Marke überschreiten, aber wir können auch kurz noch ein bisschen quatschen, wenn ihr wollt. Also wir sind jetzt eh gleich durch. Ne? Aber stellt euch noch Fragen, wenn ihr wollt. Das ist jetzt quasi, ist schon Pause. Ja. Morgen mit intensiver, ich weiß nicht, ich habe es mal aufgeschrieben. Ich werde ich habe es hier irgendwo auf meinem Pad, habe ich mir meine Reihenfolge aufgeschrieben, was ich sinnvoll fand. Ich kann jetzt schon mal sagen, muss ich mal noch Dortmund Bescheid geben. FH Dortmund, Analysis 1. Richtig cool, für alle was dabei. Wie gesagt, macht keinen Unterschied, ob ihr FH, TU seid, ob ihr Maschinenbau studiert oder die BWLer in Cottbus hatten gleich wie die Maschinenbauer. Also nicht gleich, war ein bisschen anspruchsvoller noch, aber gleiche Themen. Also wer das eine verstanden hat, hätte theoretisch das andere auch gekonnt. Ja. Genau, da kommen zum Beispiel morgen Folgen dran. Ja, ich sehe schon 2 Folgen, kommt eine Reihe. Eine Reihe kommt auch dran. Konvergenzintervall, Konvergenzradius, das ist doch genau, was das Herz begehrt. Nicht?
Ja, Streams werden immer hochgeladen, wie immer. Oh, mein Stiftkonsum, bitte fragt nicht. Ja. Ihn. Ich habe schon versucht, an die Umwelt zu denken. Ich habe mir schon solche kleinen Fläschchen hier geholt zum Auffüllen. Ich nicht. Auch aufladbare Batterien so. Deswegen ist manchmal das Mikrofon ausgefallen. Ja, naja, man tut es, man kann. Kommen die Tage, Matrizen an. Ja, klar. Matrizen, Taylor kommt gleich noch. Ja, ihr werdet sehen, es kommt nahezu auch mal alles dran. Also Beweise wahrscheinlich eher weniger oder wenn, dann erst in 2 Wochen. Das ist so eine Sache, Beweise. Wie man Beweise macht, hatte ich dann im Studium, ich habe es auch dann gut bis sehr gut immer abgeschlossen, aber ich habe nie unterrichtet zu beweisen. Ja, das ist auch nur so eine Sache. Ja, deswegen würde ich mich darauf vorbereiten. Ich würde das jetzt nicht auf den Steg, also die meisten ist mir nicht, einige einfache schon, aber genau. Deswegen auch immer gut, dass ihr mir die Klausuren vorher schickt, dass ich mir mal anschauen kann. Ich möchte auch nicht sagen, okay, hier mal Mut zur Lücke, lassen wir mal eine Aufgabe schlampig machen. Nee, ich möchte mir sie vorher anschauen. Und wenn ich nur sage, okay, kann ich, ja, reicht ja aus. Muss ja auch nicht alle durchrechnen, aber dass ich weiß, wo könnten Probleme sein, worüber wir dann später reden, ja, um euch dann darauf hinzuweisen, auf Tricks. Foyer kommt dann auch irgendwann noch, auf jeden Fall. Wirtschaftsinformatik Köln machen Mathematik für Lern. Oh. Ah, interessant. Okay, also Taylor kommt gleich. Ah, jetzt haben wir die 3 Stunden überschritten, das wollte ich noch gar nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine Stunde Pause. Ja? Videos wird alles hochgeladen, Matrizenkram kommt auch noch, QR-Zerlegung LR habe ich jetzt nicht drin, aber habe ich ein schönes Video, kannst du dir gerne mal angucken. Ansonsten würde ich sagen, Leute, wir sehen uns 15 Uhr wieder. Ja? Ich hoffe, ihr seid wieder da. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, war ein echt super Einstieg in unsere Livestream-Woche. Gut, dann genau, bis nach der Pause. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Teil von dieser Altklausur.